Das Haus im Wald. Je dunkler die Wälder, desto mächtiger der Fluch, der in ihnen haust. Eine alte Weisheit, die die Menschen hier in ihren Herzen tragen. Hier, das ist Tschechenöd. Ein kleines Dorf versunken im Nebel. Eingekesselt von kilometerweiten Wäldern, die so dicht sind, dass kaum ein Sonnenstrahl den Boden berührt. Nebelschwaden umwabern die dicken Baumstämme und sie tragen eine Geschichte mit sich. Eine düstere Legende, die sich die Einwohner von Tschechenöd in finsteren Nächten zuraunen. Einst war es der Mensch, der die Natur zurückgedrängt hat. Gierig wie er war, nahm er sich alles, hat den Wald förmlich ausgeraubt. Seine Bäume gerodet, die Seen leer gefischt, das Wild vertrieben. Der Mensch hat so lange gewütet, bis die Natur zurückgeschlagen hat. Als der Winter sich mit seiner eisigen Kälte erbarmungslos über das Land legte und der Hunger die Herzen verzerrte, hat sich zornig der Geist des Waldes erhoben und einen Fluch ausgestoßen. Wer sich von nun an am Fleische eines anderen labt, soll der Verdammnis anheimfallen. Seines Herzens beraubt soll er als furchterregende Kreatur durch die Wälder streifen, einen unstillbaren Hunger in sich tragend. So gebt Acht, Fremde, wenn ihr durch das Dickicht wandert. Hier weiß man nie, welche Schatten einem folgen. 20. September 1996, 10 Kilometer nördlich von Tschechenöd. Je weiter mich die engen Serpentinen nach oben führen, desto dichter wird dieser gottverdammte Nebel. Die Dämmerung hat eingesetzt und die Nacht damit begonnen, den Tag abzulösen. Abgesehen von der Straße, die sich wie eine Schlange durch die dunklen Wälder windet, scheint die Natur hier weitestgehend unangetastet. Es ist Stunden her, dass ich an einer Tankstelle oder irgendwelchen anderen Gebäuden vorbeigefahren bin. Das bisher letzte Dorf auf meinem Weg war ein kleines Örtchen namens Finsterberg gewesen. Schön anzusehen, aber augenscheinlich nichts Besonderes. Mein Blick huscht zum Beifahrersitz, auf dem aufgeklappt eine zerknitterte Landkarte liegt. Ein dickes rotes Kreuz markiert das Ziel. Mit einer Hand angle ich nach meinem Feuerzeug und zünde mir eine Zigarette an, die schief in meinem Mundwinkel hängt. Rauch füllt meine Lungen, als ich genussvoll einatme. Plötzlich erklingt ein leises, aber aufdringliches Piepsen. Genervt rolle ich mit den Augen, bevor ich mein Handy aufklappe und es mir zwischen Schulter und Ohr klemme. Elias, gut, dass ich dich noch erreiche. Ich hoffe, die kleine Auszeit in den Wäldern beflügelt deinen kreativen Geist wieder. Der Verlag sitzt mir nämlich schon ganz schön im Nacken. Die sind schon ganz heiß auf das Skript zu deinem neuen Buch. Lass sie nicht so lange warten, ansonsten fordern sie vielleicht den fetten Bonus wieder zurück. Ach ja, ich hab das mit Emily gehört. Tut mir leid für euch, aber vielleicht findet ihr ja wieder zusammen, wenn etwas Gras über die Sache gewachsen ist. Die Erinnerungen, die diese Worte aufflackern lassen, versetzen mir einen Stich direkt ins Herz. Ich schließe für einen kurzen Moment die Augen und atme tief ein, bevor ich antworte. Hallo Linda, mach dir mal keine Sorgen. Wenn ich in 4 Wochen zurückkomme, habe ich das neue Skript mit im Gepäck. Danke, dass du mir den Rücken frei hältst. Ein leises Lachen erklingt auf der anderen Seite der Leitung. Das ist mein Job als deine Agentin. Lass es mich nicht bereuen, dass ich beim Verlag meine Hand für dich ins Feuer gelegt habe. Nutze die Zeit gut und pass. Eine Rauschen macht es mir unmöglich, die letzten Worte von Linda noch zu verstehen. Dann herrscht Stille. Der Empfang ist weg. Vor mir schälen sich die dunklen Silhouetten kleiner Häuser aus dem Nebel. Der Name auf dem gelben Ortsschild verrät mir, dass ich soeben die Grenze des verschlafenen Dörfchens Tschechenöd passiert habe. Keine Menschenseele ist auf der von hohen Laternen spärlich beleuchteten Straße zu sehen. Nur der warme Schein in den Fenstern verrät mir, dass Leben im Inneren der Häuser herrscht. Im Vorbeifahren registriere ich einen kleinen Einkaufsladen. Gleich morgen früh werde ich mich dort mit Vorräten eindecken. Am Ortsrand zweigt ein schmaler Weg von der Straße ab. Nach einigen Metern führt er direkt in den Wald hinein. Als ich abbiege, beleuchten die Scheinwerfer meines Autos ein kleines Holzschild, das von Wind und Wetter stark gezeichnet ist. Haus Seelenfried, 500 Meter, lautet die verwaschene Aufschrift, die ich nur schwerlich entziffern kann. Der Schotter, mit dem der Weg aufgeschüttet ist, knirscht leise unter meinen Rädern, während ich im Schneckentempo durch den Wald rolle.
Links und rechts erheben sich mächtige Kiefern und Tannen, die nur vereinzelt von Laubbäumen abgelöst werden, deren Blätterdach bereits vom Herbst verfärbt worden ist. Dicke Nebelschwaden kriechen über dem Boden. Na, endlich, seufze ich leise, als zwischen den dicken Baumstämmen die Fassade des Ferienhauses erscheint, das ich mir für meine Auszeit hier angemietet habe. Der aufgeregte Schrei einer Eule zerreißt die Stille des Abends, als ich aus dem Wagen steige. Die Arme in die Hüfte gestemmt, betrachte ich das Gebäude, das für die kommenden Wochen mein neues Zuhause sein wird. Es sieht überraschend modern aus, ein Bauwerk aus Holz und Stein mit großen Fenstern und einer Veranda. Dahinter befindet sich ein See. In der Luft liegt der Geruch von feuchter Erde und Tannengrün. Leise knarzt das Holz unter meinen Füßen, als ich die Treppe hinaufsteige, die zur Haustür führt. Auf der vorletzten Stufe verharre ich. Mit großen Augen starre ich hinunter auf den Boden. Was für eine Scheiße, keuche ich erschrocken. Direkt vor der Tür auf dem Fußabstreifer mit der Aufschrift »Herzlich willkommen« liegt der halbverweste Körper eines Tieres. Den langen Ohren nach zu urteilen, die aus dem bereits zum Teil skelettierten Kopf ragen, muss das einmal ein Hase gewesen sein. Sein Blut hat sich tief in den Stoff der Matte gefressen und sie in ein dunkles Rot getaucht. Angeekelt starre ich auf die Überreste unter mir. Mir wird übel. Herr Werber? Erschrocken zucke ich zusammen. Langsam drehe ich mich zu der Stimme um, die mich beim Nachnamen genannt hat. Am Fuß der Treppe steht ein Mann. Sein Gesicht wird nur zur Hälfte vom Schein der Laterne erhellt, die er in der Hand hält. Der Rest liegt im Schatten. In der anderen hält er ein Gewehr, dessen Lauf er sich über die Schulter gelegt hat. Ja, presse ich hervor. Mir schlägt das Herz bis zum Hals. Guten Abend, mein Name ist Farold Adrik. Ich wurde vom Vermieter beauftragt, hier ab und an nach dem Rechten zu sehen und Ihnen vor Ort eine kleine Einweisung zu geben. Sie sind spät dran, stellt sich der Fremde bei mir vor. Langsam setzt er sich in Bewegung und stapft schwerfällig die Stufen zu mir herauf. Ich würde Ihnen schnell alles zeigen, dann räume ich das dann noch weg. Die Schlüssel haben Sie dabei? Fragt er emotionslos, die Augen auf das tote Tier zu seinen Füßen gerichtet. Ich nicke nur stumm mit dem Kopf und nestle nervös in meiner Hosentasche herum. Ein helles Klirren ertönt, als ich die Schlüssel hervorziehe und sie anschließend in das Türschloss stecke. Schlaf- und Badezimmer sind die Treppe rauf, Küche und Wohnzimmer hier unten. Durch die Glastür da hinten gelangen Sie auf die Terrasse hinterm Haus. Achten Sie darauf, die Türe nachts fest zu verschließen. Nicht, dass Sie noch ungebeten einen tierischen Besuch erhalten. Vom Haus aus führt ein Steg ein Stück weit auf den See hinauf. Passen Sie auf, wenn Sie ihn betreten. Das Holz ist durch den Nebel oft rutschig, erklärt er mir in einem fast schon gelangweilten Ton. Seine Stimme ist tief und rau. Groß und breitschultrig steht er vor mir. Ein Bär von einem Mann. Die dunklen Haare hat er sich im Genick zu einem lockeren Zopf zusammengebunden. »Brauchen Sie noch etwas oder kann ich Sie jetzt alleine lassen?« fragt er nach einem kurzen Moment der Stille. Seine Augen ruhen auf mir. Die Art und Weise, wie er mich betrachtet, löst ein seltsames Unwohlsein in mir aus. Er streicht sich mit seiner prankenartigen Hand über die kleinen Stoppel an seinem markanten Kinn, während er auf eine Antwort wartet. »Ich denke, ich komme jetzt zurecht. Wenn Sie noch so freundlich wären, dieses Ding da vor der Tür aufzuräumen, wäre ich Ihnen sehr verbunden«, sage ich und stelle dabei meine Reisetasche auf den Boden ab. »Sicher doch«, lautet die knappe Antwort. Er stapft an mir vorbei zur Haustür. Ein seltsamer Geruch steigt mir in die Nase. Irgendwie metallisch. Nach einer kurzen Verabschiedung lasse ich die Tür hinter ihm ins Schloss fallen. Nächster Tag, 10 Uhr. Ein leises Klingeln ertönt, als ich die Tür des kleinen Einkaufladens öffne, der sich mitten im Herzen von Schechenöd befindet. Während ich durch die Regalreihen gehe und das kleine, aber feine Sortiment betrachte, spüre ich die Blicke der anderen Kunden in meinem Rücken. Manche von ihnen schauen beschämt zu Boden, nachdem ich sie beim Starren erwischt habe. Andere glotzen mich weiter unverhohlen an. Ein seltsames Völkchen, diese Leute hier. Unbeirrt davon führe ich meinen Einkauf fort. »Sie kommt zurecht?« Überrascht drehe ich mich zu der hellen, freundlichen Stimme um, die mich soeben angesprochen hat. Vor mir steht eine junge Frau. Sie trägt eine rote Schürze mit dem Logo des Ladens. Das erste fröhliche Gesicht, dem ich hier in Schechenöd begegne. Über ihrer Nase verläuft eine hauchzarte Spur Sommersprossen. »Ja, vielen Dank. Ich denke, ich habe bereits alles gefunden«, antworte ich lächelnd.
Sind Sie neu zugezogen oder nur auf der Durchreise? Erkundet sie sich, während sie damit vorfährt, Müsli-Packungen in eines der Regale zu räumen. Weder noch. Ich habe für ein paar Wochen das Ferienhaus im Wald gemietet, erkläre ich. Als ich das Haus erwähne, stockt sie plötzlich mitten in der Bewegung. Der Blick in ihren grünen Augen hat sich verändert, ist finsterer geworden. Nervös beginnt sie auf ihrer Unterlippe zu kauen. Habe ich gerade etwas Falsches gesagt? Ich muss hier weitermachen. Falls Sie noch etwas brauchen, sagen Sie vorne an der Kasse Bescheid. Mit diesen Worten dreht sie sich um und zieht schnellen Schrittes von dannen. Bevor sie hinter einem der Regale verschwindet, wirft sie ihr langes rotes Haar über die Schulter und betrachtet mich noch einmal für einen kurzen Moment. Wie ich bereits sagte, ein seltsames Völkchen, die Menschen hier. Schulterzuckend marschiere ich mit meinem Einkaufskorb zur Kasse, an der eine ältere Dame sitzt, die mich streng ansieht. Nebelkrähe ist das Wort, das mir bei ihrem Anblick sofort in den Kopf schießt. Mit einem bemühten Lächeln, das nicht erwidert wird, lege ich die Waren aufs Band. Bevor ich wenig später den Laden wieder verlasse, fällt mein Blick auf eine Pinnwand aus Kork, die sich direkt neben der Tür befindet. An ihr heften gut mehr als 10 Schwarz-Weiß-Fotografien von Männern und Frauen verschiedenen Alters. Über ihren Köpfen steht in dicken Buchstaben die Aufschrift »Vermisst«. Ganz schön viele vermissten Fälle, raune ich mir selbst leise zu. Die Gegend ist groß und weitläufig. Wer sich nicht an die Hinweise und ausgeschriebenen Wege hält, kann schnell vom Wald verschluckt werden. Erklingt es auf einmal dicht neben mir. Erschrocken zucke ich zusammen. Für eine alte Frau kann sich diese Kassiererin verdammt lautlos bewegen. Mit einer knappen Verabschiedung verlasse ich den Laden und trete den Heimweg an. 20 Minuten später. Haus Seelenfried. Unsanft landen die vollgepackten Einkaufstüten, die mir vor Schreck aus der Hand geglitten sind, auf dem feuchten Boden. Fassungslos starre ich mit offenem Mund auf den toten Fuchs, der an einer Schlinge vom obersten Verandabalken baumelt. Dicke rote Tropfen fallen weiter unaufhörlich von dem schmächtigen Körper in die dunkle Blutlache, die sich bereits unter ihm gebildet hat. Was für eine abartige Scheiße ist das? Flüstere ich, ohne dabei die Augen von diesem grotesken Anblick abwenden zu können. Na, vermutlich die Kids aus dem Dorf. Es kommt öfters vor, dass sie den Besuchern hier einen Streich spielen. Ruckartig drehe ich mich um. Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen, oder Herr Adrick? Das fällt für mich keinesfalls mehr in die Kategorie Lausbubenstreich, presse ich hervor. Es kostet mich wirklich alle Mühe, nicht laut zu werden. Beruhigen Sie sich. Hier auf dem Land laufen die Dinge eben ein bisschen anders als in der Stadt. Ich mache das weg und dann denken Sie einfach nicht weiter darüber nach, entgegnet er lässig. Ich betrachte ihn für einen Moment. Es ist seltsam. Eine Seite seines Gesichtes hängt leicht nach unten, so wie man es von manchen Schlaganfallpatienten kennt. Außerdem wirkt seine Haut dünn und rissig. Vielleicht ist mir das gestern bei den schlechten Lichtverhältnissen einfach nur nicht aufgefallen. Während er davonstapft, beuge ich mich nach unten und räume die Lebensmittel wieder ein, die aus den Tüten gerollt sind. Ich bringe noch schnell die Einkäufe rein und danach erkunde ich ein wenig die Gegend. Es wäre schön, wenn dieses Massaker aufgeräumt ist, bis ich wieder zurückkomme, rufe ich Herr Adrick genervt zu, der sich bereits ein ganzes Stück von mir entfernt hat. Er bleibt stehen, dreht sich nochmals zu mir um und hebt die Hand. Bleiben Sie auf den Wegen und immer schön den Nebel im Blick halten. Je weiter der Tag voranschreitet, desto dichter wird er, hallen seine Worte zu mir herüber. Nachmittags, Wälder von Schechenöd. Wie seltsames Getier kriechen die Nebelschwaden über den moosbedeckten Waldboden. Die Luft hier draußen ist kühl und duftet angenehm nach Harz und feuchter Erde. Kein Vergleich zum Abgasmief, der stets wie eine trübe Kuppel über meiner Heimatstadt schwebt. Je weiter ich in den Wald hineinspaziere, desto kälter wird es. Fröstelnd ziehe ich meine Schultern nach oben und verstecke die Hände in meinen Jackentaschen. Eine seltsame Stille herrscht in diesen Wäldern. Kein Vogelgezwitscher ist zu hören, keine Rascheln oder Knacken im Gehölz. Einzig das leise Knirschen der kleinen Steinchen unter meinen Schuhen begleitet mich. Plötzlich erregt etwas am Wegesrand meine Aufmerksamkeit. Ich verlangsame meinen Schritt, als ich darauf zugehe. Je näher ich dem Ding komme, desto penetranter wird dieser ekelerregende, leicht süßliche Geruch nach Verwesung, der mir unaufhörlich in die Nase kriecht.
Schützend lege ich mir die Hand vor die Nase und versuche, das Würgen zu unterdrücken, das meine Kehle emporsteigen will. Vor mir liegt der zerfleischte Kadaver einer Hirschkuh. Tiefe Kratzer und Bissspuren ziehen sich durch das dunkle, verdreckte Fell. Die großen leeren Augen stieren traurig zu mir empor, als würde mich das Tier um Hilfe bitten. Aus dem aufgedunsenen Bauch quillt ein Teil der Eingeweide hervor. Auf einmal höre ich, wie sich Schritte nähern. Sie sind schnell, verdammt schnell. Oh je, das arme Tier, erklingt eine mitfühlende Stimme. Verdattert sehe ich zu der Joggerin, die neben mir stehen geblieben ist. Es ist die junge Frau aus dem Tante-Emma-Laden. Strähnen roten Haares kleben an ihrer schweißnassen Stirn. Hallo, sage ich leise. So schnell sieht man sich wieder, antwortet sie leicht außer Atem. Ich hatte heute Morgen keine Zeit, mich bei Ihnen vorzustellen. Mein Name ist Emma und Sie sind? Elias, entgegne ich wortkarg. Schön, dich kennenzulernen, Elias. Bist du auf dem Weg zurück zum Haus? Wir könnten das letzte Stück ja zusammengehen. Schlägt sie mit einem freundlichen Lächeln vor, die Arme dabei in die Hüfte gestemmt. Ich nicke zustimmend und wende mich von dem Tierkörper ab. Die Lust auf einen Waldspaziergang ist mir bei diesem Anblick sowieso redlich vergangen. Ich kann es kaum erwarten, so schnell wie möglich zum Haus zurückzukehren, bevor das, was auch immer dieses Tier gerissen hat, zurückkommt, um sich die Reste seiner Mahlzeit einzuverleiben. Bist du hier aufgewachsen? Frage ich, nachdem wir eine Weile stumm nebeneinander den Weg entlang geschlendert sind. Ja, ich lebe seit meiner Geburt hier. Wer einmal sein Herz an diese Wälder verloren hat, verlässt Schächenöd nicht mehr, entgegnet sie und zeigt dabei mit einer ausladenden Geste ihre Hand auf die mächtigen Baumkronen hinauf. Wirklich zauberhaft finde ich diese Wälder allerdings nicht. Alles hier wirkt auf mich düster, fast gespenstisch. Von den toten Tieren will ich gar nicht erst sprechen. Meine negative Meinung behalte ich allerdings für mich. Und was hat dich hierher verschlagen? Reißt sie mich aus meinen Gedanken. Ich bin Autor. Ich habe ein abgeschiedenes Plätzchen gesucht, an dem ich mich ohne Ablenkungen auf mein neues Buch konzentrieren kann, erkläre ich ruhig, woraufhin sich ihre Augen vor Aufregung weiden. Eine echte Berühmtheit hier in unserem Dorf, dass ich das noch erleben darf. Da hast du dir wirklich den richtigen Ort ausgesucht. Schächenöd steckt voller Legenden und Mysterien. Wenn das nicht die kreativen Geister aufweckt, dann weiß ich auch nicht. Im Gemeindehaus gibt es eine Ausstellung über die Geschichte von Schächenöd. Falls du mal eine Inspiration brauchst, würde ich an deiner Stelle dort einen Besuch wagen, sprudelt es aus ihr heraus. Legenden also, schmunzte ich, woraufhin sie eifrig mit dem Kopf nickt. Eine der ältesten Legenden ist die vom Schächenschrat. Ein Schauermeer über eine Kreatur, die durch die Wälder streift und stets auf der Suche nach etwas ist, das den nie enden wollenden Hunger stillt, zu dem sie verdammt worden ist. Einst soll der Schächenschrat ein Mensch gewesen sein, dem vom Geist des Waldes das Herz entrissen wurde, nachdem er sich in einer eiskalten Winternacht aus Hunger und Verzweiflung an menschlichen Überresten gelabt hat. Meine Großmutter hat mir diese Geschichte immer als Mahnung erzählt, damit ich die Wälder meide und nach Hause komme, bevor die Dunkelheit sich über das Dorf legt, erzählt Emma mit erhobenem Zeigefinger. Keine gute Nachtgeschichte, die ich einem kleinen Kind erzählen würde. Möchtest du noch auf ein Glas Wasser oder einen Kaffee mit reinkommen? Frage ich höflich meine Begleiterin, während wir zwischen den Baumstämmen hindurch auf das Ferienhaus zusteuern. Mit einem seltsamen Blick betrachtet sie das Gebäude, während sie über ihre Antwort nachdenkt. Sie öffnet gerade den Mund, als Farold um die Ecke biegt. Seine Kleidung sowie die Hände sind blutverschmiert. Als er uns entdeckt, bleibt er in einigen Metern Entfernung stehen und betrachtet uns schweigend. Emmas Gesicht ist aschfahl. Das ist Farold Adric. Er hält das Haus in Schuss. Wir hatten ein kleines Malheur mit einem toten Fuchs, daher seine verdreckte Kleidung, versuche ich sie zu beruhigen. Ich muss los, presst sie nach einem kurzen Moment der Stille hervor. Ohne eine Antwort abzuwarten, wendet sie sich von mir ab und joggt in Richtung Straße. Kopfschüttelnd sehe ich ihr nach. Versteh einer diese Leute hier. 10 Tage später, Haus Seelenfried. Mit einem genervten Stöhnen lasse ich meinen Stift auf den Tisch fallen. Ich lehne mich in meinem Stuhl zurück und reibe mir die müden Augen. Entgegen meinen Erwartungen komme ich mit dem Buch nicht so gut voran wie geplant. Es ist, als würde mich innerlich irgendetwas blockieren. Lustlos starre ich auf die in krakeliger Handschrift verfassten Zeilen. Am liebsten würde ich den ganzen Stapel nehmen und in der Luft zerreißen oder zum Anfeuern des Kamins benutzen. Dann hätte mein geistiger Abfall wenigstens noch einen guten Zweck erfüllt.
Als mein Blick zur Terrassentür schweift, entdecke ich Farold am Ufer des Sees. Mit dem Rücken zu mir kniet er auf dem Boden. Keine Ahnung, was der Kerl da schon wieder treibt. Er ist wie ein Geist, taucht auf einmal auf, nur um im nächsten Moment wieder spurlos zu verschwinden. Sein Gesundheitszustand gibt mir auch zu denken. In den letzten Tagen wirkt er immer kränklicher. Mittlerweile gleicht sein Gesicht farblich einer Kalksäule. Die Augen sind blutunterlaufen. In einem unbeobachteten Moment habe ich ihn kürzlich genauer von der Seite betrachtet. Mir kam es vor, als würde sein Gesicht seltsam spitz zulaufen, als hätte sich die Knochenstruktur unter der Haut verändert, aber das ist unmöglich. Bei seinen Arbeiten am Haus scheint er sich verletzt zu haben, denn seit gestern trägt er auf der Stirn zwei große Beulen. Dem armen Kerl bleibt doch nichts erspart. Seufzend erhebe ich mich und strecke den schmerzenden Rücken durch. Etwas frische Luft wird mir guttun. Ich streife mir meine Jacke über und marschiere aus der Terrassentür hinaus in Richtung See. Am Anfang des Stegs bleibe ich stehen und winke Farold verhalten zu, der zu mir aufgeblickt hat. Er nickt nur stumm, bevor er sich wieder seiner Arbeit widmet, was auch immer er da tut. Mit vorsichtigen kleinen Schritten schreite ich den langen Holzweg entlang auf den See hinaus. Die Planken sind schmierig und ich muss aufpassen, dass ich nicht ausrutsche und ein ungewolltes Bad im eiskalten Nass des Sees nehme. Am Ende angelangt, atme ich einmal tief ein und fülle meine Lunge mit der frischen Morgenluft. Ich senke den Kopf, blicke auf das Wasser hinunter und versuche, durch die Oberfläche hindurch auf den Grund zu sehen. Für einen kurzen Moment bilde ich mir ein, etwas zu erkennen. Vorsichtig beuge ich mich ein Stück weiter nach unten. Es vergehen einige Sekunden, bevor ich mich schulterzuckend wieder aufrichte. Ich könnte schwören, ein Gesicht im Wasser gesehen zu haben. Bleich und mit geschlossenen Augen, die Lippen blau verfärbt. Der Kopf umgeben von einer Wolke aus blondem Haar. Vermutlich ist meine Fantasie einfach mit mir durchgegangen. Die Abgeschiedenheit dieses Ortes scheint mir vielleicht nicht so gut zu tun, wie ich es mir anfangs erhofft hatte. Oder es liegt an dem Schlafmangel, unter dem ich seit meiner Ankunft hier leide. Vor toten Tieren bin ich mittlerweile zwar verschont geblieben, aber die nächtlichen Geräusche des Waldes rauben mir den Schlaf. Sobald der Mond hoch am Himmel steht, beginnt es, das Kratzen, Heulen und Schaben im Schatten des Waldes. Neulich habe ich sogar Spuren an der Haustür gefunden, als hätte ein größeres Tier versucht, ins Innere zu gelangen. Als ich Farold darauf aufmerksam gemacht hatte, meinte er nur, dass das Waschbären gewesen sein könnten, die vom Geruch meines Essens angelockt worden sind. Die Hände in den Jackentaschen vergraben, marschiere ich zurück zum Haus. Je schneller ich dieses Buch fertig bekomme, desto schneller kann ich diesen seltsamen Ort auch wieder verlassen. In diesem Moment fallen mir Emmas Worte ein. Wenn ich Inspiration brauche, dann soll ich einen Besuch im Gemeindehaus wagen. Ich denke, es ist an der Zeit, diesen Ratschlag zu beherzigen, auf dass die Muse mich wieder küssen mag. Eine Stunde später. Gemeindehaus Schechenöd. Ein leicht miefiger Geruch weht mir in die Nase, als ich die schwere Holztür zu dem Ausstellungsraum öffne, der sich im oberen Stock des kleinen Gemeindehauses befindet. Wie ich bereits erwartet hatte, ist der Anblick, der sich mir bietet, nicht sonderlich spektakulär. In der Mitte des Raumes befinden sich ein paar verstaubte Schaukästen aus Glas und an den Wänden hängen unterschiedliche Landkarten. In einer Ecke steht allerdings etwas, das sofort meine Aufmerksamkeit erregt. Es ist eine riesige Figur, die mich um mindestens zwei Köpfe überragt. Schechenschrat steht auf dem silbernen Schild, das auf dem Holzsockel befestigt ist. Das Ding sieht wirklich furchterregend aus. Es trägt ein weites Gewand aus Leinen, das stark verdreckt und mit einer Vielzahl dunkler Flecken übersät ist. Der Kopf ist nicht mehr als ein langgezogener Tierschädel, ähnlich dem eines Hirsches, aus dessen Stirn ein seltsam geformtes Geweih ragt. Dünne Strähnen schwarzen Haares kleben an der Schädeldecke. In den bleichen Knochen sind seltsame Schriftzeichen eingeritzt, die mich an keltische Runen erinnern. Dort, wo sich eigentlich das Herz befinden sollte, klafft ein schwarzes Loch. Es ist eine wahrhaft abscheuliche Kreatur, die mir da aus leeren Augenhöhlen entgegenstarrt. Neben der Figur hängt eine Holztafel, in die ein Gedicht geschnitzt ist. Kinder, gebt Acht, wenn der Tag wird zu Nacht. Aus dem Wald heraus müsst ihr schnell nach Haus. Noch ist es unter den Bäumen ganz still, aber nur solang der Geist es will,
gar schrecklich war die blutig Tat, die ihn da machte zum Schächenschrat. Mein Blick wandert zu den Fotografien und Zeichnungen, die an den Wänden angebracht wurden. Auf einem ist eine Gruppe von jungen Männern zu sehen, die sich mit stolz geschwellter Brust um einen unfassbar großen Hirsch versammelt haben, der tot zu ihren Füßen liegt. Sie grinsen breit und haben allesamt den Lauf ihrer Gewehre entspannt über die Schulter gelegt. Etwas an diesem Bild irritiert mich. Vorsichtig beuge ich mich ein Stück weiter nach vorne und kneife dabei leicht die Augen zusammen. Am äußeren Rand der Gruppe steht ein Mann, dem Farold wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Ich überfliege den Text, der in winzigen Buchstaben geschrieben unter dem Bild angebracht ist. Die Söhne der Familien Friedrich, Kaufmann, Walter und Adrik nach erfolgreicher Jagd im Jahr 1890. Der Mann auf dem Bild muss also ein Vorfahre von Farold sein. Faszinierend, wie weit sein Stammbaum hier in diesem Dorf zurückreicht. Der überschaubare Rest der Ausstellung lehrt mich etwas über die Entstehung des Örtchens und den Bergbau, mit dem die Einwohner hier einst ihren Lebensunterhalt finanziert haben. Zwar interessant zu wissen, aber im Hinblick auf meine Schreibblockade nicht sonderlich hilfreich. Unzufrieden verlasse ich das altertümlich wirkende Gebäude, nachdem ich mir alles angesehen habe, und trete den Heimweg an. 22 Uhr, am selben Abend, Haus Seelenfried. Als das schrille Klingeln des Telefons ertönt, hebe ich verwundert den Kopf. Wer ruft denn zu so einer späten Stunde hier an? Schwerfällig erhebe ich mich vom Tisch, auf dem die ersten Seiten meines Manuskriptes unsortiert herumliegen. Waber? Melde ich mich in einem strengen Tonfall. Guten Abend, Herr Waber. Hier spricht Herbert Gleisner. Es tut mir wirklich sehr leid, dass ich so spät noch störe. Aber nachdem ich nichts mehr von Ihnen gehört hatte, wollte ich mich jetzt doch einmal erkundigen, ob bei Ihnen alles in Ordnung ist. Ich hoffe, das Haus entspricht Ihren Vorstellungen. Begrüßt mich die tiefe Stimme eines alten Mannes. Es dauert einen Moment, bis es bei mir Klick macht. Herr Glasner, das ist sehr aufmerksam von Ihnen. Das Haus, das Sie mir vermietet haben, ist wirklich ein Traum und die Gegend ist sehr interessant. Ich habe hier alles, was ich brauche, und außerdem bin ich ja bei Ihrem Hausmeister in guten Händen. Antworte ich in einem freundlicheren Ton. Für einen Moment herrscht ein seltsames Schweigen auf der anderen Seite der Leitung. Ich verstehe nicht, Herr Waber. Von wem sprechen Sie? Zu Seelenfried gehört kein Hausmeister. Ein leises Klicken ertönt. Dann ist die Leitung tot und alle Lichter im Haus sind erloschen. Hallo? Herr Gleisner? Flüstere ich in den Hörer, bevor ich ihn wieder auf die Telefongabel lege. Ein Stromausfall, ganz klasse, das hat mir gerade noch gefehlt. Es ist stockdunkel und ich kann kaum die eigene Hand vor Augen sehen. Beängstigender als diese Finsternis ist allerdings die Tatsache, dass der Vermieter eben behauptet hat, nichts von einem Hausmeister zu wissen. Was für eine kranke Scheiße geht hier eigentlich vor sich? Für weitere Gedankengänge bleibt mir allerdings keine Zeit, denn ein seltsames Geräusch dringt an mein Ohr. Es ist das Quietschen der Haustür, die sich langsam öffnet. »Wer ist da?« rufe ich ängstlich in das Dunkel hinein. Ich drücke mich gegen die Kommode in meinem Rücken. In diesem Moment fällt mir ein, dass ich kürzlich eine Taschenlampe darin entdeckt hatte. Panisch taste ich mit meiner Hand nach dem Griff der Schublade. Es raschelt laut, als ich im Inneren nach dem Ding krame. »Da bist du ja«, presse ich atemlos hervor, als ich den schmalen Gegenstand unter meinen Fingerspitzen spüre. Die Dielen des Fußbodens knarren und ächzen, als jemand mit schweren Schritten in das Haus tritt. Ich kann ihn atmen hören. Seine Atemzüge werden von einem leisen Grollen begleitet, wie das Knurren eines Hundes, der die Zähne gefletscht hat. Mit zitternden Fingern betätige ich den Knopf der Taschenlampe, woraufhin ein fahler Lichtkegel die allumfassende Schwärze zerschneidet. Was sich aus den Schatten herausschält, ist so grauenhaft anzusehen, dass es mich fast um den Verstand bringt. Einige Meter von mir entfernt steht Farold. Er stiert mich wortlos an und scheint noch größer geworden zu sein, als er ohnehin schon war. Seine Gliedmaßen wollen nicht mehr so recht zu seinem nun abgemagerten Körper passen. Arme und Beine sind unnatürlich lang. Von seinem Gesicht hängt die Haut in Fetzen herunter. Darunter kommt bleicher Knochen zum Vorschein. Aus seinem Mund ragen spitze Zähne, die an den Seiten so groß sind, dass sie an die Hauer eines wütenden Keilers erinnern. »Was ist mit dir?« flüstere ich fassungslos.
Mir schlägt das Herz bis zum Hals und ich muss dagegen ankämpfen, nicht laut loszuschreien. Ein Lachen dringt aus Farolds Kehle. Tief und unmenschlich. Er greift sich an den Kopf und reißt ruckartig, begleitet von einem schmatzenden Geräusch, die Hautfetzen herunter. Mir wird übel und ich bin kurz davor, mich zu übergeben. Nur die Angst und das Adrenalin in meinem Körper halten mich davon ab. Es knirscht und knackt, als ich dabei zusehen muss, wie sich die Struktur des freigelegten Schädels weiter verändert, bis sie ihre endgültige animalische Form erreicht hat. In dicken Strähnen gleiten Farolds Haare auf den Boden, bis nur noch wenige ausgedünnte Büschel auf seinem Haupt übrig sind. Als der Lichtschein seine Stirn berührt, kann ich auch das mächtige Knochengebilde erkennen, das wie ein Geweih aus seinem Schädel ragt, genau dort, wo bis vor kurzem noch zwei Beulen zu sehen waren. So surreal es auch sein mag, kann ich es doch nicht leugnen. Vor mir steht genau die Kreatur, die ich vor wenigen Stunden noch eingehend in einem verstaubten Ausstellungsraum betrachtet habe. Schächenschrat, keuche ich atemlos. Hunger. Ich habe so einen Hunger. Klingt es seltsam verzerrt aus seinem Mund. Mit einem gequälten Stöhnen reißt dieses Ding sich das karierte Hemd von der Brust. Zum Vorschein kommt ein aschfahler Brustkorb, der zum Teil mit einem dichten braunen Fell bewachsen ist. In seiner Mitte klafft ein tiefschwarzes Loch, so groß, dass die Anfänge des oberen Rippenbogens sichtbar sind. In diesem Moment wird mir eines ganz deutlich bewusst. Ich werde an diesem gottverlassenen Ort sterben. Bevor Farold Adric sich auf mich stürzt, bäumt er sich ein letztes Mal auf und stößt einen Schrei aus, der so ohrenbetäubend laut und schrill ist, dass der Wind ihn mit Sicherheit über den See und die Baumwipfel hinaus bis zu den Häusern von Schächenöd tragen wird, die versunken im Nebel dunkel und still daliegen. Eine Nacht in einem alten Hostel. Während meiner Reisen durch Osteuropa habe ich in vielen verschiedenen Unterkünften übernachtet. Hostels und Motels waren in der Regel meine erste Wahl, da ich es nicht rechtfertigen konnte, mehr als unbedingt nötig für ein Bett und ein Kissen auszugeben. Die Vorstellung, allein zu reisen, hatte mich schon immer begeistert. Und so hatte ich meinen aussichtslosen Job so lange ausgeschlachtet, bis ich genug gespart hatte, um meine Kündigung einzureichen. Ich hatte keine Partnerin, keine Kinder und keine Freunde, die ich ungern zurücklassen würde. Also genoss ich die Vorstellung, mich in einer aufregenden neuen Kultur neu zu erfinden. Ich kam am 15. April in Bratislava an und begann meine Reise, indem ich den Zug in den nördlichsten Teil des Landes nahm. Ich hatte vor, die Slowakei und Ungarn zu durchqueren und schließlich die kroatische Küste zu erreichen, den Mittelpunkt meiner Reise. Damals ahnte ich noch nicht, dass ich nicht einmal in die Nähe kommen würde. Das Blatt wendete sich am 29. April, als ich nach meiner Wanderung über die niedere Tatra auf ein Hostel stieß. Ich erinnere mich, dass ich überrascht war, dass es dort nicht nur einen Schlafplatz, sondern auch eine warme Mahlzeit gab. Hostels bieten normalerweise kein Essen an, also war ich neugierig, was für eine Mahlzeit ich für $5 bekommen würde. Es war eine kleine Einrichtung, die von einer Frau mittleren Alters geführt wurde, die gerade genug Englisch sprach, um mir den Zimmerschlüssel auszuhändigen. »Sie müssen zuerst heute hier kommen«, sagte sie und deutete mit dem Finger auf mich und gestikulierte. Ich verstand sie zuerst nicht, also lächelte ich und nickte einfach. Als ich oben war, wurde mir klar, dass sie wahrscheinlich meinte, ich sei heute der erste Gast, denn das Zimmer war leer und alle Betten waren frisch bezogen. Ich stellte meine Rucksackausrüstung neben der Heizung ab und entledigte mich meiner nassen Kleidung. Ich hatte vor, am Morgen in das nächste Dorf zu gehen und zu sehen, ob ich eine Regenjacke auftreiben konnte. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Wetterbedingungen mitten im Frühling so unbarmherzig sein würden. Ein schnelles Klopfen an der Tür ertönte.
Eine Sekunde!« rief ich, schnappte mir wahllos ein T-Shirt und machte mich auf den Weg zur Tür. Ich war überrascht, als ich die Besitzerin auf der anderen Seite stehen sah. »Findest du eine Bett gut?« fragte sie und schaute ins Zimmer. Ich war mir nicht sicher, ob sie mich fragte, ob ich mir ein Bett ausgesucht hatte oder ob ich es bequem fand. Also entschied ich mich für die optimale Antwort. »Ja.« »Gut, gut.« Sie musterte mich von oben bis unten und lächelte. »Mögen essen?« Ich nickte. Ehrlich gesagt hatte ich keine Ahnung, was sie meinte, aber sie schien mit meiner Antwort zufrieden zu sein und eilte den Flur hinunter. Es war kurz vor 19 Uhr und meinem Zimmer waren keine weiteren Gäste zugewiesen worden, was seltsam war, da ich tagsüber viele Rucksacktouristen unterwegs gesehen hatte. Es klopfte erneut an der Tür. Es war wieder die Frau, die einen Teller mit etwas trug, das wie Rindergulasch aussah. »Gulasch«, bot sie mir den Teller an. Ich bedankte mich bei ihr und ging zurück in mein Zimmer, um zu essen. Es gab weder einen Fernseher noch irgendeine andere Art von Unterhaltung, so dass ich mich mit dem Blick aus dem Fenster begnügen musste, während die Sonne langsam hinter dem Horizont verschwand. In Ermangelung einer angenehmen Beschäftigung entschied ich mich, einfach früh schlafen zu gehen. Schließlich hatte ich am nächsten Tag eine lange Wanderung vor mir und wollte bei Tagesanbruch unterwegs sein. Die Nacht schien jedoch andere Pläne für mich zu haben. Kaum hatte ich das Licht ausgeschaltet, ertönte bereits ein vertrautes Ratatatat an der Tür. Ich hatte vorher nicht viel darüber nachgedacht, aber jetzt fiel mir auf, dass ich wahrscheinlich der einzige Gast im ganzen Gebäude war. Ich hatte schon in mindestens 10 Herbergen übernachtet und die Manager hatten selten Zeit für ihre eigenen Toilettenpausen, geschweige denn für das Kochen und den Besuch ihrer Gäste. Ich kletterte aus dem Bett und öffnete die Tür. »Ist Gulasch gut?« lächelte sie, aber ich bemerkte, dass ihr Blick immer wieder an mir vorbei ins Zimmer wanderte. »Sehr gut, danke«, nickte ich anerkennend. »Ich bringe den Teller zurück, warten Sie einen Moment.« Ich schaltete den Lichtschalter ein und schaute zu dem Tisch hinüber, auf dem ich den Teller abgestellt hatte. Aber es war keine Spur davon zu sehen. Ich sah mich verwirrt um und dachte, dass ich ihn vielleicht aus Versehen woanders hingestellt hatte. Aber er war verschwunden. Die Frau beobachtete mich neugierig vom Türrahmen aus. Mir wurde ein wenig unbehaglich. Tut mir leid, ich muss ihn verlegt haben. Ich weiß noch, dass ich ihn auf den Tisch gelegt habe, aber jetzt ist er nicht mehr da.« Ich schaute verwirrt und ich merkte, dass sie keine Ahnung hatte, was ich sagte. »Der Teller«, ich gestikulierte mit meinen Händen, »ist weg.« Ein Ausdruck des Verständnisses erschien auf ihrem Gesicht. »Ah, ja, ich nehme an.« Eine Welle der Frustration überspülte mich. »Nein, nein, Sie verstehen mich nicht. Ich kann ihn nicht finden. Er ist nicht hier.« Sie legte ihre Hand auf meine Schulter und lächelte mitfühlend. »Ich komme. Ich nehme.« Ein Schauer lief mir über den Rücken. Ich war in dem Zimmer gewesen, seit ich angekommen war. Die Tür war immer in meinem Blickfeld gewesen und ich hatte niemanden ein- oder ausgehen sehen. Das mit dem Teller konnte ich mir einfach nicht erklären. Aber vielleicht sprachen die Frau und ich aneinander vorbei und es war nur ein weiteres Missverständnis verursacht durch eine Sprachbarriere. Ich wollte es glauben. Aber die Frau sah nicht so aus, als erwarte sie, dass ich ihr etwas gebe. Sie stand einfach nur da mit gefalteten Händen und einem Lächeln im Gesicht. Plötzlich fand ich das ziemlich beunruhigend. »Nun, vielen Dank für das Abendessen. Ich glaube, ich werde jetzt schlafen gehen«, sagte ich, zog mich ins Zimmer zurück und legte meine Hand um die Türklinke. »Ist Zimmer warm?« Sie legte den Kopf schief und sah mich fragend an. »Ja... alles prima, vielen Dank«, sagte ich und schloss die Tür. Es dauerte mindestens 30 Sekunden, bis ich sie den Flur entlang gehen hörte. Ich atmete erleichtert auf und legte mich wieder ins Bett. Ich döste gerade vor mich hin, als sie erneut klopfte. Ich zuckte erschrocken hoch und zog mir reflexartig das Laken über den Kopf. Ich hoffte, dass sie verschwinden würde, sobald sie bemerkte, dass ich schlief. Und für einen Moment sah es so aus, als würde mein Wunsch in Erfüllung gehen. Im Flur war es still und das einzige Geräusch war das Rascheln der Blätter vor meinem Fenster. Ein weiteres Klopfen. Dieses Mal war es lauter, schärfer und deutete auf Dringlichkeit hin. Ich hielt mir die Ohren zu und betete, dass sie weggehen und mich in Ruhe lassen möge. Ich wusste, dass sie immer noch dort stand. Die Wände waren dünn und ich hatte sie nicht weggehen hören.
Ich schluckte. Was wollte sie damit bezwecken? Was könnte sie zu dieser Stunde nur von mir wollen? Meine Gedanken wurden durch eine Reihe lauter Schläge gegen die Tür unterbrochen. Voller Panik setzte ich mich sofort im Bett auf. Ich zitterte wie Espenlaub, trotz der Wärme. Ich wollte nicht daran denken, was sie tun würde, wenn ich die Tür nicht öffnen würde. Mir war klar, dass sie meine Zustimmung, um hereinzukommen, nicht brauchte. Und mit Sicherheit wäre es nicht das erste Mal gewesen, dass sie ohne Zustimmung reinkommt, schoss es mir durch den Kopf. Aber sie tat es nicht. Ich hörte den Holzboden knarren, als sie in ihr Zimmer am Ende des Flurs zurückkehrte. Trotzdem saß ich eine gefühlte Ewigkeit aufrecht, zuckte beim kleinsten Geräusch zusammen und lauschte auf das Knarren der Dielen. Ich kann mich zwar nicht daran erinnern, eingeschlafen zu sein, aber ich weiß, dass ich durch eine Bewegung außerhalb meines Zimmers wachgerüttelt wurde. Ich wagte nicht, mich zu rühren oder auch nur einen Muskel zu bewegen. Einen Moment lang war alles still. Dann drehte sich die Türklinke und mein Herz rutschte mir in die Hose. Ich schloss die Augen und tat mein Bestes, um so zu tun, als ob ich schlafen würde. Ich hörte, wie sie den Raum betrat. Ihre Schritte waren leicht, ihr Atem schwer. Sie blieb am Fußende meines Bettes stehen und ich stellte mir vor, wie sie mich in meinem scheinbar bewusstlosen Zustand beobachtete. Ich konnte nicht atmen, weil ich befürchtete, dass jedes Lebenszeichen mein Ende sein könnte. Ein paar Sekunden später hörte ich, wie sie sich abwandte und zum Fenster ging. Ein scharfes Scharren war zu hören und dann durchbrach ein gequältes Weinen die Stille. Bei dem Geräusch lief es mir kalt den Rücken hinunter. Ihre Schreie wurden von Minute zu Minute lauter und herzzerreißender und ich hatte Mühe, meine Augen geschlossen zu halten. Still zu liegen war zu einer Tortur geworden. Mein Bettzeug war unangenehm feucht und roch nach Schweiß und Schwefel. Diese Erkenntnis ließ in meinem Kopf die Alarmglocken schrillen. Schwefel? Ich öffnete die Augen und sah, dass die Vorhänge in Flammen standen. Eine Rauchsäule stieg zur Decke empor und die zuvor weißen Wände waren mit Ruß bedeckt. Erschrocken sprang ich aus dem Bett. Das Feuer hatte sich von den Vorhängen bis zu den anderen Betten ausgebreitet. Das ganze verdammte Zimmer stand in Flammen. Die Frau war nirgends zu sehen, aber ihre Schreie hallten in meinen Ohren wie Sirenen und ließen mir die Haare zu Berge stehen. Instinktiv rannte ich in den Flur, nur um festzustellen, dass die angrenzenden Zimmer ein ähnliches Schicksal erlitten hatten. Die Luft war dick und schwer und der Rauch brannte mir in den Augen und in der Kehle. Ich sprintete die Treppe hinunter zur Eingangstür. Durch die Dämpfe wurde mir schwindlig und ich verfiel in einen traumähnlichen Zustand. Das Schluchzen der Frau war verstummt und das Einzige, was ich hörte, war das Knacken von brutzelndem Holz. Am nächsten Morgen fand man mich auf dem Gras liegend wie ein überfahrenes Tier, nur mit meiner Unterwäsche bekleidet. Das Gebäude war zu Asche verbrannt und hinterließ nur noch die Grundmauern von dem, was einmal war. Ich wurde zum Verhör auf die örtliche Polizeiwache gebracht. Ich erzählte von meinen Rucksacktouren und wie ich zufällig auf das Hostel gestoßen war. Ich erzählte ihnen von der Besitzerin und den seltsamen Vorfällen, die sich in der Nacht ereignet hatten und warum ich Grund zu der Annahme hatte, dass sie das Feuer verursacht hatte. Die Beamten hörten sich meinen Bericht ohne Unterbrechung an. Als ich fertig war, tauschten sie Blicke aus und nickten sich gegenseitig zu. Der jüngere Beamte setzte sich neben mich und zeigte mir ein beunruhigendes, beruhigendes Lächeln. »Es tut mir leid. Der Vorfall, den Sie schildern, ist zweifellos traumatisch.« Er holte Tiefluft. »Aber die Schilderung der Ereignisse weist erhebliche Diskrepanzen zu unserem Kenntnisstand auf.« Ich schaute ihn ungläubig an. »Wie meinen Sie das?« Er beugte sich ein wenig vor und senkte die Stimme. »Das fragliche Etablissement ist vor 9 Jahren niedergebrannt.« Dunklen Flecken im Wasser.
Es begann alles vor 3 Monaten. Die dunklen Flecken im Wasser. Ich wohne in meiner Hütte am Meer, meinem persönlichen Rückzugsort, den ich vor 3 Jahren gekauft habe. Von der hinteren Terrasse aus habe ich einen Blick auf die Meerenge entlang der Küste der Outer Banks in North Carolina. Es war schon immer einer meiner Lieblingsurlaubsorte und als ich letztes Jahr mein 3. Buch veröffentlichte, konnte ich mit den Tantiemen dieses Hütchen kaufen. Ich habe keine Nachbarn, das habe ich ganz bewusst so gewollt. Ich hatte vor, hier mein 4. Buch zu schreiben und wollte dafür sorgen, dass ich in Ruhe daran arbeiten kann. Es gibt einen kleinen Steg, der sich von meiner Terrasse bis in die Meerenge erstreckt. Das Geräusch des Wassers, das sanft gegen das Holz klatscht, regt meinen kreativen Geist an wie nichts anderes. Als ich vor ein paar Tagen auf dem Steg saß, fiel es mir zum ersten Mal auf. Die dunklen Flecken im Wasser. Sie waren kreisförmig und hatten einen Umfang von etwa 1 Meter. Ich zählte 4 von ihnen, etwa 3 Meter von dem Punkt entfernt, an dem ich am Ende des Stegs stand. Die Sonne ging gerade unter und die in Streifen zerfaserten Wolken wurden in leuchtend sanftes Orange getaucht. Das Wasser fing das Licht ein und ließ es glitzern, ein Glitzern wie von Sternen auf der sanften Oberfläche. Bis auf die schwarzen Kreise. Diese Flecken schienen das Licht zu absorbieren, es in sich hineinzusaugen. Es war seltsam und ich vermutete, dass das Wasser an diesen Stellen vielleicht einfach tiefer war. Ich nippte an meinem Glas Wasser am Ende des Piers. Das Eis klirrte gegen den Rand wie gedämpfte Glocken. Ich wusste nicht, was ich von meiner Entdeckung halten sollte. Anstatt mich weiter damit zu beschäftigen, ging ich ins Haus, entschlossen, noch eine Seite meines Buches zu beenden, bevor ich ins Bett ging. Draußen füllte sich das Wasser mit 2 weiteren dunklen Flecken. Am nächsten Tag füllte sich der Himmel mit wütenden Gewitterwolken und ich saß am großen Erkerfenster und klapperte auf meiner Tastatur herum, während der Regen vor mir auf den Ozean prasselte. Die meisten Menschen mögen keine Regentage, aber für mich als Schriftsteller sind sie am produktivsten. Die gemütliche Atmosphäre, das stetige Prasseln des Regens, das Donnergrollen, all das beflügelt meine Kreativität und die Worte sprudeln nur so aus mir heraus wie das Wasser aus den Wolken über mir. Ich beobachtete gerade die Wellen, umkreiste die nächste Szene meines Buches und dachte nach, als ich wieder die dunklen Kreise entdeckte. Einer von ihnen befand sich direkt am Ende des Piers, 5 weitere verteilten sich um ihn herum. Ich tippte untätig mit den Fingern auf meinem Schreibtisch und beobachtete sie. Sie hatten sich seit gestern bewegt. Ich verwarf meine Theorie der Tiefenveränderung und fragte mich stattdessen, ob es sich nicht um einen Fischschwarm handeln könnte. Das erklärte zwar nicht die Art und Weise, wie sie das Licht einsaugen, aber ich war kein Experte für den Ozean und seine vielfältigen Funktionen. Ich stand auf, gönnte mir eine kurze Pause von meiner Arbeit und ging zur Tür. Ich öffnete sie. Das Vordach schützte mich vor dem Regen und ich atmete die feuchte Luft ein. Die Luft war frisch, sie roch nach neuem Regen und Meersalz. Ich atmete sie ein und zuckte dann zusammen, weil der Wind plötzlich einen neuen Geruch mit sich brachte. Etwas Schmutziges und Scharfes, das mir mit seinem widerwärtigen Geruch in der Nase brannte. Ich bedeckte mein Gesicht mit der Hand und versuchte nicht zu würgen. Der Geruch war scharf, fast wie Essig, und ich spürte, wie meine Augen tränten. Ich knallte die Tür zu und zog mich ins Haus zurück. Ich ging zu meinem Schreibtisch, nahm Platz und wischte mir die Reste des Geruchs aus der Nase. Ich blickte auf das Wasser hinaus. Die dunklen Wasserflecken waren näher an das Haus herangerückt. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich war nur 1 Stunde nach dem Zubettgehen aufgewacht und konnte meinen Geist nicht in den süßen Schlummer zurückbringen. Ich ging auf meine hintere Terrasse und stand in der Dunkelheit, beobachtete das Wasser und ließ das sich wiederholende Plätschern der Wellen meinen Geist beruhigen. Das hatte ich schon früher getan, wenn ich nicht schlafen konnte, weil mir die Gedanken und Sorgen noch im Kopf herumschwirrten. Der Wind peitschte mir die Haare aus dem Gesicht, eine warme Brise, die nach Meer roch. Der Mond warf sein weißes Licht auf das Wasser und beleuchtete die winzigen Spitzen der anrollenden Wellen. Ich hörte, wie sie gegen den Steg vor mir schlugen und atmete die Atmosphäre ein. Und dann hörte ich ein Brummen. Zuerst dachte ich, es sei nur Wind, aber als ich meine Ohren schärfte, wurde mir klar, dass es vom Wasser kam. Es war leise.
aber es gab eine eindeutige Melodie zu dem tiefen ansteigenden Gesang. Es hörte sich fast wie ein Singsang an. Mein Blick fiel auf die dunklen Flecken im Wasser. Ich hatte sie in der Nacht gar nicht bemerkt, aber als ich genauer hinsah, konnte ich das Licht des Mondes am Rande des trüben Wassers sehen. Aber kein Licht erfüllte das Zentrum, stattdessen blieb es so schwarz wie die tiefsten Ecken des Weltraums. Und das Brummen kam eindeutig von den ebenholzfarbenen Flecken des stillen Wassers. Irgendetwas an dem unheilvollen Klang ließ mich bis ins Mark erschaudern. Eine langsame, traurige Melodie, die mit gespenstischer Absicht im Wind getragen wurde. Mir sträubten sich die Nackenhaare und ich beugte mich über das Geländer, um einen besseren Blick zu erhaschen. Die Kreise befanden sich nahe an der hölzernen Kante meines Hauses, wo das Wasser auf eine Mauer direkt unter meiner Veranda traf. Der Steg erstreckte sich von dieser Mauer aus und lag wie ein roter Teppich auf der Wasseroberfläche des Meeres. Ich nahm die Stufen meiner Veranda hinunter und ging zum Steg. Meine nackten Füße stapften über das Holz und das Brummen wurde immer deutlicher. Ich schaute nach rechts und sah einige der Kreise, die sich langsam hin und her bewegten, als würden sie von der Flut getragen. Was soll's, dachte ich und starrte hinaus. Und in diesem Moment bewegte sich etwas auf der Wasseroberfläche. Es kam mit einem plötzlichen Platschen und einem Stück weißen Schaums. In der Mitte eines jeden Kreises tauchte für den Bruchteil einer Sekunde etwas auf. Es war so plötzlich und die Dunkelheit so tief, dass ich nicht sehen konnte, was es war. Aber es erschreckte mich zu Tode. Es war alles nahtlos und synchron passiert. Im selben Moment hatten sie alle genau die gleiche Handlung gespiegelt. Ich wusste nicht, was das zu bedeuten hatte. Ich wusste nicht, ob ich es mit Tieren oder einem Naturschauspiel zu tun hatte. Aber ich wusste, dass ich mich plötzlich sehr unwohl fühlte. Ich rannte zurück auf die Veranda und hörte das seltsame, traurige Brummen in meinen Ohren. Als ich gerade wieder hineingehen wollte, wurde ich erneut von dem furchtbaren Gestank überrascht. Ich würgte, als der Wind ihn in meine Kehle trug und hatte Tränen in den Augen. Ich griff nach der Tür und riss sie auf, um dem schrecklichen Geruch zu entkommen. Ich stolperte hinein und knallte die Tür zu. Ich lehnte mich dagegen und atmete schwer. Und dann hörte ich, wie etwas Schweres auf den Steg draußen donnerte. Es kam mit einem Schwall von Wasser und musste etwas ziemlich Schweres gewesen sein. Dann so etwas wie ein Schrei. Meine Augen weiteten sich und ich drehte mich um, um aus der Glasschiebetür zu schauen. Im Mondlicht sah ich den Ursprung jener dunklen Kreise. Sie stammten von einer riesigen Muschelschale, deren spiralförmig gewundenen Wände so dunkel waren, dass sie sich kaum von der nächtlichen Dunkelheit abhoben. Aus der Öffnung schlängelte sich eine lange Spirale aus rosafarbenem Fleisch, das von tropfendem Wasser glänzte. Es war dick und wanzig, wie eine infizierte Zunge. Und am Ende der 2 Fuß langen Spirale war der Torso eines Menschen. Er wuchs aus diesem pulsierenden, zitternden Muskel und sein Gesicht war durchnässt und aufgedunsen. Seine Augen waren schwarz und ein Lächeln zerriss sein Gesicht, wie eine tiefe Wunde. Und es brummte. Die Töne lagen in der Luft und erfüllten mich mit lähmender Furcht. Es war ein Lied des Todes, ein Vorspiel zum Gemetzel. Es zog sich auf langen, fingerlosen Platten aus sich windendem Fleisch den Pier entlang in Richtung meines Hauses. Sie klatschten feucht auf das Holz, während es seinen riesigen Panzer hinter sich herschleppte. Das knirschende Geräusch dröhnte in meinen Ohren. Sogar hinter der Tür konnte ich die Kreatur riechen. Es war dieselbe schrecklich stinkende Plage, die ich vorhin gerochen hatte. Während ich entsetzt zusah, zog sich ein weiteres Exemplar aus dem Wasser, brummte und grinste und hob seinen riesigen Panzer wie den Rumpf eines Schiffes aus dem Wasser. Das Wasser schwappte in großen Wellen über den Steg, als es dem ersten folgte. Das Brummen wurde immer lauter und plötzlich überkam mich der Drang, einfach stehen zu bleiben und zuzuhören. Die Töne drehten mir den Magen um, aber ich hatte den unerklärlichen Drang, darauf zu warten, dass die Kreaturen mich erreichten. Plötzlich brach der Schrecken der Situation über mich herein wie eine Flutwelle. Ich riss mich aus der Trance und schlug mir die Hände vor die Ohren. Ich konnte sie nicht an mich heranlassen. Ich musste fliehen, denn wenn sie mich erreichten, würde ich am nächsten Morgen nicht mehr am Leben sein. Ich wusste nicht, was diese Dinger waren, was sie wollten, aber der Schrecken stieg mir wie Galle in die Kehle.
Ich griff nach meinem Autoschlüssel, als ich ein weiteres Exemplar an Land zog. Ich konnte hören, wie es auf den Sandstreifen unter meiner Terrasse plumpste, und ich wusste, dass ich nicht mehr lange Zeit hatte. Ich riss die Haustür mit einem Fußtritt auf und rannte zum Auto. Ich steckte den Schlüssel ins Schloss und riss die Tür auf. Vom Hausinneren hörte ich etwas krachen und mir wurde klar, dass der Erste gerade eingebrochen war. Der Gedanke an das Monster, das sich durch mein Haus schleppte, ließ einen Adrenalinstoß durch mich hindurchschießen. Ich sprang ins Auto und startete es, wobei ich den Rückwärtsgang einlegte. Ich schaltete die Scheinwerfer ein und mein Herz klopfte in meiner Brust. Einer von ihnen stand in der offenen Tür. Seine wurmartigen Arme glitten seinen Torso entlang. Es grinste mich an und ein tiefes Brummen hallte zu mir herüber. Für den Bruchteil einer Sekunde wäre ich fast die Einfahrt zurückgefahren, aber das frische Adrenalin reichte aus, um meinen verwirrten Verstand zur Vernunft zu zwingen. Ich ließ den Motor aufheulen und raste in Richtung Stadt. Bis zum heutigen Tag hatte ich keine Ahnung, was diese Dinger waren. Ich erzählte der Polizei und den örtlichen Wildhütern von meinem Erlebnis, aber sie glaubten mir nicht. Für sie bin ich nur ein Greenhorn, das mit den Gepflogenheiten des Ozeans nicht vertraut ist. Ich habe das Haus zum Verkauf angeboten und bin seitdem nicht mehr dorthin zurückgekehrt. Ich traue mich nicht. Ich habe versucht, mit den örtlichen Fischern über die dunklen Kreise im Wasser zu sprechen, aber sie haben mir den Mund verboten, sobald ich sie erwähnte. Sie sagten mir, ich solle nicht über solche Dinge reden und wiesen mich mit einer kurzen Handbewegung ab. Sie haben einen Blick, der mir Angst macht, mir aber auch sagt, dass ich nicht verrückt bin. Ich weiß nicht, was ich gesehen habe, was diese Kreaturen waren oder was sie wollten. Allein der Gedanke daran macht mir schon Angst. Aber eines weiß ich, ich werde nie wieder in die Nähe des Meeres gehen. Irgendetwas sagt mir, dass ich ein Brummen hören würde. Irgendetwas sagt mir, dass diese Kreaturen zurückkehren würden, um den zu fangen, der entkommen ist. Eine Warnung aus der Zukunft. Eine Warnung vor der Ankunft. Fast einen Monat ist es her, dass wir ein merkwürdiges Signal empfangen haben. Zuerst dachten wir, es würde von oder aus der Sonne kommen. Natürlich erregte ein solches Signal, welches von einem Stern, und zwar nicht nur irgendeinem, nein, unserem Stern kam, das Interesse vieler Leute. Das Signal wurde später genau lokalisiert und es kam nicht von der Sonne selbst, sondern von ihrer Umlaufbahn. Es dauerte etwa 4 Tage, bevor es verstummte. Es schien sich in diesen 4 Tagen immer und immer wieder zu wiederholen. Es gelang uns, es aufzuzeichnen, und bevor wir der Öffentlichkeit irgendetwas mitteilten, waren wir verpflichtet, zu versuchen zu erklären, was dieses Signal war. So wurde es uns von höherer Stelle aufgetragen. Dieses Versprechen wurde nicht eingehalten und das entschlüsselte Signal, das eigentlich eine Botschaft war, wurde in irgendeinen Schrank geworfen, um vergessen zu werden. Oder einfach nur zerstört. Nun, es wäre in Vergessenheit geraten, wenn ich nicht gewesen wäre. Ich gehörte zu dem Team, das es ursprünglich entdeckt hatte. Unter Zuhilfenahme jeder bekannten Theorie versuchten wir uns plausibel erklären zu können, wie das Signal von dort, wo es eben herkam, herkommen konnte. Und scheiterten dabei kläglich. Die einzige halbwegs sinnige Erklärung wäre, das Signal wurde von einer Art außerirdischem Raumschiff ausgesendet. Es gab durchaus Zweifel, aber auch Hoffnung und Aufregung, obwohl Furcht, Angst und Besorgnis mindestens ebenso gegenwärtig waren. 1 Million Was-wäre-wenn-Fragen gingen uns durch den Kopf, als wir das Signal aufzeichneten. Jedes Absinken und Ansteigen der Frequenz. Bald wurde uns klar, dass es nicht außerirdisch, sondern menschlich war. Die kodierte Nachricht war in Englisch. Aber die Sache ist die, dass es kein von Menschen gemachtes Objekt in der Nähe der Sonne gibt, geschweige denn ein bemanntes Flugzeug. Eine andere Sache, die uns verwirrte, war die Nachricht selbst, denn das, was das Ding oder die Person in dieser Nachricht schrieb, war völlig unglaubwürdig. Es gab keine andere Theorie oder rationale Erklärung, die uns weiterhelfen konnte.
Die höheren Stellen waren, wie ich schon sagte, nicht gerade erpicht darauf, dies öffentlich zu machen. Wir wussten alle, worum es ging. Es gab eine Vertuschung. Dokumente wurden verbrannt, Menschen hatten unglückliche Unfälle und die Medien schwiegen. Es war ein einziges Affentheater. Einige meiner Kollegen und gute Freunde hatten mit ihrem Blut bezahlt, weil sie ihre Meinung gesagt hatten. Und ich wollte nicht zulassen, dass man uns einfach so zum Schweigen bringt. Es ist mir egal, ob sie mir glauben oder nicht. Ich werde damit kein Geld verdienen und ich werde keine Aufmerksamkeit in den Medien suchen. Ich bin wahrscheinlich so oder so tot, wenn die Regierung diesen Beitrag findet. Nun zu der Nachricht. Soweit ich weiß, wurde sie von einem Menschen geschrieben. Einem Menschen, der nicht von der Erde ist. Und auch nicht aus dieser Zeit. Also, hören Sie, was in dieser Nachricht stand. Bedenken Sie aber, dass der Wortlaut manchmal etwas abweichen könnte, da er aus einer anderen Version des Englischen ins moderne Englisch und später ins Deutsche übersetzt wurde. Hallo. Ich hoffe, dass die Übersetzung der folgenden Literatur korrekt ist. Unsere Kenntnisse der alten Sprache sind noch begrenzt. Mein Name ist Andre Smith. Ich wurde auf Vega B geboren, auch bekannt als Terra Nova. Oder wie sie es in ihrer Zeitperiode nennen, im Proxima Centauri-System. Nach dem SOL-Kalender wurde ich am 16. Mai 2986 geboren. Es gibt viel zu erzählen, aber ich weiß nicht alles, noch kann ich alles erzählen. Ich kann Ihnen sagen, dass ich aus der Zukunft komme. Das Konzept der Zeitreise ist in der Zeit, in der ihr lebt, noch neu. Vielleicht sogar noch unvorstellbar? Eure Nachkommen werden die Kunst des Zeitreisens beherrschen. Wir sind weiser geworden, als ihr es wart. Aber durch viel Schmerz und Leid. Alles hat seinen Preis. So sagt man doch zu eurer Zeit, oder? Meine Aufgabe war es, etwas über eure Zeit zu erfahren. Eine sehr wichtige Zeit. Wir haben diese Zeit vergessen. Für uns seid ihr das dunkle Zeitalter. Wir wissen nicht allzu viel über euch, hatten es uns aber zur Aufgabe gemacht, diese Wissenslücke füllen zu wollen. Und wir sind erschrocken über das, was wir gesehen haben. Der Übergang wird hart sein. Er wird einen hohen Preis haben. Davor muss ich euch warnen. Die nächsten Jahre werden von großer Bedeutung sein. Wir verehren sie. Wir respektieren sie. Ihr seid unsere Vorfahren. Und jetzt, wo es für mich kein Zurück mehr gibt, habe ich mich damit abgefunden, euch von meinem Metallsarg aus beim Leiden zuzusehen. Ich weiß genau, dass diese Botschaft nur von wenigen gesehen wird. Ich weiß, dass diese Botschaft nichts bedeutet. Denn wenn sie das täte, hätten wir es gewusst. Die Botschaft, die ich sende, ist egoistisch. Ich weiß, dass mein Name und mein Sein nie etwas bedeutend Großes sein werden. Ich möchte auch gar nicht, dass viele von euch dies hier lesen. Ich will nur, dass jemand meinen Schmerz kennt, so wie ich den eurigen kenne. Ich werde vergessen werden, eindeutig. Aber denjenigen, die es empfangen werden, denen werde ich sagen, was eure Nachkommen, eure Kinder tun werden. Innerhalb eurer Lebenszeit wird die Menschheit in schnellem Tempo voranschreiten. Ihr werdet die Ersten unter vielen sein, die die Sterne berühren. Und ihr werdet einer von unzähligen sein, die durch eure eigene Hand und durch die Hand der unbarmherzigen Natur bluten werden. Ihr werdet diejenigen sein, die alles opfern, um die Dinge zu beantworten, die ihr nie erfahren werdet. Ihr werdet die ersten kleinen Schritte sein, mit dem eine großartige Reise beginnt. Aber eure Kinder und auch unsere Vorfahren werden lernen müssen, was es bedeutet, wenn man sich zu weit vorwagt, weil es einigen nicht gefällt. Es gibt andere und die sind genauso egoistisch wie ihr. Manche sind edel, manche sind abscheulich. Manche sehen aus wie wir, manche überhaupt nicht. Aber wir sind alle die gleichen kosmischen Brüder. Und wie Brüder und Schwestern in der Frühgeschichte der Menschheit, stoßen sie aufeinander, kämpfen sie. Lebende Organismen streben immer danach, sich zu vergrößern, zu gedeihen. Empfindungsfähige Wesen sind so. Sie sind nicht damit zufrieden, in Käfigen zu leben. Sie sehnen sich immer nach mehr. Einfachheit ist niemals einfach. Einfachheit ist nur ein Teil, ein Rädchen in einem Meer von anderen einfachen Dingen, die miteinander verbunden sind. Ein einfacher Wunsch eines Einzelnen kann viele beeinflussen und eine Welle erzeugen, die alle beeinflusst. Ein einfaches Rädchen ist immer nur ein Teil eines komplexen Ganzen. So ist die Menschheit. So ist alles empfindungsfähige und nicht empfindungsfähige Leben.
So ist das Universum. Und sie waren nur ein kleiner Schritt, um etwas Größeres zu werden. Wir wuchsen nicht nur an Größe, sondern auch an Geist und Seele. Wir haben den wahren Sinn des Lebens gefunden. Wir haben den Weg gefunden. Ich bin nur ein Überbleibsel von dem, was war. Ich bin genauso wie ihr. Aber die anderen zu Hause sind mehr als nur das. Ich war einfach zu spät dran. Ich habe es nicht mehr rechtzeitig geschafft, mich ihnen anzuschließen. Doch auch hier bei euch gehöre ich nicht hin. Hier ist nicht meine Heimat. Aiescension, so heißt es. Ein altes Wort in meiner Sprache. Ein archaisches Wort, das nicht übersetzt werden muss. Jetzt kreise ich um den Stern, der uns das Leben gab. Ich wache nun in der unberührten Welt, die unsere Wiege war. Aber ich fühle nichts als Trauer. Ich habe noch Fragen, du hast noch Fragen. Und ich kann diese Fragen nicht beantworten. Sie bleiben bestehen. Ich bin nicht das, was ihr euch erträumt habt. Ich bin nicht erleuchtet. Ich bin kein höheres Wesen. Ich bin ein Mensch. Es tut mir leid. Es tut mir leid, was ihr durchmachen müsst, dass ihr keine Antworten erhaltet. Es tut mir leid, was wir tun werden. Es tut mir leid, was wir getan haben, dass sich jeder von euch umsonst geopfert hat. Es tut mir leid, dass ich euch keine Antworten geben kann. Es tut mir leid. Ich werde dieses Signal aussenden. Ich weiß, dass ihr es sehen werdet. Ich habe nichts mehr zu geben. Ich habe nichts mehr, wofür ich leben könnte. Ich bin verloren. Ich bin hilflos. Ich kann nichts tun, um das Ergebnis zu ändern. Ich kann nichts tun. Es tut mir leid. Wenn Homan Reiser Merechnis gefällt, ne hielt es zeige. Wenn Assizion kommt, wenn Mere in Vater Nil bekommt. Manne Kind getan Nil. Bei Jo Mere in Vater Jolef. Jo as Kive mach. Paiol. Andrei out. Ich grübelte über das Schreiben dieses Mannes nach. Ich hinterfragte meine eigene Existenz und den Ort, an dem wir als Spezies sind. Ich musste dies mit anderen teilen, damit wir uns wenigstens für eine kurze Zeit an seinen Namen erinnern können, damit wir seinen Schmerz kennen, so wie er den unseren. Der letzte Teil blieb unübersetzt, wahrscheinlich weil er sich im alten Englischen nicht so gut ausdrücken konnte. Die Sprache stammt nicht von der Erde, obwohl sie ihr bemerkenswert ähnlich ist. Du selbst könntest ihr wahrscheinlich etwas abgewinnen. Ich habe es geschafft, es zu übersetzen. Ich weiß nicht, ob es wirklich völlig korrekt ist oder nicht, aber hier ist es. Wenn das Menschengeschlecht in die Dunkelheit fällt, herrscht das Nichts. Wenn der Aufstieg kommt, wenn Mutter und Vater zu nichts werden, die Menschheit wird zu nichts. Danke Mutter und Vater für dieses Leben. Ihr habt uns viel gegeben. Ich danke euch allen. Andrei out. Mach daraus, was du willst. Das Signal dauerte 4 Tage, wie ich schon sagte. Es verschwand. Es verschwand direkt in der Sonne. Wahrscheinlich ist er mit Volldampf in die Sonne geflogen. Ich kann mir die Welt und den Grund, warum er das tat, nicht einmal ansatzweise vorstellen. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, was Aufstieg bedeuten soll. Ist es die Singularität? Oder ist es etwas ganz anderes? Er sagte, dass er nicht in der Lage sei, Fragen zu beantworten. Warum? Welche Fragen? Was soll das bringen? In 1000 Jahren werden wir Fragen haben, an die wir heute noch gar nicht gedacht haben. Aber er erwähnte Fragen, die wir beide teilen. Ist es Gott? Ist es der Sinn des Lebens? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann ihnen nicht viel mehr sagen, außer dass sie ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen sollten. Ist unser Schicksal wirklich besiegelt oder können wir etwas daran ändern? Können wir uns vor dem retten, was uns in ferner Zukunft erwartet? Können wir uns selbst retten, vor uns selbst? Gott, mein Kopf tut weh. Ich sollte mich besser beeilen und das hier posten, sonst plappere ich noch endlos weiter. Viel Glück für uns. Ich hoffe auf das Beste. Thank you.
weißen Gestalten vor meinem neuen Haus. Gestern Abend ist mir etwas sehr Seltsames passiert und ich würde es gerne verstehen. Meine Frau Steph und ich sind gestern in ein wunderschönes, höher gelegenes Ranchhaus mit 28 Hektar Wald in Gadenow Hills eingezogen und ich bereue es bereits. Wir haben eine Menge ausgepackt und weggeräumt. Ich konnte sogar 4 drahtlose Kameras an der Außenseite des Hauses installieren, die bei Bewegungen eine Benachrichtigung an mein Telefon senden, eine für jede Seite des Hauses. Leider wird die Ringkamera nicht vor nächster Woche geliefert. Da ich sonst immer in der Stadt gewohnt habe, brauchte ich so etwas noch nie, aber bei all den wilden Tieren hier dachte ich mir, dass das eine wirklich gute Idee wäre. Ich habe sogar den Klingelton so eingestellt, dass Carol Ann aus Poltergeist »Sie sind hier«, sagt, weil ich dachte, das wäre lustig. Nach dem langen Tag konnten Steph und ich endlich in unser neues Wohnzimmer gehen und uns bei einem Film einkuscheln und entspannen. Wir waren beide erschöpft und brauchten einfach eine Pause. Wir lagen da und schauten etwa eine Stunde lang Scream 5, bevor es losging. Es war 21 Uhr, also war es draußen ziemlich dunkel, vor allem wegen der Bäume. Aber Gott sei Dank gibt es eine Nachtsichtfunktion. Mein Telefon schrillte, »Sie sind hier!« Ich schaute auf dem Bildschirm in der Hoffnung, vielleicht ein Reh oder vielleicht sogar einen Bären zu sehen, da sie in dieser Gegend vorkommen. Ich wechsle auf die Kamera, die gepinkt hat, und sehe nichts. Seltsam, aber vielleicht war es ein Vogel, der weggeflogen ist. Ich lege das Handy weg und setze den Film fort. Etwa 20 Minuten später ertönt wieder, »Sie sind hier!« Erneut schaue ich aufs Display und wieder war nichts zu sehen. Das passierte 5 Minuten später wieder und dann noch einmal 5 Minuten danach. Ich beschloss, mein Handy in der Hand zu behalten und die verschiedenen Kameraperspektiven zu beobachten. Ich starrte auf mein Handy und versuchte zu erkennen, was diese Kameras aufnahmen. In der Baumreihe konnte ich etwas sehen, das sich hinter einem der Bäume bewegte. Ich konnte es nicht erkennen. Es war nur eine undefinierbare Masse, die ab und zu auftauchte. »Sie sind hier!« Etwas, das wie ein Ball aussah, wurde plötzlich aus dem Versteck der Masse geschossen, löste die Kamera aus und flog aus dem Bild. Das war seltsam. Steph stimmte mir zu, aber das Ding bewegte sich nicht mehr hinter dem Baum. Also war es vielleicht doch ein Bär, der jetzt verschwunden war. Aber können Bären Dinge werfen? Etwa 2 Stunden später war ich endlich bereit, mich für die Nacht hinzulegen. Steph war etwa 45 Minuten vorher eingeschlafen und die Kameras blieben ruhig. Gerade als ich meine Augen geschlossen hatte, gingen die Kameras wieder los. »Sie sind hier!« Ich griff nach dem Telefon, stöhnte und sah nach. Diesmal war es die Frontkamera. Wieder war nichts zu sehen. Peng, peng, peng! Jemand hämmerte an die Tür. Ich stand auf und eilte nach unten, denn das Klopfen ließ das ganze Haus erschüttern. Peng, peng, peng! Ich schlich mich an die Tür heran, um durch das Guckloch zu spähen. Kurz bevor mein Auge das Loch traf, hörte das Klopfen auf und es war niemand da. »Sie sind hier!« Mein Telefon klingelte und ließ mich aufspringen wie ein flüchtiges Känguru. Ich schaute auf das Telefon und sah, wie ein weißes, im Wind flatterndes Kleidungsstück das Bild verließ. Ich öffnete die Tür und trat ins Freie und wurde von allumfassender Stille empfangen. Es war, als ob die Luft selbst stehen geblieben wäre. Meine Magengrube fühlte sich schwer an, als wäre ein Ziegelstein darin begraben. Das unangenehme Gefühl war zu stark, also ging ich schnell hinein und schloss die Tür ab. Ich ging durch das Haus und vergewisserte mich, dass alle Fenster und Türen verschlossen waren, schaltete das Licht aus und ging nach oben. Irgendwie hatte meine Frau alles verschlafen und lag friedlich da, ohne etwas von der Welt mitzubekommen. Ich saß da und überlegte, ob ich vielleicht die Polizei rufen sollte, entschied mich aber dagegen, weil ich dachte, dass es schlimmstenfalls nur ein paar Nachbarskinder waren, die wissen, dass wir gerade erst hier eingezogen waren. Ich legte mich hin, aber fand einfach keine Ruhe. Stundenlang wälzte ich mich hin und her und wartete darauf, dass der Terror weiterging. Schließlich schlief ich ein. Doch mein Schlummer dauerte keine 45 Minuten, als ich es wieder hörte. »Sie sind hier!« Ich schaute auf mein Handy. 3 Uhr morgens. Als ich die App anklickte, kam die Kamera ins Bild. Ein einsames Mädchen mit langen, wallenden Haaren und einem weißen Kleid stand auf meinem Rasen.
Ihr Kopf war gesenkt, so dass ich ihr Gesicht nicht sehen konnte. Und sie stand einfach nur da. Ich verharrte eine Minute lang und beobachtete sie, um mich zu vergewissern, dass ich nicht wegen meines Schlafmangels halluzinierte. Schließlich weckte ich Steph auf, um es ihr zu zeigen und mich zu vergewissern, dass ich nicht verrückt geworden war. Ja, sie ist definitiv da. Vielleicht braucht sie Hilfe. Wir sollten nach unten gehen, sagte sie. Ich stimmte ihr zu und wir machten uns auf den Weg nach unten. Mein Handy hatte ich in der Hand, während ich regelmäßig nachsah, ob sie noch da war, bis wir die Hintertür erreichten. Ich öffnete die Tür langsam und rief, »Alles in Ordnung da drüben?« Sie gab keine Antwort, also ging ich nach draußen. Ich ging langsam und fragte sie, ob ich die Polizei rufen müsse oder ob sie mit ins Haus kommen wolle, während Steph zurückblieb, um den Erste-Hilfe-Kasten zu holen. Als ich mich ihr bis auf wenige Meter näherte, blickte sie auf. Ihr Haar fiel ihr aus dem Gesicht und enthüllte eine weiße Maske. Unter den Augenlöchern waren blutrote, aufgemalte Tropfen, die wie Tränen aussahen. Ich war so abgelenkt von der Maske, dass ich fast übersehen hätte, dass sie ein Messer in ihrer Hand hatte, welches vorher durch den Kittel verdeckt war. Sie rannte auf mich zu, stürzte auf mich und schrie wie ein wildes Tier. Ihre Klinge traf mich in die Innenseite meines Armes, Blut spritzte heraus und traf ihr Kleid. Ich wich zur Seite und stieß sie zu Boden, sodass sie wegrollte, und ich hatte Zeit wegzulaufen. Ich rannte, und als ich hörte, wie sie aufstand und ihre Füße auf das Gras stampften, rannte ich noch schneller. Ich schaffte es bis zur Tür, schlug sie gerade noch rechtzeitig zu und verriegelte sie. Steph hielt mich am Arm fest und fragte mich, was zum Teufel gerade passiert sei und wer dieses Mädchen war. Wir rannten schnell in die Küche, um die Schnittwunde zu säubern, während das psychotische Mädchen mit dem Messer gegen die Tür hämmerte. Sie sind hier. Sie sind hier. Sie sind hier. Sie sind hier. Während Steph den Erste-Hilfe-Kasten holte, schaute ich auf mein Handy. Noch mehr Leute liefen ins Bild. Sie trugen alle weiße Kleidung und die, deren Gesichter ich sehen konnte, hatten seltsame weiße Masken auf. Ich schnappte mir Steph und rannte ohne ein Wort die Treppe hinauf. Jetzt hämmerten sie gegen die Haustür und die Fenster im ganzen Haus. Sie versuchten eindeutig hier zu uns hereinzukommen. Wir rannten ins Schlafzimmer und ich verriegelte die Tür. Ich kippte unsere Kommode um und verbarrikadierte uns. Ich rannte zum Fenster und schaute hinaus. Ungefähr 5 Leute standen darunter und schauten nach oben, weil sie wussten, wo wir waren. Ich nahm mein Telefon heraus und wählte 911. Es klingelte, während Steph meinen Arm verband, so gut sie konnte. Aber die Wunde musste eindeutig genäht werden. 911, was ist Ihr Notfall? Fragte die Telefonistin. Ich schrie in den Hörer und erklärte die Situation und bat um die Polizei, und zwar schnell. Sie sagte mir, dass sie 30 Minuten entfernt seien und ich mich bis dahin an einem sicheren Ort aufhalten solle. Mein Telefon vibrierte weiter, als mehr und mehr Menschen aus dem Wald kamen. Ich holte den Baseballschläger unter dem Bett hervor und reichte Steph das Messer, das ich in meinem Nachttisch aufbewahrte, während die Schläge von draußen immer lauter wurden. Ein lautes Krachen hallte nach oben. Die Haustür war Vergangenheit. Ich konnte hören, wie sie die untere Etage passierten und mittlerweile die knarrende Treppe erreicht hatten. Ich drückte Steph fester an mich. Wir flüsterten uns unsere Liebe zu und hörten, wie sie Stufe um Stufe näher kamen. Wir wussten, dass dies unser Ende war. Wenn es nur einer oder zwei gewesen wären, hätten wir vielleicht eine Chance gehabt. Aber es waren mindestens 12 und ich wusste, dass wir nicht in der Lage sein würden, uns den Weg freizukämpfen. Sie erreichten die Schlafzimmertür. Peng, peng, peng. Erst nur das rhythmische Hämmern von geballten Fäusten. Dann das Geräusch von schabendem Metall, als sie begannen, auf die Tür einzustechen. Ein Messer stach hindurch und erhellte den Flur mit einem Lichtstrahl aus unserem Schlafzimmer. Ich küsste Steph ein letztes Mal, schloss die Augen und drückte sie so fest an mich, wie ich konnte. Das Hämmern hörte plötzlich auf. Kein Geräusch, kein Schlurfen, nichts. Ich wusste, dass es zu schön war, um wahr zu sein, also wartete ich einfach darauf, dass der Horror weiterging. Wir saßen da und warteten, was uns wie eine Ewigkeit vorkam. Aber in Wirklichkeit waren es nicht mehr als eine Handvoll Minuten, bis blaue und rote Lichter gegen unsere geschlossenen Augenlider blitzten. Der Polizist rief von unten, »Hallo?« Vorsichtig standen wir auf und gingen zur Tür.
Wir schoben die Kommode aus dem Weg und öffneten sie. Das Einzige, was oben auf unseren ungebetenen Besuch hindeutete, war das verfluchte Messerloch in der Tür. Ich rief dem Polizisten zu, dass wir nach unten kommen würden. Als wir uns auf dem Weg nach unten machten, stellten wir wieder fest, dass nichts fehl am Platz war. Als wir den Polizisten erreichten, stellte er sich als Officer Bergman vor und erzählte uns, dass die Tür offen stand und er so hineingekommen war. Nachdem wir ihm die Ereignisse der Nacht erklärt hatten, rief ich die Sicherheitsaufzeichnungen des Ereignisses auf, um sie ihm zu zeigen. Doch alles, was angezeigt wurde, war Datei beschädigt. Alle Ereignisse der Nacht waren verschwunden. Wir schauten uns um. Die einzigen Beweise, dass etwas passiert war, waren das Messerloch, mein Arm und unser Wort. Die Polizei sagt, dass sie zusätzliche Patrouillen in der Gegend einsetzen wird, falls so etwas nochmal passiert. Aber wir haben beschlossen, in einem Motel zu übernachten, weil wir nicht wissen, was wir tun sollen. Das ist auch der Ort, an dem ich diese jetzt schreibe. Was könnte es gewesen sein? Leute, die einen Streich spielen? Eine Sekte? Geister? Außerirdische? Ich weiß es einfach nicht. Ich bin ratlos. Wie können so viele Leute einfach auftauchen und ohne eine Spur zu hinterlassen verschwinden? Seitdem ich clean bin, verhält mein Schatten sich seltsam. Die Straße eines Süchtigen führt ihn unweigerlich zu diesem einen Punkt. Ein Moment der Klarheit, an dem wir gezwungen sind, der Tatsache ins Auge zu blicken, dass wir wirklich ein Problem haben. Manche haben das Glück, das Gleis überblicken zu können, den Zug schon von Weitem kommen zu sehen und zur Seite zu gehen, lange bevor er eintrifft. Und dann gibt es Leute wie mich, die erst aufwachen, wenn sie schon längst zwischen den geschlossenen Bahnschranken hängen und der Zug laut donnernd nur noch 3 Atemzüge entfernt ist. Ich hatte in einem Parkhaus gesessen und auf Dee gewartet. Dee war mein Dealer und ein kleiner Sadist. Wenn ich das sage, meine ich, dass er mich immer ein bisschen zu lange warten ließ. Ich schätze, das ist einer der Vorteile, wenn man Heroin-Dealer ist. Die Kunden kommen immer wieder, egal wie pünktlich man ist. Ich schaukelte ängstlich hin und her und versuchte, die Schüttelfrostgefühle in meinem Körper und meine schmerzenden Knochen zu ignorieren, die sich anfühlten, als wären sie zu Glas geworden. Mit jeder Minute, die verging, verfluchte ich ihn lauthals. Als er endlich ankam, öffnete er die Beifahrertür, warf ein paar Luftballons hinein und schnappte sich die Scheine, die auf dem Sitz auf ihn warteten. Das war's. Keine Begrüßung, kein Blickkontakt. Wenn man ein Junkie ist, gewöhnt man sich an diese Art von Interaktion und nach einer Weile fängt man sogar an, sie zu mögen. Es ist eine Art von Ehrlichkeit, die man sonst nirgendwo findet. Sie geben dir Gift für deinen Körper und du bezahlst sie für dieses Privileg. So einfach ist das. Die Probleme begannen damit, dass ich nicht die Willenskraft aufbringen konnte, nach Hause zu fahren. Ich musste mich erst besser fühlen, genau hier und jetzt. Also schnupfte ich ein paar Lines auf dem Armaturenbrett. Diese ersten paar Momente waren alles für mich. Sofortige Wärme breitete sich in meine Knochen aus. Das war ziemlich gutes Zeug. Sehr gutes Zeug. Okay, noch eine, dann nach Hause. Und so bin ich hinter dem Lenkrad eingenickt. Es war ein Wunder, dass ich mein Fahrzeug mit nur leichten Schnitten und Prellungen verlassen konnte. Ich hatte Glück, dass ich noch am Leben war. Ich hatte sogar noch mehr Glück, dass ich niemanden getötet hatte. Dann kam der rechtliche Aspekt. Meine Anhörung war für 8 Monate angesetzt und in der Zwischenzeit musste ich aufgrund meiner Auflagen eine Drogenberatung besuchen. Mein Sachbearbeiter versicherte mir, dass der Richter nachsichtiger sein würde, wenn ich mich an die Regeln halten würde. Wenn ich mich anstrengen würde, könnte die ganze Sache noch glimpflich für mich enden. Betrachten Sie dies als eine Chance. Sie haben eine Chance, Ihr Leben zu ändern. Machen Sie was draus, okay? Ich nahm mir diesen Rat zu Herzen. Ich verbrachte einen Monat in der Reha und gab mein Bestes. Als die Entzugserscheinungen nachließen und sich der Nebel lichtete, begann ich so etwas wie Optimismus zu empfinden. Ich konnte es schaffen. Ich würde diesen Kampf gewinnen. Ich verließ die Einrichtung mit meinem 30-Tage-Chip
und einer neuen Perspektive. Einer der tiefgreifendsten Momente nach dem Unfall war, als ich in meine Wohnung zurückkehrte. Dort hatte ich kaum etwas. Ein Wegwerfhandy, eine Matratze auf dem Boden, einen Schrank, ein alter Fernseher, ein Stuhl. Das war alles. Ich hatte vor Monaten meinen Job verloren und ehrlich gesagt war das längst überfällig gewesen. Danach begann ich so ziemlich alles, was ich besaß, zu verpfänden. Und dann lieh ich mir Geld von meiner Zwillingsschwester. Kara war auch diejenige, die meine Kaution bezahlte. Sie war das einzige Mitglied meiner Familie, das noch auf meine Anrufe reagierte. Ich hatte in den letzten Jahren nicht großartig viel mit ihr zu tun, außer wenn ich sie wegen Geld anpumpte. Ich war zu sehr damit beschäftigt, mein eigenes Leben zu ruinieren. Aber sie war dennoch immer für mich da. Ich glaube, sie ahnte, dass es mit mir bergab ging. Aber bis zu diesem tränenreichen Anruf aus dem Gefängnis glaube ich nicht, dass sie begriff, in was für dermaßen tiefe Abgründe ich gestürzt war. Sie war innerhalb einer Stunde da, um mich auf Kaution herauszuholen, obwohl noch 12 Stunden Haft vor mir lagen. Ich konnte sie also nicht sehen. Ich hatte keine Gelegenheit, ihr zu danken. An diesem ersten Tag zu Hause musste ich unbedingt ihre Stimme hören. Ich spürte bereits dieses vertraute Jucken in meinem Hinterkopf, diese selbstzerstörerische Tendenz, die sich irgendwo regte. Ich wählte hastig ihre Nummer. Es klingelte und klingelte, bevor die Mailbox ansprang. Mist. Ich versuchte es noch einmal. Wieder nur die Mailbox. Scheiße! Ich warf das Telefon auf meine Matratze und ging im Zimmer auf und ab. Okay, tief durchatmen. Finde deine Mitte. Erkenne deine Gefühle an und lass sie vorbeiziehen. Ja, der ganze Mist ist toll, wenn man sich in einer streng kontrollierten Umgebung befindet. Aber in Freiheit? Was soll mir der Scheiß da bringen? Ich starrte eine Weile auf mein Handy. Ich hatte immer noch meine Kontakte. Die, ja, ich müsste mir nur überlegen, wie ich ihn morgen bezahle. Das wäre nicht allzu schwer zu... Zum Glück vibrierte mein Telefon und riss mich aus meinen wirren Gedanken. Kara rief an. Hey, antwortete ich atemlos. Pete, wie geht es dir? Ich erklärte ihr, dass ich gerade aus der Reha gekommen war. Ich erzählte ihr, dass ich meinen 30-Tage-Chip hatte. Und dann erzählte ich ihr, wie sehr ich mich bereits abmühte. Oh, Pete, ich würde dich sofort besuchen kommen. Das würde ich wirklich gerne. Aber ich bin gerade mitten im Umzug. Umzug? Ja, Vince und ich haben eine Wohnung gefunden. Wir packen gerade, während wir sprechen. Ich wollte nicht zugeben, dass ich den Freund meiner Schwester völlig vergessen hatte. Also war ich gezwungen, Begeisterung vorzutäuschen. Was für ein Scheißbruder ich doch war. Ich hatte den Kerl noch nicht einmal kennengelernt. Hör zu, Pete, bei mir wird es eine Zeit lang hektisch zugehen. Die Arbeit stapelt sich im Moment und der Umzug wird auch noch eine Weile dauern. Aber können wir uns morgen früh treffen? Auf einen Kaffee. Schaffst du es bis heute Abend? Ich biss mir auf die Wange und versuchte, bei meiner Antwort nicht angestrengt zu klingen. Klar. Ja, Kaffee klingt gut. Lass uns das machen. Der Plan stand also und wir verabschiedeten uns. Okay. Es ist nur eine Nacht, dann wirst du Kara sehen. Es wird schon gut gehen. Ich surfte eine Weile durch die Kanäle. Nichts interessierte mich, aber wenn ich die Leute reden hörte, fühlte ich mich weniger allein. Als die Sonne unterzugehen begann, war der Fernseher meine einzig verbleibende Lichtquelle für die Nacht und ich begann wieder und wieder durch meine Wohnung zu stapfen. Ich lief hin und her, immer der gleiche Weg. Die Monotonie hatte etwas, das mich beruhigte. Von einer Ecke der Küchenfliesen zur anderen gehen, 6 Schritte durch das Wohnzimmer gehen, umdrehen und diese Schritte wieder zurückgehen. Beruhigend. Bis ich ihn bemerkte. Er fiel mir auf, als ich am Fernseher vorbeiging. Obwohl ich mich bewegte, stand mein Schatten still. Ich blinzelte und nahm an, dass es sich um eine optische Täuschung oder einen Trick des Lichts handelte. Aber nein. Als ich vorbeiging, blieb er an seinem Platz. Ich erstarrte. Mein Herz schlug mir bis zum Hals und ich beobachtete, wie er einen Arm hob. Was zum Teufel? Er wickelte etwas um seinen ausgestreckten Arm und zog ihn fest an sich. Mir wurde klar, dass er gerade eine Vene abbindet. Nein! Nein! Schrie ich und kroch auf den Teppich. Ich konnte nicht mehr zusehen.
Ich kroch nach vorne und zog den Stecker des Fernsehers aus der Steckdose. In Abwesenheit des leuchtenden Bildschirms saß ich im Dunkeln, keuchend und schnaufend. Ich versuchte mir auszureden, was ich gerade gesehen hatte. Es war nur ein Trick des Geistes, eine unruhige Psyche, die sich mit einem schlechten Gewissen vermischt. Komm schon, du weißt, dass es nicht real war. Und doch blieb ich bis zum Tagesanbruch im Dunkeln. Kara war sichtlich verblüfft, als ich in das Café schlurfte. Pete, wow, du siehst, hast du letzte Nacht etwas geschlafen? Ich nickte und zog mich leicht aus ihrer engen Umarmung zurück. Ja, nur seltsame Träume, weißt du? Wir setzten uns und Kara stellte mir ein paar Fragen über die Reha und meinen bevorstehenden Prozess. Ich beantwortete sie so gut ich konnte und war damit beschäftigt, meinen Schatten auf dem Boden im Auge zu behalten. Sie schenkte mir ein trauriges Lächeln. Ich bin stolz auf dich, das bin ich wirklich. Ich weiß, wie schwer es sein muss. Danke. Ja, das Leben kann hart sein, also wie geht es, Vince? Fragte ich und versuchte so zu tun, als wäre ich ein ganz normaler Mensch. Glücklicherweise brachte sie das sofort auf Touren. Sie begann mit einer langatmigen Erklärung, wie er auf der Arbeit befördert worden war und wie dies dazu geführt hatte, dass sie beschlossen hatten, sich gemeinsam eine neue Wohnung zu suchen. Ich nickte und lächelte bei den richtigen Schlüsselwörtern, aber das meiste von dem, was sie sagte, konnte ich nur mit Mühe aufnehmen. Wie ich schon sagte, es ist alles so hektisch, aber Vince und ich haben uns neulich abends unterhalten. Ich meine, ich habe ihm erzählt, was du durchmachst und er hat gehofft, dass du für ein paar Tage zu uns kommst, sobald wir uns eingelebt haben. Was hältst du davon? Ich drehte meinen 30-Tage-Chip unter dem Tisch und versuchte, mir eine Ausrede einfallen zu lassen. Ich meine, nachdem ich in den letzten 15 Minuten gehört hatte, wie verdammt geil er war, wie konnte ich ihm da überhaupt gegenübertreten? Ja, vielleicht. Ich habe im Moment einfach viel um die Ohren. Weißt du, ich würde ihn aber gerne mal treffen, murmelte ich. Als sie gehen musste, umarmte sie mich noch einmal fest und ließ mich versprechen, sie anzurufen und mich jeden Tag zu melden. Ich stimmte zu und wir gingen getrennte Wege. Als ich nach Hause kam, dauerte es nicht lange, bis es wieder losging. Die Strahlen der Vormittagssonne warfen meinen Schatten an die Wand vor mir. Er tauchte bedrohlich über mir auf, aber eine Zeit lang ahmte er meine Bewegungen einfach nur nach. Ich seufzte erleichtert auf und fragte mich, ob ich in der Nacht zuvor zu viel fantasiert hatte. Vielleicht habe ich sogar laut gelacht. Doch dann drehte ich den Kopf. Er schaute mich direkt an. Er ist nicht echt, er ist nicht echt. Ich erschauderte und hielt mir die Augen zu. Ich holte ein paar Mal tief Luft und blinzelte dann durch die Lücken zwischen meinen Fingern. Nein, Scheiße! Er beugte sich nach vorne, drehte den Kopf hin und her und verhöhnte mich. Völlig entsetzt ließ ich meine Hände sinken. Langsam band er sich die Aderpresse um den Arm, so wie er es zuvor getan hatte. Ich war wie gefesselt und konnte mich nicht davon abhalten, zuzusehen. Und dann sah ich die Silhouette mit einer Spritze in der Hand. Er senkte sie langsam, Zentimeter für Zentimeter, und brachte sie näher an eine vermeintliche Vene heran. Kurz bevor sie sie berührte, zerbrach etwas in mir und ich floh aus dem hellen Raum. Ich riss die Schranktür auf, kletterte hinein und schloss sie schnell wieder. Allein in der Dunkelheit, in Sicherheit vor meinem gespenstischen Schatten, vergoss ich Tränen des Schreckens. Ich konnte sehen, wie er sich im Raum bewegte und gelegentlich das Licht verdeckte, das unter der Tür hindurch schien. Ich wusste, dass er da draußen war und auf mich wartete. Am zweiten Tag, an dem ich mich im Schrank versteckt hatte, wachte ich auf, weil mein Telefon in meiner Tasche klingelte. Ich hielt es an mein Ohr und räusperte mich, bevor ich sprach. Hallo? Die Stimme von Kara. Pete, ist alles in Ordnung? Du hast dich nicht gemeldet. Verdammt. Nein, es war nicht alles in Ordnung. Ich habe versucht, dir etwas zu sagen. Nun, nicht wirklich. Pete, ich denke, du solltest herkommen. Vielleicht jetzt gleich. Du hörst dich nicht gut an. Hör zu, ich bin in einer Stunde da und hole dich ab. Und das war's dann auch schon. Zögernd öffnete ich die Schranktür.
Ich spähte um die Ecke und vergewisserte mich, dass ich meinen selbstbestimmten Schatten nicht umherschweifen sah. Als Clara eintraf, hatte ich es geschafft, mir die Stoppeln abzurasieren und mich ein wenig zurechtzumachen. Sie bemerkte meine blutunterlaufenen Augen, aber ich versicherte ihr, dass ich nur Probleme mit dem Schlafen hatte. Also machten wir uns auf den Weg, um Vince zu treffen und diese Wohnung zu besichtigen, über welche sie nicht den Mund halten konnte. Doch als wir in die Einfahrt fuhren, konnte ich verstehen, warum sie so begeistert war. Ich weiß nicht, warum Clara es als Wohnung bezeichnete. Haus würde es eher treffen, vielleicht sogar Schloss. Es war prächtig, so ganz anders als alles, womit wir je aufgewachsen waren. Es schien, als würde Clara wirklich ihren Traum leben. Vince verstärkte diese Wahrnehmung nur noch. In dem Moment, in dem wir unsere Türen öffneten, stürmte er heraus. Ein hochgewachsener, gut aussehender Muskelprotz. Sein Händedruck riss mir fast den Arm aus der Fassung. Pete, herzlich willkommen. Ich habe schon viel von dir gehört. Endlich ein Gesicht zu dem Namen. Ich tat mein Bestes, um nicht neidisch zu sein, als Clara und Vince mich über ihr Grundstück führten. Heilige Scheiße, was für ein Ort. Es fiel mir schwer zu begreifen, dass ich hier war, Angst vor meinem eigenen Schatten hatte und mich davon erholte, dass ich mir Nadeln in die Venen gestochen hatte, während mein Zwilling hier im Paradies war. Sie zeigte mir das Gästezimmer, damit ich mich einrichten konnte, und Vince sagte mir, dass er unten den Kamin anheizen würde. Ich traf ihn dort, nachdem ich mein Gepäck aufs Zimmer gebracht hatte. »Ich würde dir einen Drink anbieten, aber ich bin mir nicht sicher, ob das klug wäre«, bot er an. »Ein Wasser reicht, danke dir«, erwiderte ich. Er ging in die Küche und ließ mich allein in den Zimmer zurück. Ich war mir der tanzenden Flammen, die meinen Schatten hinter mich warfen, sehr bewusst. Ich drehte mich um und wollte mich davon überzeugen, dass alles normal war. Ich winkte mit den Armen und er ahmte meine Bewegung nach. Ich hätte es noch weiter getestet, aber Kara und Vince kamen herein und ich setzte mich wieder lässig hin. Wir saßen untätig da und genossen die Wärme. Ich begann mich zu entspannen, während wir uns unterhielten. Ich musste sogar lachen und riss selbst Witze. Vielleicht hatte ich einfach nur einen Tapetenwechsel gebraucht, eine Flucht aus der gequälten Enge meiner Gedanken und dieser Scheißwohnung. Schließlich fragte ich sie, wie sie sich kennengelernt hatten und bat später verlegen um eine Erinnerung daran, wie lange sie schon zusammen waren. Je später es wurde, desto wohler fühlte ich mich. Der bequeme Ledersessel und die warmen Flammen versetzten mich in ein zufriedenes Schlummern. Ich schaute durch den Raum zu meiner Schwester und Vince, die zwischen ihren Stühlen Händchen hielten, und die Welt schien in Ordnung zu sein. Doch dann sah ich es. Dieses Mal war es Caras Schatten, der abtrünnig wurde. Mit großen Augen sah ich entsetzt zu, wie sich ihr Schatten über sie erhob. Er sah verzweifelt aus, als würde er schreien. Dann ein anderer Schatten, Vince. Seine Silhouette schrie ebenfalls. Ich blickte zwischen der heiteren Szene vor mir und der bedrohlichen, die sich an den Wänden hinter ihnen abspielte, hin und her. Vince Schatten griff nach vorne, packte den ihren an den Haaren und hob eine Hand. »Alles in Ordnung, Pete?« fragte Kara, die meinen Gesichtsausdruck bemerkt hatte. Vince schaute mit besorgtem Blick zu mir herüber. Ich warf einen Blick zurück zur Wand, aber ihre Schatten verhielten sich wieder normal. Ich schluckte und nickte mit dem Kopf. Ja. Ich bin nur ein bisschen müde, glaube ich.« Ich musste eine quälende Zeit warten, bevor ich mit Kara allein sprechen konnte. Als Vince zur Arbeit gegangen war, setzte ich mich mit ihr an den Tisch. »Ich werde dich jetzt etwas fragen und ich will die Wahrheit wissen«, sagte ich und nahm ihre Hände. »Hat Vince dir jemals wehgetan?« Sie starrte mich an. »Hat er?« Sie biss sich auf die Unterlippe, kämpfte mit den Tränen und ich kannte die Antwort schon lange, bevor sie sprach. »Wir haben viele Dinge aufgearbeitet«, sagte sie und wich meinen Blick aus. »Kara.« »Hör mir zu, Pete. Wir arbeiten dran«, rief sie und erhob sich vom Tisch. »Kara, warte!« Aber sie ging zur Arbeit, knallte die Tür hinter sich zu und ließ mich mit der schrecklichen Erkenntnis allein, dass meine Schwester nicht mit mir darüber reden würde. Es war schwierig, nichts zu sagen, als Vince zurückkam. Mit meinem neu entdeckten Hass auf ihn versuchte ich, über seinen geselligen Schwachsinn hinwegzusehen. Er war ein Schwindler, ein anderer Mensch hinter verschlossenen Türen. Und ich wollte ihn verbrennen, ihm wehtun,
wie er meiner Schwester wehgetan hatte. Aber was konnte ich wirklich tun? Wenn ich ihn zur Rede gestellt hätte, hätte er es sicher abgestritten und mich aus seinem Haus geworfen. Und er würde wahrscheinlich denken, dass Kara es mir erzählt hatte. Und wer wusste schon, was mit ihr passieren würde, wenn ich weg war? Mir blieb nichts anderes übrig, als auf eine andere Gelegenheit zu warten, mit ihr zu sprechen. An diesem Abend trafen wir uns nach dem Essen wie üblich am Kamin. Vince schien die Spannung zwischen Kara und mir überhaupt nicht zu bemerken. Er erzählte seine üblichen Lügengeschichten bis Mitternacht, als Kara sagte, dass sie morgen früh einen anstrengenden Tag habe und uns eine gute Nacht wünschte. »Ich nicht, ich habe mir morgen freigenommen«, verkündete er und erhob sich vom Stuhl. »Noch ein Wasser, Pete? Ich könnte noch einen Whisky gebrauchen.« Ich schüttelte den Kopf und zuckte mit den Schultern. Als er aus dem Zimmer war, sah ich nach meinem Schatten. Er bewegte sich immer noch, als wäre er mit mir verbunden und verfolgte jede meiner Bewegungen. Ich wusste, dass Vince nach seinem nächsten Drink nicht mehr lange durchhalten würde. Seine Worte wurden langsamer und er sackte in seinem Stuhl zusammen, wobei er die Augen kaum noch offen halten konnte. Auch er wünschte mir eine gute Nacht und verließ das Kaminzimmer. Da ich wusste, dass ich nicht schlafen konnte, legte ich ein weiteres Holzscheit auf das Feuer. Mein Schatten winkte mir aus dem Augenwinkel zu und lenkte meine Aufmerksamkeit auf sich. Er winkte mir mit dem Finger und forderte mich auf, ihm zu folgen. Ich lachte trocken, so sehr war ich daran gewöhnt, dass er sich von selbst bewegte. Eigentlich überraschte es mich kaum noch. Er schlich den Flur hinunter und schaute zurück, um sich zu vergewissern, dass ich ihm folgte. Das schwache Flackern des Feuers beleuchtete die letzte Tür auf der rechten Seite, Vins Büro. Mein Schatten zeigte auf die Tür und forderte mich auf, den Griff zu drehen. Was hatte ich zu verlieren? Er schwebte an der Decke entlang über Vins Schreibtisch. Mit zitternden Händen öffnete ich die Schublade, auf die er deutete. Die Nacht verging schmerzhaft langsam. Ich war noch vor Morgengrauen wach und saß schweigend auf der Kante meines Bettes. Ich sah zu, wie die Sonne über den Bäumen aufging und sich ihre riesigen Schatten auf dem Boden verteilten. Ich hörte, wie die Dielen knarrten, als Kara den Flur hinunterging, um sich für den Tag fertig zu machen. Schließlich hörte ich sie durch die Garage hinausgehen. Und ich wartete. Mein Schatten leistete mir Gesellschaft, hielt mich konzentriert. Jetzt musste ich nur noch geduldig sein. Die Dämmerung kam, ohne dass ich es bemerkte. In einem Moment stand die Sonne hoch, im nächsten ging sie unter. Mein Schatten signalisierte mir, dass es an der Zeit war. Ich stieg die Treppe hinunter und fand Vince auf der Couch sitzend vor. Meine Ohren klingelten, als ich auf ihn zuschritt. Er blickte zu mir auf, als ich mich ihm näherte. Ja, hey, ich war mir nicht sicher, ob du hier bist oder nicht. Du bist schon den ganzen Tag so still. Sein Lächeln wurde schwächer, als er den mörderischen Ausdruck auf meinem Gesicht sah. Pete, geht's dir nicht gut? Hintergrundgeräusche, unwichtige Worte sprudelten weiter aus seinem verdammten Mund. Er verstummte, als er sah, was auf ihn gerichtet war. Pete, keuchte er und hob die Hände. Hey, was soll das, Mann? Entspann dich einfach und nimm die Waffe runter, okay? Ich bewegte mich weiter auf ihn zu. Denk einfach darüber nach, was du tust, in Ordnung? Hey, nimm sie runter. Denk an deine Schwester. Ein weniger überzeugendes Argument hätte er sich nicht aussuchen können. Ich winkte mit dem Revolver und ging ein paar Schritte auf ihn zu. Denkst du an meine Schwester? Ich brüllte. Ich denke an sie, Vince. Ich denke daran, wie du sie behandelst. Ich denke daran, wie du sie verdammt nochmal verletzt hast. Seine Augen trafen meine, die von Tränen überströmt waren. Pete, bitte, es tut mir leid, es tut mir leid. Tu das nicht, flehte er. Er sackte nach vorne, sah verzweifelt zu mir auf und murmelte unzusammenhängende Halbentschuldigungen. Pete, bitte. Bitte, bitte, ich verspreche es. Es wird nie wieder vorkommen. Ich hatte so meine Zweifel. Keine Zeit zum Zögern. Vince folgte meinem Blick zur Wand. Seine Augen weiteten sich, als er meinen Schatten beobachtete. Und ich setzte den Lauf an seinen Kopf. Unsere Bewegungen waren wieder synchron. Ich holte tief Luft und legte den Finger auf den Abzug.
Diese Geschichte hat ein Ende, auch wenn es vielleicht nicht das ist, das du hören wolltest oder erwartet hast. Oft werden Geschichten so geschrieben, dass sie am Ende alles ordentlich zusammenfügen und einen Abschluss bieten. Aber so funktioniert das Leben einfach nicht. Manchmal gibt es kein Ende. Manchmal geht es einfach weiter. Ich möchte zunächst sagen, dass ich Vince nicht getötet habe. Ich konnte es nicht. Stattdessen brach ich zusammen. Ich war völlig am Ende. Er rief weder die Polizei, noch schlug er in irgendeiner Weise zurück. Er erzählte nicht einmal Kara, was passiert war. Nachdem ich die Waffe weggelegt hatte, saßen wir nur da und schluchzten. Er sagte mir, er würde sein Versprechen einlösen. Er schwor, nie wieder die Hand gegen Kara zu erheben. Aber glaube ich, dass Vince wirklich in der Lage ist, sich zu ändern? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich spreche immer noch jeden Tag mit Kara und sie scheint glücklich zu sein. Ich kann nur hoffen, dass sie es mir sagen würde, wenn Vince sein Versprechen nicht hält. Für Geschwister, die gemeinsam einen Mutterleib geteilt haben, scheinen wir eine besonders schlechte Angewohnheit zu haben, nämlich Geheimnisse voreinander zu haben. Was mich betrifft, so habe ich vor kurzem meinen Chip für 90 Tage erhalten. In ein paar Monaten habe ich noch meine Anhörung. Ich weiß noch nicht, wie das ausgehen wird. Alles, was ich tun kann, ist, es mit Fassung zu tragen. Mit meinem Schatten an meiner Seite, der mich auf Schritt und Tritt verfolgt. Es ist schon komisch, wie wenig ich vorher über unsere Schatten nachgedacht habe. An dem Tag, an dem wir geboren werden, wird er zu unserem ständigen Begleiter. Er sieht alles, was wir in diesem Leben tun. Er weiß mehr über uns als jeder andere. Vor all dem hatte ich mich nie gefragt, ob unsere dunkelsten Geheimnisse auch einen Schatten werfen würden, wenn sie ans Licht kämen. Aber wenn ich etwas gelernt habe, dann ist es dies. Wenn wir mit dem Schlimmsten konfrontiert werden, wozu wir fähig sind, haben wir immer noch die Wahl über unser Handeln. Als es nachts an meiner Haustür klopfte. Klopf, klopf, klopf. Ich wende mich vom Fernseher ab, auf dem ich gerade Game of Thrones schaue, und gucke in Richtung Haustür erschrocken über die unerwartete Unterbrechung. Ich drücke die Stummschalttaste und lausche, ob ich es mir eingebildet habe. Es kommt wieder ein leises, dreifaches Klopfen. Jemand ist an der Haustür. Ich frage mich kurz, ob meine Eltern vielleicht früher vom Kino nach Hause gekommen sind. Es ist ihr monatlicher Date-Abend. Aber ich habe ihr Auto nicht die Einfahrt hochfahren hören. Außerdem würden sie nicht an die Tür ihres eigenen Hauses klopfen. Wer zum Teufel könnte da draußen sein? Es ist mitten in der Nacht. Wir leben weit draußen auf dem Land, meilenweit von den nächsten Nachbarn entfernt. Und ich habe ganz sicher niemanden erwartet. Es klopft ein drittes Mal. Klopf, klopf, klopf. Ich stehe von der Couch auf und nähere mich zögernd der Haustür, ein wenig ängstlich. Ich bin allein im Haus, es ist mitten in der Nacht und eine mysteriöse Person steht vor der Haustür. In meinem Kopf spielen sich verschiedene grausige Szenarien ab, die ich aus etwa einem Dutzend Horrorfilmen über Einbrüche gesehen habe. Plötzlich wird mir bewusst, wie isoliert mein Elternhaus ist. Wenn etwas passiert und ich den Notruf wählen muss, wird es eine ganze Weile dauern, bis die Polizei und der Krankenwagen eintreffen. Ich komme gerade an der Haustür an, als es ein viertes Mal klopft. Dreimal sanft und gleichmäßig, genau wie zuvor. »Wer ist da?« rufe ich. Einen Moment lang herrscht Stille. Dann spricht eine Stimme von der anderen Seite der Tür. Es ist die Stimme eines Mädchens. Sie klingt jung, vielleicht so alt wie ich. »Bitte, ich brauche Hilfe.« Es hat einen Autounfall gegeben. Mein Freund ist verletzt. Bitte lassen Sie mich rein. Ich muss Ihr Telefon benutzen. Instinktiv greife ich nach dem Türriegel. Aber meine Hand zögert, bevor sie ihn berührt. Irgendetwas stimmt nicht. Die Stimme ist zu gleichmäßig, zu ruhig, fast monoton. Ihr Tonfall passt nicht zu den Informationen, die sie mir gerade vermittelt hat.
Sie klingt wie ein gelangweilter Teenager, der von Tür zu Tür geht und Gutscheinhefte für eine Schulspendenaktion verkauft. Ich sage mir, dass ich nicht paranoid sein soll. Sie könnte einfach nur unter Schock stehen. Trotzdem zögere ich, die Tür aufzusperren. Ich schleiche mich zum Fenster neben der Eingangstür, ziehe vorsichtig den Vorhang zurück und spähe hinaus. Der Ausblick, den das Fenster bietet, gibt mir einen kleinen Blick auf die Veranda. Aber es reicht aus, um eine undeutliche, schemenhafte Gestalt zu erkennen, die in der Dunkelheit steht. Ich blinzle und kneife die Augen zusammen, kann aber keine Merkmale erkennen. Ich lege den Schalter um, der mit der Verandalampe draußen verbunden ist, aber nichts passiert. Die Glühbirne muss durchgebrannt sein. »Bitte«, wiederholt die Stimme, »ich brauche Hilfe. Es hat einen Autounfall gegeben. Mein Freund ist verletzt. Bitte lassen Sie mich rein, ich muss Ihr Telefon benutzen.« Genau die gleichen Sätze in genau dem gleichen dumpfen, emotionslosen Tonfall, als ob sie von einem Drehbuch ablesen würde. Mein Unbehagen wächst. Irgendetwas stimmt an dieser Sache nicht. »Warum rufst du nicht mit deinem Handy Hilfe?«, frage ich. »Oder mit dem deines Freundes?« Eine Pause. Dann: »Mein Freund ist verletzt. Ich muss Ihr Telefon benutzen. Bitte lassen Sie mich rein.« Mein Unbehagen verwandelt sich in ein aufkeimendes Rinnsal der Angst. »Wie ist Ihr Name?«, frage ich. »Ich brauche Hilfe, es hat einen Autounfall gegeben.« Meine Angst verstärkt sich. Sie klingt wie eine aufgezeichnete Nachricht. »Wie wäre es, wenn ich einfach den Notruf für Sie anrufe? Sagen Sie mir einfach, wo Sie den Unfall hatten.« »Ich brauche Hilfe, bitte lassen Sie mich rein.« »Erst, wenn Sie mir Ihren Namen sagen«, antworte ich fest, aber mit einem leichten Zittern in der Stimme. Plötzlich klappert der Türknauf, der von der anderen Seite gedreht wurde. Ich zucke zurück und es fühlt sich an, als würde mein Herz aus meiner Brust springen wollen. Der Türknauf rattert heftig hin und her, aber die Tür ist immer noch verschlossen. »Hey«, rufe ich, »hör damit auf, hau ab oder ich rufe die Polizei!« Sofort hört der Knauf auf zu klappern. Eine schwere Stille kehrt ein. Augenblicke vergehen und ich denke, es ist vorbei. Plötzlich rums. Die Tür zittert im Rahmen, als der unbekannte Besucher seinen Körper von der anderen Seite dagegen knallt. Rums und noch einmal. Rums und noch einmal. Mein Herz rast und mein Körper ist wie gelähmt vor lauter Angst. Ich stürze zum Couchtisch, wo mein Telefon liegt, greife danach und wähle mit zitternden Fingern 911. Das Klopfen an der Eingangstür geht weiter, fast rhythmisch. Jeder Schlag lässt mein Herz höher schlagen. »911, was ist Ihr Notfall?«, sagt die Stimme am anderen Ende der Leitung routiniert. Ich kämpfe gegen die Panik an, die mich zu überwältigen droht, nenne dem Disponenten meinen Namen und meine Adresse und sage, dass jemand versucht, in mein Haus einzubrechen. Der Disponent teilt mir mit, dass die Beamten auf dem Weg sind und rät mir, mich zu verstecken, bis sie eintreffen. Das muss ich mir nicht zweimal sagen lassen. Ich sprinte die Treppe zu meinem Zimmer hinauf, schlage die Tür zu, schließe sie ab, verstecke mich in meinem Schrank und schließe die Tür. Dort kauere ich im Dunkeln und zittere. Ich höre noch immer das dumpfe, stoßweise Klopfen an der Haustür unten. Eine Ewigkeit scheint zu vergehen. Dann höre ich in der Ferne ein anderes Geräusch, das meinen Körper mit Erleichterung durchströmt. Sirenen, leise, aber immer lauter werdend. Abrupt hört das Klopfen auf. Stille für einige Minuten. Dann ein schweres Klopfen an der Haustür, das mich fast zum Schreien bringt. Aber es ist nicht das Klopfen, das ich vorher gehört habe. Es ist das Geräusch von jemandem, der schwer und offiziell an die Tür klopft. Eine autoritäre Stimme dröhnt von unten herauf und brüllt: »Ist da jemand drin? Hier ist die Polizei!« Ich weiß, dass ich jetzt in Sicherheit bin. »Ich komme ja schon!« schreie ich, verlasse mein Versteck, renne den Flur entlang und kraxele die Treppe hinunter. Durch das Fenster kann ich blinkende, rote und blaue Lichter sehen. Als ich mich der Eingangstür nähere, höre ich die leicht gedämpfte Stimme eines Mannes, der offensichtlich verwirrt ist und laut murmelt: »Was zum Teufel ist das?« Ich weiß nicht, ob er sich damit an seinen Partner wendet oder nur laut denkt, und es ist mir auch egal. Ich habe genug Geistesgegenwart, um zu sagen: »Nicht schießen! Ich bin derjenige, der angerufen hat!« Bevor ich den Riegel umlege und die Tür öffne. Meine beiden Retter in Uniform stehen auf der Veranda. Einer von ihnen sieht mich an, der andere starrt mit einem Ausdruck des Ekels auf etwas auf der Veranda. Beide scheinen verwirrt zu sein. Ich bin so sehr auf den willkommenen Anblick der Beamten konzentriert, dass ich zunächst weder den Geruch noch das, was auf der Veranda liegt, wahrnehme.
Doch dann nehme auch ich es wahr. Ein fauliger Gestank, der meine Nasenlöcher verätzt. Der Geruch von verfaulendem Fleisch. Ich schaue nach unten und sehe den Haufen, der vor meiner Haustür liegt. Eine stark verweste, menschliche Leiche. Es ist kaum mehr als ein Skelett, dessen Knochen mit Schlamm und ein paar verbleibenden Fragmenten verfaulten Fleisches verklebt sind. Es trägt die zerschlissenen Überreste eines Festkleides und ein paar Strähnen langen, blonden Haares kleben noch am Schädel. Benommen drehe ich mich um und schaue auf die andere Seite der offenen Eingangstür. Sie ist mit Schlamm und Flecken von verwesendem Fleisch übersät. Schlieren, die aussehen, als wären sie von einem Körper verursacht worden, der gegen die Tür geknallt ist. Einer der Polizeibeamten sagte was zu mir, aber ich weiß nicht was. Alle Geräusche scheinen verstummt zu sein. Mir wird erst schwindelig, dann werde ich ohnmächtig. Drei Tage später kommt ein Polizistenpaar vorbei, um mit mir zu sprechen. Wir sitzen im Wohnzimmer, meine Eltern umklammern mich schützend auf der Couch. Die Detectives erklären mir, dass am Morgen nach meiner nächtlichen Tortur ein Friedhofswärter einige Kilometer von meinem Haus entfernt angerufen hat, um einen Fall von Vandalismus zu melden. Ein Grab war ausgegraben, der Sarg aufgebrochen und der Leichnam gestohlen worden. Die Polizei glaubt, dass sich jemand einen kranken Streich ausgedacht hat und die Leiche auf meine Veranda gelegt, an die Tür geklopft und dann geflohen ist, als die Polizei eintraf. Ich frage die Polizei nach der Leiche, die ausgegraben wurde. Sie zögern einen Moment lang und tauschen einen unbehaglichen Blick aus. Dann sehen sie mich an und erklären mir, dass die Leiche einer jungen Frau aus dem Ort gehörte, die 40 Jahre zuvor bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Sie war in einer regnerischen Nacht mit ihrem Freund unterwegs gewesen und sie hatten die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und waren gegen einen Baum geprallt. Sie belassen es dabei und ich dränge sie nicht, aber nachdem sie gegangen sind, stelle ich selbst Nachforschungen an. Im Internet finde ich einen alten Zeitungsartikel über den Unfall. Darin wird erklärt, dass der Junge bei dem Aufprall sofort tot war, das Mädchen aber schwer verletzt überlebt hatte. Sie war mehr als eine Meile zum nächsten Haus gelaufen, offenbar auf der Suche nach Hilfe. Das war vor 40 Jahren, lange vor Mobiltelefonen. Und war ihren Verletzungen auf der Veranda erlegen, ohne zu wissen, dass die Hausbesitzer im Urlaub waren. Sie hatte offenbar einige Zeit lang vergeblich gegen die Haustür gehämmert, um Hilfe zu holen, bevor sie starb, denn ihr Blut war über das ganze Holz verschmiert. Die Straße, in der sich der Unfall ereignet hatte, war dieselbe Straße, auf der das Haus meiner Familie steht. Das einzige Haus in der Gegend, weit und breit. Ich schaue auf das Datum des Unfalls. Er liegt exakt 40 Jahre zurück. Ich will es hinter mir lassen, die ganze Sache vergessen. Wahrscheinlich hat die Polizei recht und es war nur das Werk einiger Jugendlicher oder betrunkener Studenten, die sich einen kranken, abgefuckten Streich erlaubten. Aber es gibt noch eine Sache, die mich beschäftigt. Eine letzte Sache, die ich wissen muss. Ich leihe mir das Auto meiner Eltern und fahre zu dem Friedhof, auf dem das Mädchen begraben wurde. Es ist nur etwa 3 Meilen von meinem Wohnort entfernt, nicht weit von der Unfallstelle. Der Friedhofswärter ist ein weißhaariger, kräftig gebauter Mann, Anfang 60. Ich erzähle ihm, wer ich bin und was mir in der letzten Nacht passiert ist. Er zögert zunächst, mit mir darüber zu sprechen, aber ich dränge ihn, bis er einlenkt. Sein Gesicht ist beunruhigt und in seinen Augen liegt etwas, das ich erst nach einem Moment erkennen kann. Furcht. Er erklärt mir, dass das offene Grab, als er es fand, nicht von oben ausgehoben worden zu sein schien. Es gab keine Schaufelspuren in der Erde. Stattdessen sah es so aus, als hätte sich jemand oder etwas von unten an die Oberfläche gegraben. Er hatte die Polizei gerufen und beobachtet, wie sie den Sarg exhumierten. Ein großes Loch war in den Deckel gerissen worden. Und als die Polizei den leeren Sarg geöffnet hatte, um das Innere zu untersuchen, hatte er etwas anderes gesehen. Laut seiner Aussage hatte er es nur eine Sekunde lang gesehen. Aber eine Sekunde war genug. Auf der Innenseite des zersplitterten Deckels waren Kratzer zu sehen. Kratzer, die von Fingern stammten.
Mein Großvater verbat mir, den alten Fernseher in seinem Zimmer zu benutzen. Mein Großvater Chuck ist ein Babyboomer und was gefühlt alle Leute dieser Generation eint ist, dass sie so etwas wie einen Ausstellungsraum besitzen. Im Grunde ist es ein zweites Wohnzimmer, nur dass es nicht mit Ikea, sondern mit handwerklichen, luxuriösen europäischen Möbeln gefüllt ist, die niemand anfassen darf. Es gibt Porzellanschränke gefüllt mit mehreren Sets edlen Geschirrs, die noch nie benutzt wurden. Alle möglichen Sammlerstücke schmücken jede Oberfläche. Und das einzige Mal, dass sie bewegt wurden, seit sie in diesem Zimmer stehen, ist, wenn mein Großvater das Haus putzt. Es gibt sogar ein antikes Klavier, obwohl er nicht einmal alle meine Entchen darauf spielen könnte, wenn sein Leben davon abhänge. Es ist einfach ein ganzes Zimmer voll mit den teuersten Dingen, die sich mein Großvater leisten konnte, die er wie heilige Kühe in Indien behandelt und von denen er sich nicht traut, einen praktischen Nutzen daraus zu ziehen. Das ist gar nicht so seltsam, jedenfalls nicht für einen Babyboomer. Aber seltsam ist, dass er dort auch einen Fernseher stehen hat. Niemand sollte sich in diesem Raum aufhalten und ich dachte immer, ein Fernseher würde die Leute nur dazu bringen, ihn zu benutzen. Es ist auch kein großer Fernseher und, soweit ich weiß, ist das Einzige, was einen Fernseher wirklich teuer macht, eigentlich seine Größe. Ich habe meinen Großvater einmal gefragt, warum er einen Platz in seinem Ausstellungsraum verdient und er hat nur gesagt, dass sie so etwas nicht mehr herstellen. Ende vorletzten Jahres, als es noch keine Impfstoffe gab, erkrankte mein Großvater an Covid und lag eine Zeit lang im Krankenhaus. Er lag mit dem Coronavirus im Sterben und sein größtes Anliegen war, dass alle seine wertvollen Sachen in Ordnung wären. Das war Babyboomer-Energie pur. Unabhängig davon, was ich von seinen Prioritäten hielt, stimmte ich zu, damit er sich keine Sorgen machen musste und sich darauf konzentrieren konnte, gesund zu werden. Er schrieb eine ziemlich umfangreiche Liste von Regeln auf, was zu tun und zu lassen war, von denen einige zwar ärgerlich neurotisch, aber nicht wirklich ungewöhnlich waren. Das heißt, bis es um den Fernseher im Ausstellungsraum ging. Dazu stand dort Folgendes. Wenn du meinen Ausstellungsraum reinigst, berühre nie den Fernseher, es sei denn, einer der unten aufgeführten Gründe tritt ein. Wenn die Schranktüren geöffnet sind, schließ sie sofort. Wenn der Fernseher ausgeschaltet ist, schau nicht in dein Spiegelbild auf dem Bildschirm. Setz dich nicht zu nahe an das eingeschaltete oder ausgeschaltete Fernsehgerät. Wenn der Fernseher eingeschaltet ist, schalte ihn sofort aus und denk immer daran, dass das Fernsehen nicht real ist. Wenn er eingeschaltet ist, achte darauf, dass du deine Hand nicht so nah heranführst, dass du die statische Aufladung des Bildschirms spürst. Wenn er sich nicht ausschalten lässt, verlasse sofort das Haus und ruf mich an. Versuch nicht, den Stecker zu ziehen. Wechsel niemals den Kanal. Wenn du dieser Regel nicht befolgst und es einen Zwischenfall mit dem Fernseher gibt, zerstöre ihn nicht. Er stellt sie nicht mehr so her. Ehrlich gesagt hat mich das nicht sonderlich beunruhigt. Mein Großvater wusste, dass ich neugierig auf seinen geheimnisvollen alten Fernseher war und ich dachte, er würde mich nur verarschen. Ich war schon oft in seinem Haus gewesen und ich hatte keinen Grund zu glauben, dass der Fernseher gefährlich oder übernatürlich war. Ich zog also in das Haus meines Großvaters ein und machte mich sofort an die Arbeit, um seine lange Liste von Anweisungen abzuarbeiten. Es handelte sich vor allem um Gartenarbeit, obwohl es keinen Garten gab, sondern nur eine große Fläche homogenen Grases unter dem wachsamen Blick von Keramikzwergen und Plastikflamingos, auf die er ungemein stolz war. Jedes Unkraut und jede Wildblume, die es wagte, sich zu zeigen, war dem Tode geweiht. Und wenn der Efeu des Nachbarn unter meiner Aufsicht auf seine Seite des Zauns käme, wäre die Hölle los. Da ich die meiste Zeit des Tages im Freien verbracht hatte, bemerkte ich es erst, als ich an diesem Abend mein Abendessen aß. Das Geräusch von elektrischer Spannung. Ich habe es nicht plötzlich bemerkt. Es war eher schleichend, dass ich ein sehr schwaches Rauschen hörte, das ich mir nicht erklären konnte. Ich schaltete alle elektronischen Geräte aus, um zu lauschen und stellte fest, dass es sich um die statischen Störungen im Fernsehen handelte. Ich folgte dem Geräusch in den Flur und in dem Spalt zwischen der Tür des Ausstellungsraums und dem Boden konnte ich das flackernde Licht eines Fernsehers sehen. Diese Entdeckung beunruhigte mich einen Moment, denn es war ein alter, klappriger Fernseher, der sich nicht von selbst hätte einschalten können. Ich verwarf den Gedanken schnell jedoch wieder als irrational. Mein Großvater musste ihn angelassen haben, bevor er ins Krankenhaus ging, entweder aus Versehen oder absichtlich, um mich zu ärgern. Und sowohl das Geräusch als auch das Licht waren zu schwach gewesen, als dass ich es vorher hätte bemerken können.
Ich erinnerte mich an seine Liste mit den Regeln, die er für diesen Fernseher aufgestellt hatte, und war mir darüber im Klaren, dass drinnen ein Streich auf mich warten könnte, als ich vorsichtig die Tür öffnete und in das geschätzte Zimmer mit den teuren und nutzlosen Gerümpel trat. Der Raum war so makellos, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Anscheinend war seit meinem letzten Besuch kein einziger Gegenstand bewegt worden. Der ganze Raum war in nichts als das monochrome Flackern des unbeweglichen Fernsehers getaucht, was alles noch 10-mal unheimlicher erschienen ließ als bei Tageslicht. Die einzige Lampe im Raum war nicht in die richtige Steckdose eingesteckt, sodass der Lichtschalter nicht funktionierte, also machte ich mir nicht die Mühe, sie einzuschalten. Ich dachte mir, ich schalte den Fernseher aus und benutze dann das Licht meines Handys, um den Weg nach draußen zu finden. Da ich keine Anzeichen für irgendwelche Fallen sah, die mein Großvater für mich ausgelegt haben könnte, ging ich auf den Fernseher zu und achtete dabei sorgfältig auf meine Schritte. Die Schranktüren standen weit offen, was an sich schon seltsam war, da mein Großvater sie immer geschlossen hielt. Ich sollte sie eigentlich auch schließen, nachdem ich den Fernseher ausgeschaltet hatte, aber ich konnte nicht anders, als mir das Gerät einen Moment lang anzusehen, solange ich die Gelegenheit dazu hatte. Er sah aus wie ein klassischer Fernseher aus den 1950er Jahren mit einem hölzernen Kastenrahmen, einem gewölbten Glasbildschirm und Knöpfen für die Steuerung. Aber direkt unter dem Bildschirm standen in glänzenden Messingbuchstaben die Worte Inglourious Retrovision. Das war für mich verwirrend, denn das bedeutete, dass es sich um eine Nachbildung handelte. Ich sah, dass an der Innenseite der Schranktür ein gerahmter Brief hing und, obwohl er bei dem schwachen und ungleichmäßigen Licht schwer zu lesen war, konnte ich erkennen, dass es sich um ein Zertifizierungsschreiben handelte. Darin stand, dass es sich bei dem fraglichen Fernsehgerät um ein echtes Inglourious Retrovision handelte, das von einer Person namens Volodya Dragovic hergestellt worden war, gefolgt von einigem Unsinn über die Verwendung spezieller Kristalle zur Übertragung von Wellen im parapsychischen Äther. Das war es also, was ihn so besonders machte? War es ein Scherz? Eine Art uncharakteristischer Metakommentar meines Großvaters über den Raum selbst? Ich schüttelte verwirrt den Kopf und griff nach unten, um den Fernseher auszuschalten. Ich zog meine Hand umgehend zurück, als ich im Rauschen ein Gesicht sah, das mich anstarrte. »Hallo, Entchen«, grinste das Gesicht. Es sah aus wie das Gesicht einer jungen Frau, die ihr dunkles Haar in mädchenhaften Strähnen trug. Ihr Lächeln war zu gleichen Teilen süß und unheimlich. Ich schrie bei dem Anblick auf, trat zurück und knallte die Schranktüren zu. Ich befand mich nun in völliger Dunkelheit. Das einzige Licht war das flackernde Rauschen, das durch die Ritzen der Schranktür drang. »Das war nicht sehr nett«, schimpfte das Mädchen und schmollte dabei ein wenig. »Ich wollte nur Hallo sagen. Ist es das erste Mal, dass du einen Inglourious Retrovision benutzt? Ich habe dich hier noch nie gesehen.« »Du kannst mich durch den Fernseher sehen?« Ich stotterte. Ich hatte nicht bemerkt, dass eine Kamera in den Fernseher eingebaut oder mit ihm verbunden war. »Natürlich, Schätzchen. Das ist wie ein Fernsehbildschirm aus 1984«, antwortete das Mädchen. »Mein Name ist übrigens Mary. Mary Darling. Und wie heißt du?« »Chris«, antwortete ich und hoffte, dass das genügen würde. »Hallo, Chris. Es ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen«, sagte sie freundlich. »Würdest du mir bitte die Schranktüren öffnen, damit ich dich sehen kann? Mein Bruder ist nicht da und mir ist so langweilig. Ich möchte nur mit jemandem reden.« Ich erstarrte, unsicher, was ich tun sollte. Auf der Liste meines Großvaters stand ganz klar, dass ich den Fernseher sofort ausschalten sollte. Aber dieses Mädchen, falls sie überhaupt eines war, hatte mich bemerkt und ich hatte das starke Gefühl, dass sie niemand war, den ich beleidigen wollte. Ja, klar. Kein Problem. Tut mir leid, dass ich sie dir so zugeknallt habe. Du hast mich nur erschreckt«, sagte ich wenig überzeugend, während ich die Schranktüren langsam aufzog und ihr grinsendes, statisches Gesicht enthüllte. »Ja, ich erschrecke die Leute oft«, sagte sie und zwirbelte spielerisch an ihrem rechten Zopf. »Das ist Chucks Retrovision, richtig? Woher kennst du ihn?« »Er ist mein Großvater«, platzte ich heraus und bereute es sofort. »Du bist mit ihm befreundet, nehme ich an?«
Nein, nicht wirklich. Normalerweise schaltet er sofort ab, wenn er sieht, dass ich mich eingeschaltet habe. Gab sie zu. Aber ab und zu gelingt es mir, ihn zu überrumpeln. Ich schluckte nervös und fragte mich, was es mit diesem seltsamen Mädchen so auf sich hatte, dass mein Großvater sie so eifrig mied. Ich blickte auf den Fernseher hinunter und suchte nach dem Einschaltknopf. »Das würde ich nicht tun, Schätzchen«, sagte sie, aber diesmal kam ihre Stimme von hinten und war frei von jeglicher statischer Verzerrung. Ich drehte mich um und sah sie auf der Couch sitzen, beleuchtet vom Schein des verfluchten Fernsehers. Ihr Haar war pechschwarz, ihre Augen babyblau und ihr Seidenbademantel, ihr Lippenstift und ihr Nagellack waren knallrot. In der Hand hielt sie einen kirschfarbenen Martini, in der anderen eine Zigarette und in der Schärpe ihres Gewandes steckten mehrere glänzende Küchenmesser, die allein durch Marys bloße Anwesenheit umso furchterregender wurden. Ich konnte nicht begreifen, wie sie dorthin gekommen war. Es schien mir unmöglich, aber da sie sich im Moment nicht feindselig verhielt, war ich mehr verblüfft als erschrocken. Wie bist du hierher gekommen?« stammelte ich. »Das bin ich nicht. Das ist nur eine Projektion. Du bist in Sicherheit, Entchen«, sagte sie, während sie einen Schluck von ihrem Martini nahm. »Nein, ich verlasse mein Spielzimmer nie ohne meinen Bruder James. Der Platz einer Frau ist zu Hause. Vor allem, wenn dieses Zuhause ein extradimensionaler Spielplatz der Raumzeit ist, welchen sie nach Belieben verbiegen kann. James geht alleine los, wenn wir neue Spielsachen oder anderes Zubehör brauchen. Und er genießt die Herausforderungen, die die Arbeit in dieser Realität mit sich bringt. Ich hingegen ziehe es vor, mich ständig an dem Gefühl der gottähnlichen, fast allmächtigen Macht zu berauschen, die mir die Herrschaft über unser Spielzimmer gibt. Aber wie gesagt, wenn er nicht da ist, wird mir langweilig, also spiele ich mit der Retrovision herum, um zu sehen, wer zuschaut. Komm, setz dich neben mich und ich zeige dir, wie das Ding funktioniert.« Ich konnte ihre Zigarette nicht riechen, was ihre Behauptung zu bestätigen schien, dass sie nicht wirklich da war. Das bedeutete, dass ich für den Moment in Sicherheit war, wie es schien. Es bedeutete auch, dass ich weglaufen konnte. Aber das würde sie wahrscheinlich verärgern und könnte sich später vielleicht rächen. Sie zu erheitern schien mir das geringste Risiko zu sein. Also setzte ich mich höflich neben sie. Du hast gesagt, du bist nur eine Projektion und deshalb bin ich sicher. Warum sollte ich denn nicht sicher sein, wenn du wirklich hier wärst?« fragte ich. »So gefährlich siehst du doch gar nicht aus.« »Nun, das ist ja gerade der Punkt. Wäre ich ein groteskes Monster und kein hübsches Mädchen, hättest du wahrscheinlich das Klügste getan und wärst so schnell wie möglich von ihr weggelaufen«, grinste sie mich an. »Aber da du gefragt hast, ich bin tatsächlich ein kannibalistischer Serienmörder, so klischeehaft das auch klingen mag.« Ich kicherte so freundlich, wie ich nur konnte, und sie nahm einen Zug von ihrer Zigarette, während sie mich verächtlich anstarrte. »Ich mache keine Witze, Kleiner«, sagte sie kalt. »Mein Bruder und ich bringen jedes Jahr mindestens ein Dutzend Menschen um, und ich habe seit meiner Kindheit keinen einzigen Tag ohne den Verzehr von Menschenfleisch verbracht. Ich habe immer Teile von anderen Menschen in meinen Eingeweiden, da ich sie in all meinen Gerichten verwende. Als ich jung war, habe ich es sogar meinen Eltern serviert. Ich habe ihnen gesagt, ich hätte das Fleisch aus dem Hauswirtschaftsunterricht. Und als ich meine Eltern umgebracht habe, habe ich meiner Hauswirtschaftsklasse etwas davon serviert und ihnen gesagt, ich hätte das Fleisch von zu Hause. Und es macht nicht nur Spaß, es ist auch gesund. Ein menschlicher Körper hat alles, was der menschliche Körper braucht. Man muss nur das Gehirn meiden wegen der Prionen. Und mein Kannibalismus ist übrigens rein kulinarisch. Vor Überlebenskannibalismus habe ich keinen Respekt. Ich werfe meine Prinzipien nicht über Bord, wenn es hart auf hart kommt. Es tut mir leid, ich kann sehen, dass du es satt hast, dass ich dir meinen Lebensstil aufdränge. Es ist eine Schande, dass ich nicht wirklich hier bin, denn dann könnte ich dir buchstäblich meine Kochkünste in die Kehle schieben. Tja, schauen wir mal, was in der Glotze so läuft.« Sie setzte ihren Martini ab und holte eine altmodische Fernbedienung aus ihrem Bademantel. Mein Opa hat gesagt, ich soll nicht umschalten«, protestierte ich schwach, weil ich wusste, dass es nichts bringen würde. »Oh, er hat dir dafür ein paar Regeln hinterlassen, was?« fragte sie, während sie lachend den Kopf zurückwarf. »Ja, ich hab's nicht so mit Regeln.«
Mit einem Klick auf eine Taste verwandelte sich der statische Bildschirm in eine monochrome Szene, die wie ein okkultes Büro oder Arbeitszimmer aussah. Es gab gotische Bücherregale, einen großen verzierten Schreibtisch mit einem Lederstuhl und eine Vielzahl von antiken Truhen, die im Raum übereinander gestapelt waren. »Sei ganz leise«, flüsterte sie mir mit einem schelmischen Lächeln zu. »Da ich deine Retrovision benutze, wird er nicht sofort merken, dass ich es bin.« »Von wegen, Darling. Glaubst du, ich kann deine eldritische Aura nicht auf einer anderen Frequenz erkennen?« rief ein mürrischer alter Mann aus dem Off. »Bleib weg von meinem Psi-Willen, oder ich werde persönlich dafür sorgen, dass du in der gleichen schwebenden Küste landest wie dein Onkel Larry.« Eine dunkle Gestalt bewegte sich kurz vor den Bildschirm, bevor er wieder zu einem Rauschen wurde. »Na gut, das wird wohl nicht funktionieren«, sagte sie enttäuscht, aber nicht verärgert. »Das ist schon in Ordnung. Es gibt noch andere Retrovisions, die starke Signale aussenden, die dieses Gerät empfangen kann.« Sie begann schnell durch die Kanäle zu seppen, von denen die meisten nichts als Rauschen enthielten. Einige wenige enthielten halb zusammenhängende Bilder und halb hörbare Töne, aber sie blieb nie lange genug dabei, als dass ich hätte erkennen können, was sie eigentlich darstellen sollten. Erst als sie ihr erstes klares Bild fand, schien etwas ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Auf dem Bildschirm war eine bucklige Gestalt mit Kapuze zu sehen, die wie ein Wasserspeier auf einer Steinruine thronte und sich auf einen seltsamen Hirtenstab stützte. Ihr Kopf sah vage aus wie der Schädel eines Elefanten oder eines Mammuts, mit einer einzelnen zyklopischen Öffnung an der Vorderseite. Die Öffnung enthielt in ihrer abgrundtiefen Dunkelheit ein kleines, glühendes Licht, aber ich konnte nicht erkennen, ob es sich um einen Mund, einen Luftweg oder ein Sinnesorgan oder um alles drei handelte. Unter der Öffnung befand sich ein paar langer, tentakelartiger Anhängsel, die fast bis zur Taille der Kreatur reichten. Vier von Stacheln besetzte hauchdünne Ranken zogen sich über die gesamte Körperlänge, bis sie jeweils in einer scharfen, hakenförmigen Kralle endeten. Die Kreatur hatte insgesamt 7 Finger, welche mit Krallen versehen und doppelt so lang wie bei einem Menschen waren. 4 an der rechten und 3 an der linken Hand, wobei das schlanke zusätzliche Glied an der rechten ein spezielles und möglicherweise rudimentäres Anhängsel zu sein schien. Seine Füße waren digitigrade, fast wie bei einem Velociraptor, und es schien, dass sich mindestens ein weiterer Tentakel oder möglicherweise ein Schwanz unter seinem Gewand verbarg. Aber ansonsten war er humanoid. Etwas an ihm war zutiefst beunruhigend, zutiefst anormal, zutiefst falsch. »Endlich etwas Gutes!« Mary quietschte vor Freude. »Ist das Ding echt?« fragte ich sie, immer noch unsicher, wie die Retrovision funktionieren sollte. »Nun, er ist nicht aus dieser Realität, also wohl nicht«, lächelte sie. »Er ist ein Wanderer, ein Planeswalker. Er kommt aus einer ganz anderen Ebene der Existenz. Das kann ich an seiner Aura erkennen.« »Du meinst, es ist ein Außerirdischer?« fragte ich skeptisch. »Ein außerdimensionaler Außerirdischer, ja. Aber ich habe seine Art noch nie gesehen«, nickte sie. »Du glaubst mir nicht, oder?« »Nun, ich meine, wie kommst du darauf, dass es nicht nur ein Typ in einem Anzug ist oder ein Animatronic oder CGI?« fragte ich. »Er würde nicht gerade am Set eines Science-Fiction-Films fehl am Platz aussehen.« »Ich sagte doch, ich kann an seiner Aura erkennen, dass er nicht aus dieser Ebene stammt«, beharrte sie. »Aber wenn dir das Wort eines kannibalistischen Serienmörders nicht ausreicht, warum siehst du es dir nicht einmal aus der Nähe an? Diese Bildschirme haben eine erstaunlich gute Auflösung.« Ihr Ton machte deutlich, dass ihr Vorschlag eigentlich ein Befehl war. Also stand ich gehorsam auf und näherte mich vorsichtig dem Fernseher. Aus der Nähe konnte ich erkennen, dass die Kreatur an ihrem linken Arm ein Lederarmband mit 3 leuchtenden, halbkugelförmigen Zifferblättern trug, zusammen mit verschiedenen anderen Uhrwerkskomponenten. Ein Gürtel um seine Taille trug ein ähnliches Muster, und sein Gewand war aus einer seltsamen Art von Seide gesponnen, in die eckige Fraktale eingestickt waren. Solche feinen, wenn auch seltsamen Kleidungsstücke an einer so monströsen Kreatur waren Teil dessen, was sie so beunruhigend machte. Seine unmenschliche, nein, überirdische Anatomie wies es als etwas völlig Fremdes aus,
aber es hatte sich in etwas gekleidet, das ich als die Insignien von Zivilisation und Gelehrsamkeit erkennen konnte. Es stand seltsam still und spähte schweigend in die Nacht hinaus, wie ein Raubtier, das in der Stille darauf wartet, dass seine Beute vorbeikommt. Außer der Kreatur selbst konnte ich nicht viel erkennen, aber soweit ich das beurteilen konnte, war sie allein und wurde bisher von niemandem bemerkt. Ich betrachtete die Haut genau und versuchte herauszufinden, ob es sich um Silikon oder eine digitale Illusion handelte, aber soweit ich es beurteilen konnte, sah sie wie die Haut eines lebenden Kopffüßers aus. Ich ging immer näher heran und brachte mein Gesicht so nah an den Bildschirm, dass ich das starke statische Feld auf meiner Nase spüren konnte. In diesem Moment ruckte das Wesen mit dem Kopf auf mich zu, wobei der leuchtende Punkt in seiner Öffnung wie der Köder eines Anglerfisches herumflog. Ich zog mich so schnell vom Bildschirm zurück, dass ich nach hinten kippte und halb auf der Couch landete, wo Mary hysterisch lachte. Oh, oh mein Gott, hat es mich gesehen? Hat er mich gesehen? Schrie ich. Bevor sie antworten konnte, klopfte es an das Fenster. Wir drehten uns beide um und sahen die Kreatur draußen stehen, die mit einem ihrer krallenartigen Tentakeln gegen das Glas trommelte. Ich stürzte zur Haustür, aber als ich sie aufstieß, stand die Kreatur schon längst davor und versperrte mir den Weg nach draußen mit beiden Tentakeln, die sich nach oben wölbten wie zwei Kobras, die zum Angriff bereit waren. Selbst in ihrer gebückten Haltung war sie nur knapp kürzer als der Türrahmen und ich hätte keine Chance gehabt, mich unbeschadet an ihr vorbeizudrängen. Meine einzige Möglichkeit zu entkommen wäre, durch eines der Fenster zu brechen. Aber was würde das gegen ein Wesen nützen, das sich augenscheinlich teleportieren konnte? Ich traute mich auch nicht, es zu bekämpfen, also fiel ich einfach auf den Hintern und bettelte um mein Leben. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich habe nicht nach dir gesucht. Ich weiß nicht einmal, was du bist. Ich wüsste auch nicht, wie ich dich wiederfinden sollte, wenn ich es müsste. Sie war diejenige, die es getan hat. Wenn du Angst hast, wiedergefunden zu werden, nimm sie bitte. Ich bin keine Bedrohung für dich. Ich liebe es, wenn sie betteln, gluckste Mary, während sie genüsslich in die Kirsche ihres Martinis biss. Fast so sehr, wie ich einen guten Snufffilm liebe. Erwürg ihn mit deinen Schlangenarmen und nimm ihn aus wie ein Fisch. In diesem Moment hatte ich keinen Grund zu glauben, dass die Kreatur einen von uns beiden verstehen könnte. Es sah zu mir hinunter, dann zu Mary hinauf und dann zu dem alten Fernsehgerät hinüber. Es tippte mit einer Klaue auf das Gerät an seinem Handgelenk und der Kanal wechselte zu Mary, die wieder in ihrem Wohnzimmer saß, wobei sich ihr fröhlich-sadistischer Gesichtsausdruck augenblicklich in Bestürzung verwandelte. Oh, Scheiße, oh, Scheiße, oh, Scheiße, fluchte sie, während sie mit der Fernbedienung herumfummelte. Die Projektion von ihr verschwand sofort, aber sie schien Schwierigkeiten zu haben, ihre eigene Retrovision abzuschalten. Das seltsame Wesen blickte ein letztes Mal auf mich herab, wobei seine Öffnung und seine Tentakel irgendwie einen Ausdruck bildeten, den ich als freundliches Lächeln interpretierte. Es ist ungeheuerlich, was man heutzutage im Fernsehen zulässt, sagte es mit einer hallenden, toten Stimme, die vielleicht nur in meinem Kopf war. Die Kreatur teleportierte sich erneut und erschien diesmal mit Mary auf dem Fernseher. Sie schrie und zog ihre Messer, aber die Kreatur wich ihren Schlägen aus und packte ihre Arme mit ihren Tentakeln. Die Wände des Raumes, in dem sie sich befanden, begannen zu schmelzen. Und dann schaltete ich den Fernseher aus. Im Zimmer war es nun stockdunkel, aber im fahlen Nachleuchten des Bildschirms konnte ich gerade noch mein Spiegelbild ausmachen. Ich beschloss, wenigstens eine der Regeln meines Großvaters zu befolgen, knallte die Schranktüren zu, bevor sich das Bild in meinem Kopf festsetzen konnte, und machte mich aus dem Staub. Ich weiß nicht, was zwischen Mary und dieser Kreatur vorgefallen ist. Und solange ich keinen der beiden jemals wiedersehe, ist es mir auch scheißegal. Ich rief meinen Großvater an, erzählte ihm, was passiert war und dass ich nicht mehr in diesem Haus bleiben konnte. Glücklicherweise war er verständnisvoll, aber nicht gerade redselig, was er über das, was ich durchgemacht hatte, wusste. Als er aus dem Krankenhaus kam, sah er als erstes in seinem Ausstellungsraum nach. Nichts war kaputt oder fehlte oder war auch nur fehl am Platz, mit einer Ausnahme. Ein Küchenmesser steckte in der Couch, genau dort, wo ich gesessen hatte.
Es sah aus, als wäre es direkt aus dem Fernseher geworfen worden, oder so unmöglich es auch klingen mag, durch ihn hindurch. Mary hatte irgendwann versucht, mich zu töten, anscheinend sogar von der anderen Seite des Bildschirmes aus. Sie hatte nicht getroffen und ich, fasziniert von dem, was ich auf dem Bildschirm sah, bemerkte es nicht. Kein Wunder also, dass mein Großvater die Türen des Fernsehschranks immer geschlossen hält. Hinter dem Spiegelglas. Die gottverdammten Regeln waren doch so einfach gewesen. Beginnt die Seance mit einer Begrüßung und beendet sie mit einer Verabschiedung. Stellt nur kurze und eindeutige Fragen. Setzt euch in einem Kreis um das Brett. Behandelt die Geister mit Respekt. Hängt alle Spiegel im Raum ab. Egal was passiert, verlasst unter keinen Umständen den Kreis. Eigentlich hatte ich vorgehabt, einen entspannten und lustigen Abend mit meinen Freunden zu verbringen. Wir wollten einfach nur gemeinsam abhängen, Pizza essen und das ein oder andere Bierchen zischen. Aber wie heißt es doch so schön? Erstens kommt es anders und zweitens, als du denkst. Es war Freitag, der 31. Oktober und somit der Abend von Halloween. Wild flackerten die kleinen Flammen der Teelichter in den ausgehöhlten Kürbissen, die auf den grauen Stufen standen, die zu unserer Haustür führten. Von überall her trug der ungewöhnlich milde Herbstwind das Lachen der verkleideten Kinder, die bereits in den späten Nachmittagsstunden damit begonnen hatten, eifrig von Haustür zu wandern und mit mehr oder weniger kreativen Sprüchlein nach etwas Süßem zu betteln. Obwohl meine Eltern waschechte Halloween-Freaks waren, eine Leidenschaft, von der ich zum Leidwesen der beiden unberührt geblieben bin und es in dieser Nacht normalerweise immer richtig krachen ließen, mussten sie ausgerechnet dieses Wochenende zu meiner pflegebedürftigen Großmutter fahren. Mein Bruder Daniel, gerade einmal 13 Jahre alt und damit das Nesthäkchen der Familie, hatte die zweifelhafte Ehre, sie bei diesem Roadtrip zu begleiten. Ich, alt genug, eigene Entscheidungen zu treffen, bin lieber zu Hause geblieben, um mit meinen Kumpels abhängen zu können. Wäre ich verdammter Sturkopf doch nur mit ihnen gegangen. Aber nein, ich musste einen riesigen Streit mit meiner Mutter vom Zaun brechen über Pflichten und Verantwortung als junger Erwachsener der Familie gegenüber. Die letzten Worte, die meine Mutter von mir gehört hatte, waren: »Verpisst euch doch endlich!« Mit einem raschelnden Geräusch öffnete ich die Chipstüte in meinen Händen und füllte den Inhalt in eine große schwarze Plastikschüssel, die stilecht mit einem weißen Spinnennetzmuster verziert war. Mein Blick wanderte aus dem Küchenfenster hinaus in unseren Vorgarten. Die Nacht hatte sich bereits über den verschlafenen kleinen Ort gelegt und alles in eine Dunkelheit gehüllt, die nur von dem hellen Schein der Straßenlaternen und den beleuchteten Häusern durchbrochen wurde. Unheilvoll und gespenstisch schwankten die Sensenmänner, die in zerfetzten Umhängen von den knorrigen Ästen des großen Ahornbaumes hingen, im Wind hin und her. Rote Grablichter säumten den Weg von dem kleinen schmiedeeisernen Gartentor bis hin zu der steinernen Treppe vor unserer Haustür. Das Licht der kleinen Flammen warf seltsame Schatten, die wild auf den künstlichen Grabsteinen tanzten, die hinter den Kerzen platziert worden waren. Hier und da ragte ein skelettierter Arm aus dem Boden, als wäre der einst Verstorbene gerade dabei, sich krampfhaft einen Weg zurück zu den Lebenden zu bahnen. In einem alten Schaukelstuhl auf unserer Terrasse saß eine Vogelscheuche mit gesenktem Kopf, auf dem sie einen riesigen grauen Hut mit breiter Krempe trug. Goldenes Stroh blitzte aus den Ärmeln und dem Kragen der Puppe, auf deren Schoß sich eine riesige Schüssel mit allerlei süßen Leckereien platziert hatte. So konnten sich die Kinder selbst bedienen und ich musste nicht alle 10 Minuten zur Tür hechten und mir die immer gleichen Sprüche reinziehen. Die Nervensägen hatten dieses Jahr aber wirklich Glück, denn in dieser Nacht herrschten die perfekten Bedingungen für eine ausgiebige Süßes- oder Saures-Tour.
Am sternenbesetzten Nachthimmel war keine einzige Wolke zu erkennen und der runde Mond spendete den kleinen Hexen und Geistern zusätzliches Licht auf ihrem Weg zu den Häusern. Es hätte der perfekte Abend werden können. Bevor der helle Klang der Türklingel ertönte, konnte ich schon das tiefe Lachen meiner Freunde von draußen hören. »Pünktlichkeit ist nicht so euer Ding, hä?« warf ich ihnen lachend an den Kopf, als ich die Tür öffnete und sie eintreten ließ. »Sag das, Tim, wir waren schon fast bei dir, als dem Penner eingefallen ist, dass er vergessen hat, das Bier zu besorgen. Deswegen mussten wir nochmal umdrehen und zur nächsten Tanke fahren«, erklärte Ben und boxte Tim dabei leicht in die Seite. Der zuckte nur entschuldigend mit den Schultern und drückte mir einen der beiden Sechser Bier in die Hand, die er hereingetragen hatte. Leute, ich habe einen Bärenhunger. Seit meine Mutter und meine Schwester auf diesem bescheuerten Ökotrip sind, gibt es bei uns nichts Ordentliches mehr zu essen. Lass uns gleich mal Pizza bestellen«, jammerte Micha mitleidsvoll und rieb sich über den flachen Bauch. Tim, Ben, Micha und ich waren schon seit der Grundschule miteinander befreundet. Auch wenn jeder von uns nach der Schule seinen eigenen Weg eingeschlagen hatte, trainierten wir noch immer in derselben Fußballmannschaft und blieben unserer Freundschaft treu. Nachdem ich das Bier in die Küche gestellt und Micha den Flyer vom Lieferdienst in die Hand gedrückt hatte, deutete ich mit dem Finger auf das in braunes Kraftpapier eingewickelte Päckchen, das Ben unter seinen Arm geklemmt hatte. »Was ist das denn?«, fragte ich neugierig, woraufhin sich ein fieses Grinsen auf dem Gesicht meines Freundes breit machte. Ich kannte diesen Ausdruck, der hatte nie etwas Gutes zu bedeuten. Aktionen, die mit diesem Grinsen begannen, endeten bisher immer damit, dass einer von uns oder aber wir alle eine Menge Ärger kassierten. »In unserer Straße gab es letzte Woche einen Garagenflohmarkt, aber keine von der langweiligen Sorte. Die haben das Haus von der alten Hexe leergeräumt und alles zum Verkauf angeboten. Ich konnte mir das natürlich nicht entgehen lassen und beim Stöbern bin ich auf dieses Schätzchen hier gestoßen. Das Schmuckstück wird dem heutigen Abend noch richtige Würze verleihen«, erklärte Ben und tätschelte dabei fast schon liebevoll das Paket. Mit Hexe meinte er die alte Adler, eine Frau von seltsamer Erscheinung, mit ihren krausen schwarz-grauen Locken, dem runstigen, von tiefen Furchen durchzogenen Gesicht und dem unvollständigen Gebiss sah sie aus, als wäre sie geradewegs einem Schauermärchen entsprungen. Der Zerfall hatte sich nicht nur auf ihren Körper beschränkt, sondern war auch auf ihr Zuhause übergegangen. Mit jedem Jahr, das sie älter wurde, schien auch das Haus zu altern. Die Fassade war rissig und die Farbe war über die Zeit fast vollständig abgeblättert. Jede Menge Unrat hatte stets in ihrem verwilderten Vorgarten gelegen, den sich die Natur Stück für Stück zurückerkämpft hatte. Als wir noch jünger waren, galt es als Mutprobe, spätabends durch das quietschende, metallene Gartentor zu schlüpfen und an der morschen Haustür der alten Adler zu klopfen. 5 Sekunden lang musste man dann auf den bröckelnden Stufen verharren, bevor man sich wieder von dem Haus entfernen durfte. Jeder aus unserer Gruppe hatte das natürlich gemacht. Der ein oder andere musste dann sogar in das erschreckende Antlitz der alten Frau blicken, wenn sie bereits vor Ablauf der 5 Sekunden die Tür geöffnet hatte. Aber wir waren natürlich wesentlich flinker als sie, weswegen diese Streiche ohne Konsequenzen blieben. Sie hat uns dann, während wir lachend und grölend die Straße entlang gerannt sind, irgendwelche unverständlichen Worte hinterhergerufen. Rückblickend würde ich behaupten, dass es Rumänisch oder Ungarisch gewesen war. Vor einigen Wochen hatte ich in der Zeitung gelesen, dass die alte Frau wohl verstorben sei. Laut der Traueranzeige hatte sie eine Tochter gehabt, allerdings kann ich mich nicht daran erinnern, je jemand anderen bei der Hexe gesehen zu haben. Ich hatte schon die Befürchtung, dass Micha mir an Ort und Stelle noch verhungern würde, so kraftlos lümmelte er auf dem Sofa herum. Als es an der Tür klingelte, sprang er allerdings filmreif von dem Sofa und schoss wie von der Tarantel gestochen zur Haustür. Der arme Pizzabote hätte fast einen Herzinfarkt bekommen, als Micha die Tür aufriss und gierig den riesigen Karton entgegennahm. Peinlich berührt drückte ich dem pickligen Kerl den Geldschein in die Hand und wünschte ihm noch einen ruhigen Abend, ehe ich die Tür hinter mir verschloss. Als ich wieder ins Wohnzimmer kam, stand der geöffnete Karton bereits auf dem Tisch und die Jungs hatten sich um ihn herum verteilt. Jeder von ihnen hielt bereits ein dampfendes Stück Pizza in der Hand. Ich setzte mich zu ihnen und griff ebenfalls in den Karton. Micha neben mir schmatzte glückselig und versuchte sich nicht an den Käsefäden zu verbrennen, die das Stück in seine Hand bei jedem Bissen zog. »Also Ben, jetzt zeig mal her, was du da ergattern konntest«,
Die Neugierde in meiner Stimme war nicht zu überhören. Mit einem schelmischen Grinsen leckte sich die vor Fett glänzenden Finger, bevor er das Paket auf seinen Schoß zog. Mit großen Augen beobachteten wir ihn dabei, wie er fast schon nervenzerreißend langsam das Papier von dem Gegenstand löste. Zum Vorschein kam ein rissiger und vergilbter Karton. Im ersten Moment dachte ich enttäuscht, dass es sich um ein altes Brettspiel für Kinder handeln würde, aber die Buchstaben, deren schwarze Farbe mittlerweile zu einem durchlässigen Grau verblasst war, belehrten mich eines Besseren. »Ein Hexenbrett?« fragte ich überrascht und zog dabei meine Stirn in Falten. »Irre, oder?« antwortete Ben. Mit dem verstaubten Karton auf dem Schoß und dem breiten Grinsen im Gesicht erinnerte er mich an ein kleines Kind unter dem Weihnachtsbaum, das soeben ein großartiges Geschenk hatte öffnen dürfen. »Ja, echt irre«, wiederhole ich wenig begeistert. Ein unbehagliches Gefühl, so diffus, dass ich nicht in der Lage war, es genauer zu beschreiben, war dabei, sich in meinem Inneren auszubreiten. Ich war niemand, der an Geister und Dämonen glaubte oder hinter jedem seltsamen Ereignis eine unerklärliche und übernatürliche Macht vermutete, aber dennoch war ich der Meinung, dass man das Schicksal nicht unbedingt herausfordern sollte. Andererseits wollte ich vor den anderen auch nicht als Angsthase oder Spielverderber dastehen, weswegen ich meine Bedenken für mich behielt. Auf Bens Anweisung hin löschten wir alle Lichter im Wohnzimmer, welches anschließend nur noch spärlich von dem flackernden Schein einiger Kerzen erhellt wurde. Wir knieten uns in einem kleinen Kreis auf den Boden, das Hexenbrett in unserer Mitte. Nur mit seinen Fingerspitzen hob Ben den Deckel der Schachtel, als hätte er Angst, der uralte Karton könnte in seinen Händen zu Staub zerfallen. Wahrlich, der Zahn der Zeit hatte ordentlich an dem Ding genagt. Ohne den Blick von seiner Errungenschaft abzuwenden, reichte Ben mir den Deckel, damit ich ihn auf den kleinen Couchtisch neben mir ablegen konnte. Ouija stand in verschnörkelten Buchstaben darauf geschrieben. Ein paar Zentimeter darunter waren eine Sonne und ein Vollmond abgebildet, die dem Betrachter mit schrecklichen Fratzen entgegenstarrten. Kopfschüttelnd legte ich den Deckel zur Seite und widmete mich wieder dem Geschehen in unserer Mitte. Im Inneren des Kartons befand sich das Hexenbrett. Eine flache Tafel aus altem Holz, an der einige Kratzer und andere Gebrauchsspuren zu erkennen waren, die auf eine rege Benutzung durch die früheren Besitzer hindeuteten. Die Buchstaben des Alphabets sowie die Zahlen 0 bis 9 und die Wörter Ja, Nein, Hallo und Auf Wiedersehen waren in dicken schwarzen Buchstaben in das glänzend lackierte Holz eingraviert worden. Auf den oberen Ecken waren jeweils rechts und links wieder Sonne und Mond abgebildet. In der Schachtel befand sich neben dem Brett auch noch die Planchette, ein kleines, hübsch verziertes Holzbrettchen in Herzform mit einem verglasten Loch in der Spitze. Als Ben das Hexenbrett anhob, um es endgültig aus seiner Verpackung zu befreien, flatterte ein kleines, dünnes Heftchen aus gelbem Papier zu Boden. Regelwerk stand in schwungvollen Buchstaben darauf geschrieben. Vorsichtig nahm ich es in die Hand. Es fühlte sich ein wenig klebrig an und war bereits so alt, dass die Schrift in seinem Inneren zum großen Teil bereits verblichen und nur sehr schwer zu lesen war. Krampfhaft versuchte ich, die Worte im kaum vorhandenen Licht zu entziffern und laut vorzulesen. »Und was steht da?« fragte Tim, der bisher verdächtig ruhig war. Er lehnte sich leicht zu mir, um ebenfalls einen Blick auf das Papier in meinen Händen zu erhaschen. »Tja, wenn ich es nur lesen könnte...« entgegnete ich leiser. Mit zusammengekniffenen Augen hielt ich das Heftchen ganz nah an mein Gesicht. Also ich fasse das mal zusammen. Man soll einen Kreis um das Brett bilden, da können wir schon mal einen Haken hintermachen. Die Geister wollen stets begrüßt und verabschiedet, so wie respektvoll behandelt werden. Die Fragen haben kurz und eindeutig zu sein, dann steht hier noch etwas von abgehängten Spiegeln und das wäre auf gar keinen Fall... Bevor ich meinen Satz beenden konnte, riss Tim mir die Anleitung aus der Hand und pfefferte sie mit einem »Regeln sind nur was für langweilige Idioten« in die nächste Zimmerecke. Mit einem Stirnrunzeln sah ich zu, wie das dünne, abgegriffene Papier raschelnd zu Boden ging. Ich zuckte zusammen, als ein lautes Klatschen ertönte. Eifrig rieb sich Ben seine Hände und grinste dabei schelmisch. Im fahlen Licht der Kerzen, das auf sein Gesicht schien, sah er aus wie einer dieser geisteskranken Mörder aus einem Low-Budget-Horrorfilm. »Na, dann mal her mit eurem Patschehändchen, Freunde«,
flötete Ben freudig erregt und deutete auf die Planchette, die er bereits in die Mitte des Brettes gelegt hatte. Widerwillig und mit einem tiefen Seufzen folgte ich dem Beispiel meiner Kumpels und legte meinen rechten Zeigefinger mit der Spitze sanft auf dem dünnen Brettchen ab. »Seid gegrüßt, ihr Geister!« begann Ben beschwörend zu flüstern, was zu einem umgreifenden Kichern führte. »Behandelt die Geister gefälligst mit Respekt, ihr Gesindel!« ermahnte er uns mit einem gespielt theatralischen Ton, was uns nur noch mehr zum Lachen brachte. Mit erhobener Hand brachte er uns zum Schweigen. Während er weiter seine Beschwörung sprach, tauschten wir belustigte Blicke aus und versuchten krampfhaft, nicht loszugrölen. Auch wenn ich mitlachte, da war noch immer dieses seltsame, unangenehme Gefühl tief in mir, das mich eigentlich zur Vorsicht ermahnte, dem ich aber kein Gehör schenken wollte. »Hört mich an, ihr Geister«, sprach Ben weiter. »Lasst mich an eurer unendlichen Weisheit teilhaben und verratet mir, ob ich in naher Zukunft endlich mal an Jennys Wäsche darf.« Für einen Moment herrschte betretenes Schweigen, bevor eine tiefe Stimme erklang und sprach, »Wenn sie bei Verstand ist, wird das niemals der Fall sein, du kleiner Nerd.« Ab diesem Augenblick gab es kein Halten mehr. Schallend lachten wir los, während Ben nur verächtlich zu Tim sah, der soeben noch mit verstellter Stimme gesprochen hatte. »Ich lach mich scheckig«, schnaubte Ben und sah dann mit einem hoffnungsvollen Blick in meine Richtung. »Jetzt bist du dran!« Noch immer sträubte sich alles in mir, doch als ich in die Gesichter meiner Freunde sah, brachte ich es einfach nicht übers Herz, ihnen die Laune zu verderben. Stirnrunzelnd dachte ich fieberhaft über eine Frage nach, die wichtig und bedeutend genug war, dass man die Geisterwelt mit ihr belästigen konnte. Aber mir wollte einfach nichts einfallen. Alles, was mir in den Kopf schoss, kam mir klein und unbedeutend oder sogar kindisch vor. Es dauerte einige Augenblicke, bis mich doch noch ein Geistesblitz traf. »Jetzt habe ich was«, rief ich freudig aus. Ben nickte mir auffordernd zu und mit ernstem Ton sprach ich die Worte. »Ist hier jemand bei uns?« In dem Raum war es so still geworden, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören. Gebannt waren unser aller Augen auf das Brett gerichtet. Erst dachte ich, dass ich anfangen würde, mir etwas einzubilden, als ich eine Bewegung unter meinem Finger spürte. Aber dann begann die Planchette wie von Zauberhand allein damit, sich über das Brett zu schieben. Erschrocken keuchte ich auf, während meine Freunde mit offenen Mündern da saßen und ungläubig das Treiben beobachteten. »Tim, lass den Scheiß«, zischte Ben, woraufhin der Beschuldigte nur mit den Schultern zuckte und uns glaubhaft versicherte, dass er damit diesmal wirklich nichts zu tun hätte. Als das kleine Holzstück auf dem Wort »Ja« zum Stehen kam, hätte ich am liebsten sofort losgelassen. Aber es war schlicht und ergreifend nicht möglich. Mein Finger haftete an diesem Ding, als wäre er mit Sekundenkleber daran befestigt worden. Selbst als es in einem Affenzahn über die Buchstaben reinhuschte, konnte ich mich nicht davon lösen. »Hat sich jemand gemerkt, was da gerade rausgekommen ist?«, keuchte Micha. Er hörte sich an, als wäre er gerade einen Marathon gelaufen, und sein Blick huschte ängstlich zwischen uns hin und her. Hektisch hob und senkte sich sein Brustkorb. »Hallo, Sam.« Verwirrt sah ich bei der Nennung meines Namens zu Ben. Da er keine Anstalten machte, von alleine weiterzureden, sondern nur auf dem Boden starrte, hakte ich nach. »Was hast du gesagt?« Mein Herz schlug heftig in meiner Brust. »Die Buchstaben. Setzt man sie zusammen, kommt Hallo, Sam, raus«, antwortete er und sah über den Rand seiner Brille direkt zu mir. Einen kurzen Moment stutzte ich. Schon als er diesen Satz zum ersten Mal gesagt hatte, hatte ich den Eindruck gehabt, dass sich seine Stimme verändert hatte. Und jetzt war ich mir absolut sicher. Das war nicht die Stimme meines Freundes, die dort sprach. Sie war viel kehliger, dunkler. Schweigend erwiderte ich seinen Blick. Die Augen zusammengekniffen, um im flackernden Kerzenschein überhaupt etwas erkennen zu können, suchte ich sein Gesicht hoffnungsvoll nach einem Hinweis darauf ab, dass er gerade einfach nur einen blöden Scherz machte und uns alle auf den Arm nahm. Aber ich konnte nichts finden. Je länger ich ihn ansah, desto mehr beschlich mich das Gefühl, dass da etwas nicht stimmte. Als könnte er meine Gedanken lesen, hob er eine Augenbraue und seine Lippen begannen sich zu einem hässlichen Grinsen zu verziehen. Einem unmenschlichen Grinsen. So langgezogen und breit, dass ich befürchtete, dass seine Haut zu reißen beginnen würde. Unfähig, den Blick abzuwenden, wurde ich Zeuge davon,
wie das Weiß aus seinen Augäpfeln gänzlich verschwand und einem glänzenden Schwarz wich. Obwohl alle Fenster und Türen geschlossen waren, ging ein heftiger Windstoß durch das Zimmer, der zornig alle Kerzen löschte, sodass nur noch Dunkelheit herrschte. Der Schreck ging mir durch Mark und Bein und ich zuckte heftig zusammen. In der Finsternis konnte ich das verhaltene Lachen meiner Freunde hören, die so versuchten, die Panik in ihrem Inneren zu unterdrücken. Mir allerdings war das Lachen im Halse stecken geblieben, denn ich spürte einen warmen Atem auf meinem Gesicht, als hätte sich jemand oder etwas direkt vor mich platziert. Aus Reflex schloss ich meine Augen und rutschte ein ganzes Stück nach hinten, weg von dem Brett und heraus aus dem Kreis. Der schlimmste Fehler meines Lebens. Als ich meine Augen wieder öffnete, war ich allein. Das Hexenbrett sowie meine Freunde waren verschwunden. Einige Sekunden verharrte ich regungslos sitzend auf dem Boden und starrte mit offenem Mund nach vorne. Nur langsam kehrte das Leben wieder in mich zurück und mit ihm kam die Angst. Was war da eben passiert? Hatte ich einen Hirnschlag erlitten oder war irgendwie anders bewusstlos geworden? Denn mehr als ein fieberhafter Albtraum konnte das jedoch nicht sein. Schwerfällig erhob ich mich und blickte mich in dem Raum um. Es sah eindeutig so aus wie das Wohnzimmer meiner Eltern und doch auch wieder nicht. Es war spiegelverkehrt ausgerichtet. Dunkelheit herrschte vor. Eine seltsame Art von Dunkelheit. Fast so, wie man sie von einer Sonnenfinsternis kennt, wenn sich Mond und Sonne zu einem einzigartigen Schauspiel vereinen und das Licht von der Erde tilgen. Es war, als hätte jemand einen Graufilter über meine Augen gelegt. Ich rieb sie mir einmal heftig, aber nichts veränderte sich. An diesem Ort schienen Farben nicht zu existieren. Völlig unvermittelt wurde ich von einem gleißenden Lichtstrahl geblendet, der mir unangenehm in den Augen brannte. Ich musste einige Male blinzeln, bis ich mich an die Helligkeit gewöhnt hatte und ich wieder etwas erkennen konnte. Der Lichtkegel schien aus einem ovalen Loch in der Wand zu kommen. Mit langsamen Schritten näherte ich mich der Öffnung und riskierte einen Blick durch sie hindurch. Was ich sah, ließ mich nur noch mehr meinem sowieso schon bröckelnden Verstand zweifeln. Ich sah meine Freunde. Ben, wie er am Lichtschalter stand und sich vor Lachen den Bauch hielt, und auch die anderen, die sich ebenfalls lachend und gröhlend auf dem Boden kringelten. Das allein war schon seltsam genug, war ich doch bis eben noch in ihrer Mitte gewesen. Aber wirklich verstörend war die Tatsache, dass ich mich selbst sehen konnte. Nochmals rieb ich mir die Augen in der Hoffnung, dass das alles nur eine Illusion war, die im nächsten Augenblick verschwinden würde. Ein Streich, den mir mein Gehirn spielte. Aber als ich erneut hinsah, hatte sich an dem grotesken Bild nichts verändert. Da stand ich selbst zwischen meinen Freunden und lachte mit ihnen. Wie konnte das sein? Ich war doch hier, oder etwa nicht? Beruhig dich, Sam. Für das alles muss es eine logische Erklärung geben, ermahnte ich mich selbst zur Vernunft. Eilig stapfte ich durch das Wohnzimmer in Richtung Haustür und versuchte, diese zu öffnen. Doch sie war fest verschlossen und gab kein Stückchen nach. Genauso verhielt es sich auch mit der Terrassentür. Als ich einen prüfenden Blick durch die Fenster warf, war da nichts außer einer undurchdringlichen Finsternis. Schwärze. Mehr war nicht zu sehen. Ich lief zurück in das Wohnzimmer, zurück zu dem Loch in der Wand. Als ich versuchte, meine Hand hindurchzustrecken, berührten meine Fingerspitzen nur eine kalte, glatte Oberfläche, wie das Glas bei einem Fenster. Die Panik übermannte mich und ich hatte das Gefühl, in diesem Meer aus Angst ertrinken zu müssen, weshalb ich panisch nach Luft schnappte. Atme. Atme. Denke. Atme. Denke. Flüsterte ich mir in einem beschwörenden Singsang selbst zu und trommelte mir dabei mit den Fäusten gegen meinen Kopf. Der Schmerz ließ mich nicht weiter an der Realität dieser Situation zweifeln, denn wäre das ein Traum, müsste ich spätestens jetzt aufwachen. Aber dem war nicht so. Keuchend ließ ich mich auf das Sofa fallen, doch in dem Moment, in dem mein Blick auf den Pizzakarton neben mir fiel, schrak ich sofort wieder hoch. Ein ekelerregender Haufen Maden wandte sich dick und speckig glänzend auf den schwarz verschimmelten Resten der Pizza. Ein heftiges Würgen brachte meinen Körper zum Zittern. Eilig rannte ich in die Küche, wo ich mit einem Glas Wasser gegen die aufsteigende Übelkeit ankämpfen wollte,
Doch aus dem Hahn kam kein Tropfen. Als ich die Kühlschranktür aufriss, um im Inneren nach einem kalten Getränk zu suchen, erwartete mich der nächste Schrecken. Sämtliche Lebensmittel waren verdorben. Übrig geblieben waren nur kümmerliche, glitschige Haufen aus schwarzem Schimmel, auf denen sich fröhlich die Maden tummelten. Die Wasserflaschen waren grau und trüb. Angeekelt wandte ich meine Augen ab und schloss den Kühlschrank eilig wieder. Mit einem flauen Gefühl im Magen ging ich zurück zu der Wand und riskierte einen erneuten Blick durch die Öffnung hindurch. Zu sehen war nur das verwaiste Wohnzimmer. »Ich komm gleich, geht schon mal zum Auto!« hörte ich meine eigene Stimme auf der anderen Seite rufen. Ungläubig beobachtete ich mich selbst, wie ich meine Jacke und einen Schal von der Garderobe zog und mir überwarf. Gemächlich kam ein Abbild auf mich zu. Als würde es in einen Spiegel sehen, betrachtete es sein, oder vielmehr mein Gesicht, von allen Seiten, drehte es hin und her und beäugte es zufrieden. Was dann geschah, ließ meine Welt und alles, woran ich geglaubt oder vielmehr nicht geglaubt hatte, zu einem Scherbenmeer zerbrechen. »Viel Spaß darin«, hörte ich mir selbst von der anderen Seite zuflüstern. Mit einem Augenzwinkern machte mein anderes Ich auf dem Absatz kehrt und verließ den Raum. Ich konnte noch hören, wie die Haustür geräuschvoll ins Schloss fiel. Dann herrschte eisige Stille. Hier und jetzt. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie lange es her ist, dass dieser schreckliche Albtraum begonnen hat, aber wenn ich von den Lichtverhältnissen ausgehe, die ich von meinem Guckloch aus beobachten kann, würde ich sagen, dass bereits einige Tage vergangen sind. Mittlerweile habe ich mich so weit beruhigt, dass ich den ein oder anderen klaren Gedanken fassen konnte. Nachdem ich bisher die meiste Zeit damit verbracht habe, mich weinend unter meiner Bettdecke zusammenzukauern oder wütend und brüllend gegen die grauen, kalten Wände zu trommeln, sitze ich jetzt mit einem Stück Papier und einem Stift in der Hand auf dem Sofa und versuche, meine Beobachtungen festzuhalten. Seit ich hier bin, habe ich weder geschlafen oder gegessen, noch etwas getrunken. Hunger, Durst, Müdigkeit, das alles existiert für mich nicht mehr. Das Einzige, was ich noch spüre, ist eine abgrundtiefe Leere in meinem Inneren. Betrachte ich das alles einmal ganz rational und logisch, müsste ich mich ausgehend von der Position des Loches hinter dem riesigen Spiegel in unserem Wohnzimmer befinden. Ein großes und wuchtiges Erbstück meiner Großmutter, das in einen goldenen, kunstvoll geschmiedeten Rahmen gefasst ist. Das Gold des Rahmens wurde vom Schmied so gebogen, dass es aussieht, als würden Ranken vom Spiegelglas aus über die Wohnzimmerwand kriechen. Ich mochte dieses Teil noch nie, ebenso wie mein Bruder, was unsere Mutter aber nicht davon abgehalten hat, es für jeden sichtbar an der Wohnzimmerwand anzubringen, wo es jetzt den ganzen Raum dominiert. Plötzlich regt sich etwas auf der anderen Seite. Ich kann hören, wie sich die Haustür öffnet. Ein Funken Hoffnung beginnt in mir aufzuglimmen. Achtlos fallen Papier und Stift zu Boden, als ich aufstehe und zu dem Loch in der Wand hechte. Schwer schnaubend trägt mein Vater die schweren Reisetaschen meiner Mutter und meines Bruders gerade die Treppe nach oben. »Sam, wir sind wieder da!« ruft meine Mutter laut, während sie sich ihrer Jacke entledigt und diese ordentlich an die dunkle, hölzerne Garderobe hängt. Ebenfalls ein Erbstück. Über die Jahre hat sie das Haus in eine Art Antiquitätenlager verwandelt, sehr zum Leidwesen von uns Männern. »Warum ist es hier denn so dunkel?« fragt sie sich selbst, kopfschüttelnd, und marschiert zu dem großen Fenster im Wohnzimmer. Geräuschvoll schiebt sie die schweren Vorhänge auseinander, so dass die Herbstsonne den Raum fluten kann. Als sie sich umdreht, entfährt ihr ein kurzer Schreckensschrei. »Himmel, Junge! Willst du noch, dass ich einen Herzinfarkt bekomme? Warum sitzt du denn hier im Dunkeln auf dem Sofa? Hast du etwa immer noch geschlafen?« Ich verrenke mir fast den Hals bei dem Versuch, in Richtung Sofa zu sehen. Es quietscht ein wenig, als mein Zwilling seinen Körper vom Sofa erhebt und schweigend auf meine Mutter zugeht. Schreiend und wüste Beschimpfungen ausstoßend hämmere ich mit den Fäusten gegen das unsichtbare Glas in der Hoffnung, dass mich jemand von meiner Familie hört. Doch all das ist vergebliche Liebesmüh, denn meine Hilferufe verhallen ungehört.
Sam, Alter, du weißt gar nicht, wie froh ich bin, dass ich zurück in der Zivilisation bin. Bei Oma war es so derbe langweilig. Die hat nur ein Radio, kein Fernsehen und das Internet scheint für die da draußen Neuland zu sein. Das war übelst ätzend, schimpft mein Bruder, während er auf das Ding zuläuft, das er fälschlicherweise für mich hält. Er hält meinem zweiten Ich die Faust zum Gruß hin. Üblicherweise würde ich mit meiner jetzt leicht dagegen schlagen, aber dieses Ding starrt nur finster auf Daniels Hand. Was denn los? Alles gut bei dir? Fragt er perplex, während er die Faust sinken lässt. Die Blicke der beiden treffen sich und ich stelle fest, dass es in Daniels Gesicht arbeitet. Laut rufe ich seinen Namen und hämmere gegen das Spiegelglas, obwohl ich nach meinen bisherigen erfolglosen Versuchen bereits weiß, dass es nichts bringt. Als ich mutlos meine Hände wieder sinken lasse, passiert etwas, das die Flamme der Hoffnung in meiner inneren Finsternis erneut aufleuchten lässt. Mein Bruder sieht mit zusammengezogenen Augenbrauen in Richtung Spiegelglas direkt zu mir. Es macht den Anschein, als hätte er mich gehört. Kann das denn sein? In dem Moment, als er einen Schritt auf den Spiegel zumachen möchte, packt ihn das Ding mit einem künstlichen Lächeln auf den Lippen an der Schulter. Jetzt bist du zum Glück wieder hier. Wie sieht es aus? Sollen wir ein bisschen in meinem Zimmer zocken? Fragt er mit süßlicher Stimme, was meinem Bruder ein dickes Grinsen auf das Gesicht zaubert. Eifrig nickt er und die beiden verlassen den Raum. Kurz bevor sie den Türrahmen passieren, dreht sich dieses Wesen noch einmal um, sieht in Richtung Spiegel und zwinkert mir zu. Dieser kleine Bastard weiß genau, dass ich hier bin und ihn beobachte. Wütend schlage ich mit der flachen Hand gegen die Wand, was einen brennenden Schmerz auf meine Handinnenfläche hinterlässt. Als mein Blick auf meine Armbanduhr fällt, stelle ich verwundert fest, dass das Datum noch immer der 31. Oktober ist. Laut meiner Uhr ist es kurz vor Mitternacht, aber auf der anderen Seite ist es taghell. Eilig gehe ich zu dem Sofa zurück und sammle meine Schreibutensilien vom Boden auf. Was hier nur Stunden sind, sind in der Welt da draußen bereits Tage. Diese Beobachtung ist es definitiv wert, aufgeschrieben zu werden. Die Tage vergehen und ich erlebe nur noch Ausschnitte aus dem Leben meiner Eltern und meines Bruders. Mittlerweile musste die Halloween-Dekoration der glitzernden und leuchtenden Weihnachtsdeko weichen. Eine prachtvoll geschmückte, tiefgrüne Tanne steht bereits im Wohnzimmer und erstrahlt in samtigen Rot- und Goldtönen. Unter ihr liegen hübsch verpackte, mit großen roten Schleifen verzierte Geschenke. Es ist Heiligabend und ich hänge noch immer in dieser beschissenen Zwischenwelt fest. Während auf der anderen Seite vor den Fenstern vermutlich leise der Schnee rieselt, sehe ich nur weiterhin die Finsternis, wenn ich einen Blick nach draußen riskiere. Allerdings ist mir bereits vor einigen Tagen aufgefallen, dass sich eine Art Nebel vor den Fenstern gebildet hat. Teilweise ist er sogar durch die Ritzen der Fensterrahmen und unter dem Schlitz der Eingangstür in das Innere des Hauses gequollen. Das ist aber nicht das Einzige, was sich hier verändert hat. Ich musste feststellen, dass sich die dunklen Schatten in den Ecken der Zimmer immer weiter ausbreiten, wie Unkraut, das über den Boden wuchert. Als mir das zum ersten Mal aufgefallen ist, hatte ich es noch für eine Einbildung gehalten. Irgendwann ließ mich dieser Gedanke aber nicht mehr los, weshalb ich mit einem Kugelschreiber eine Linie auf dem Boden gezogen habe. Es hat eine ganze Weile gedauert, aber dieser verdammte Schatten ist mittlerweile so groß geworden, dass er die Linie gänzlich verschluckt hat. Seit einer halben Ewigkeit tigere ich jetzt schon unruhig den Weg von der Terrassentür zur Küche auf und ab. Eine plötzliche Bewegung in meinem Augenwinkel lässt mich mitten in der Bewegung verharren. Was war das? Vorsichtig nähere ich mich dem Fensterglas und blicke hinaus in die Dunkelheit. Dicke Nebelschwaden kräuseln sich auf der anderen Seite direkt vor meiner Nase. Dahinter herrscht nur Finsternis. Als ich mich nach einigen Sekunden wieder abwenden will, weil ich der Meinung bin, dass mein Verstand mir nur einen Streich gespielt hat, passiert etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren lässt. Direkt vor meinen Augen läuft jemand durch den Nebel. In einer Geschwindigkeit, die das menschliche Auge nur schwer erfassen kann. Wer oder was war das bitte gerade? Spontan würde ich behaupten, dass da soeben eine junge Frau vorbeigehuscht ist, aber beschwören kann ich es nicht. Ein lautes Klopfen an der Haustür lässt mich heftig zusammenzucken. Für einen Moment habe ich die Befürchtung, dass mein Herz aufgehört hat zu schlagen. Einer inneren Eingebung folgend schließe ich erst die Vorhänge der Terrassentür, bevor ich mich auf Zehenspitzen der Tür nähere. Das Klopfen wird lauter, unnachgiebiger.
verwandelt sich in wütende Schläge, die das Holz der Tür zum Zittern bringen. Fast schon widerwillig werfe ich einen vorsichtigen Blick durch den Türspion nach draußen. Erst ist absolut gar nichts zu erkennen, bis sich plötzlich jemand in das Bild schiebt. Eine junge Frau, die ängstlich zur Seite blickt. War sie diejenige, die am Fenster vorbeigelaufen ist? Gerade will ich meinen Mund öffnen, um ihr durch die verschlossene Tür etwas zuzurufen. Da dreht sie sich mit dem Gesicht zum Spion und mir bleiben meine Worte im Hals stecken. Die Augen vor Schreck weit aufgerissen und unfähig, meinen Blick von ihr abzuwenden, starre ich auf das schrecklich entstellte Gesicht. Die linke Seite ist zwar noch vollständig intakt, aber die Haut auf der anderen Seite hängt ihr nur noch in blutigen Fetzen vom Kopf. Der helle Kragen ihres Kleides ist bereits getränkt von der dunkelroten Flüssigkeit, die in dicken, zähflüssigen Bahnen ihren Hals hinabläuft. Dort, wo sich eigentlich das zweite ihrer blauen Augen befinden sollte, ragt nur eine glänzende Glasscherbe aus dem roten Fleisch heraus. Sie weiß, dass ich da bin auf der anderen Seite und sie ansehe. Ich kann es an ihrem Gesicht erkennen. Lass mich rein! Brüllt sie wütend. Ihre Stimme ist so unfassbar laut und schrill, dass sie mir heftig in den Ohren klingelt. Erschrocken weiche ich nach hinten und laufe zurück in das Wohnzimmer. Hastig ziehe ich alle Vorhänge zu und bleibe schwer atmend in der Mitte des Raumes stehen. Was für eine kranke Scheiße läuft hier eigentlich? Na, Besuch bekommen? Höre ich meine eigene gehässige Stimme. Mit wütendem Blick sehe ich zu der Öffnung in der Wand, aus der soeben die Worte an mein Ohr gedrungen sind. Zornig stapfe ich darauf zu. Auf der anderen Seite steht dieses Ding und sieht mich mit einem Ausdruck an, dem ich ihm am liebsten mit der Faust aus dem Gesicht prügeln würde. In der anderen Welt muss es mitten in der Nacht sein. Das Wohnzimmer dort ist in komplette Dunkelheit gehüllt, die nur von den warmen weißen Lichtern der Christbaumbeleuchtung durchbrochen wird. Was passiert hier? Zische ich, die Augen fest auf mein Gegenüber gerichtet. Ein kehliges Lachen ertönt, bevor eine kryptische Erklärung folgt. Sie wissen mittlerweile, dass du da bist. Mal sehen, wie lange du ihnen noch entkommen kannst. Die Schatten werden länger. Du solltest daher... Mit wem sprichst du da? Die geflüsterten Worte meines kleinen Bruders lassen mein anderes Ich abrupt verstummen. Was macht er hier? Eigentlich sollte er friedlich schlummernd im Bett liegen. Keine Ahnung, was hier abgeht, aber du bist in letzter Zeit wirklich seltsam. Jetzt kommen noch Selbstgespräche dazu. Wir sollten dringend mal mit Mama und Papa reden. Gähnt er und tapst barfuß auf das Ding zu, das mir mein Gesicht, mein ganzes Leben gestohlen hat. Es dreht sich nicht zu ihm um, sondern sieht mir weiter unbeirrt direkt in die Augen, ein abartiges Lächeln auf den Lippen. Ich verhalte mich seltsam, findest du? Dabei habe ich mir doch so eine Mühe gegeben, aber ihr seid doch einfach lästige kleine Dinger, wie Fliegen. Die kann man auch nicht ewig ignorieren. Irgendwann ist das Bedürfnis, sie totzuschlagen, einfach übermächtig, murmelt er leise vor sich her. Was laberst du da? Fragt Daniel gereizt und reibt sich dabei den Schlaf aus den Augen. Binnen dem Bruchteil einer Sekunde dreht sich dieses Ding um, greift nach dem Kopf meines Bruders und donnert ihn mit voller Wucht das Gesicht voran gegen die Wand. Ein leises Knacken ertönt. Dann herrscht für einen Moment Stille, bevor Daniels ohrenbetäubender Schmerzensschrei das gesamte Haus erschüttert. Es dauert keine Minute, bis im obersten Stock, dort wo sich die Schlafzimmer befinden, die Lichter angehen und die panischen Rufe meiner Eltern zu hören sind. Perplex sehe ich zu der Kreatur auf der anderen Seite. Ein letztes Mal treffen sich unsere Blicke, bevor es in einer unfassbaren Geschwindigkeit durch die Haustür hindurch in die Nacht hinaus verschwindet. »Die Tür ist offen! Schnapp dir das Telefon und ruf die Polizei! Ich sehe nach, woher das Geräusch kam!« Mein Vater, gekleidet in Jogginghose und Morgenmantel, rauscht die Stufen hinunter, an der offenen Tür vorbei, direkt in das Wohnzimmer. Ich kann nicht sagen, ob ich ihn jemals so ängstlich erlebt habe. Als er meinen Bruder entdeckt, stürzt er direkt auf ihn zu. »Um Himmels Willen, Daniel, was ist passiert? Geht es dir gut?« fragt er zutiefst besorgt, als er meinem Bruder wieder auf die Beine hilft. Blut strömt in dicken Bahnen aus seiner Nase und auch an der Stirn klafft eine tiefe Wunde. Daniels Gesicht ist kreidebleich und er zittert, als mein Vater ihn in die Küche verfrachtet.
wieder sind Schritte auf der Treppe zu hören, die die Stufen heruntereilen. Es ist meine Mutter, die sofort mit Tränen erstickter Stimme ihren jüngsten Spross beruhigende Worte zuraunt, bevor sie meinem Vater erklärt, dass der älteste Sohn spurlos verschwunden ist. Ich bin stiller Beobachter dieser schrecklichen Szenen. Machtlos, gefesselt an eine Welt, deren Regeln ich nicht verstehe und aus der es kein Entrinnen mehr für mich zu geben scheint. Es dauert keine 20 Minuten, bis die grellen Lichter der Einsatzwagen vom Notarzt und Polizei durch die Fenster in das Innere des Hauses dringen. Als mein Bruder bereits von den Sanitätern notversorgt und in den Krankenwagen verfrachtet wurde, betreten zwei Polizeibeamte, gefolgt von einem weiteren in Zivil gekleideten Mann, das Wohnzimmer und marschieren direkt auf meinen Vater zu, der unruhig auf und ab marschiert. Meine Mutter ist nicht von Daniels Seite gewichen und mit ihm bereits auf dem Weg ins Krankenhaus. Guten Abend, Herr Koch. Ich bin Kriminalkommissar Simon Wolf und für Ihren Fall zuständig. Bitte seien Sie sich gewiss, dass ich alles daran setzen werde, um die Vorfälle des heutigen Abends so schnell wie möglich aufzuklären und Ihnen Ihren ältesten Sohn wohlbehalten zurückzubringen. Ich würde Sie bitten, mir die Adressen und Telefonnummern seiner Freunde aufzuschreiben. Oftmals hilft das Umfeld in solchen Fällen enorm weiter, stellt sich der Polizeibeamte in Zivil mit fester Stimme bei meinem Vater vor. Als die beiden das Zimmer verlassen, verharrt der Kommissar mitten in der Bewegung. Langsam dreht er sich um und wirft einen Blick auf den Spiegel, direkt in meine Richtung. Sicher bin ich mir nicht, aber ich habe den Eindruck, dass er die Augen ein wenig zusammenkneift und die Stirn leicht runzelt, bevor er kaum merklich nickt und hinter meinem Vater den Raum verlässt. Was war das denn gerade? Mit dem Typen stimmt etwas nicht, das kann ich spüren. Seit diesem Vorfall sind bereits mehrere Wochen ins Land gezogen. Der Weihnachtsbaum wurde abgebaut und zu Kleinholz verarbeitet und auch die restliche Weihnachtsdekoration wurde in ihre miefigen Kartons gestopft und zurück in den staubigen Keller verfrachtet. In den letzten Tagen bekamen meine Eltern häufiger Besuch von Polizeibeamten. Manchmal stellen sie nur Fragen, aber ab und zu verlangten sie nach persönlichen Gegenständen von mir. Mal ist es Kleidung, mal eine Zahnbürste. Wenn ich Glück habe, sitzen meine Eltern und die Polizisten im Wohnzimmer, dann kann ich alles mit anhören. Wie ich bereits nicht anders erwartet hatte, waren die Ermittlungen bezüglich meines Verschwindens oder vielmehr dem Verschwinden dieses Monsters nicht sehr weit fortgeschritten. Die Befragungen meiner Freunde haben natürlich auch nichts ergeben. Die unsensiblen Vollpfosten haben ja nicht einmal gemerkt, dass jemand oder besser etwas anderes meinen Platz seit Halloween eingenommen hat. Bei meiner Mutter konnte ich in den letzten Tagen förmlich dabei zusehen, wie die Schatten unter ihren grünen Augen immer größer und dunkler wurden. Der Glanz aus ihrem Gesicht ist verschwunden und hat eine kränklich aussehende Blässe zurückgelassen. Nervös fahre ich mit beiden Händen durch meine Haare. Wenn ich die Tage und Nächte richtig gezählt habe, dann sind es mittlerweile 3 Monate. 3 verdammte Monate, in denen ich hier gefangen und zum absoluten Nichtstun verdammt bin. Zumindest in der Welt da draußen. Ich werfe einen Blick auf meine Armbanduhr. Laut ihr haben wir angeblich erst den 3. November, 3 Uhr morgens. Genervt stöhne ich auf und wandere ziellos im Raum umher. Mittlerweile habe ich die Vorhänge in sämtlichen Zimmern zugezogen, sodass ich nicht mehr nach draußen sehen kann, aber auch niemand mehr hinein. Diese verstümmelte Frau war nicht die letzte, die an meiner Tür geklopft hat. Immer mal wieder habe ich jemanden oder etwas an den Fenstern vorbeihuschen sehen. Dann dauert es nie lange, bis ein Klopfen an der Tür folgt. Erst leise und stumpf, dann immer lauter und fordernder. Manchmal sind die Schläge so heftig, dass ich Angst habe, dass die Tür jederzeit aus den Angeln gehoben werden könnte und krachend zu Boden fällt. Anfangs habe ich immer noch durch den Türspion gesehen und es jedes Mal bereut. Der Anblick dieser Männer und Frauen war so grauenhaft, dass mein Herz sich in meiner Brust vor Schreck schmerzhaft zusammenzog. Die Bilder ihrer geschundenen und teilweise verdrehten Körper hatten sich direkt auf meine Netzhaut gebrannt und ließen mich nicht mehr los, ebenso wie die Erinnerungen an ihre zu grässlichen Grimassen verzogenen kalkweißen Gesichter. Seit einer Weile spare ich mir daher den Blick durch den Türspion. Mit finsterem Blick sehe ich hinunter zu meinen Füßen. Die Schatten sind schon wieder ein ganzes Stück gewachsen. Wenn das so weitergeht, wird es nicht mehr lange dauern, bis sie die Hälfte des Raumes eingenommen haben.
Das laute Geräusch der Türklingel auf der anderen Seite lässt mich zusammenzucken und reißt mich aus meinen düsteren Gedanken. Eilig sprinte ich zu dem Loch an der Wand und sehe neugierig hinaus. Es ist mein Bruder, der die Tür öffnet. Auf seiner Stirn, dort, wo sein Kopf auf den Spiegel getroffen ist, verläuft jetzt eine dünne Narbe. Noch ist sie rot geschwollen, aber schon bald wird sie zu einem weißen Strich verblassen. »Mama, die Polizei ist hier«, flüstert Daniel leise, als er das Wohnzimmer betritt, dicht gefolgt von dem Kommissar, der schon an dem Abend hier war, als das Ding meinen Bruder angegriffen hat und samt meinem Körper verschwunden ist. Ich glaube, sein Name war Wolf oder so ähnlich. Hinter ihm steht eine Frau, etwa im selben Alter wie er. Ihre roten Haare hat sie locker hochgesteckt, so dass sich hier und da bereits eine lockige Strähne gelöst hat. Die beiden sind im Türrahmen zum Wohnzimmer stehen geblieben. Meine Eltern müssen auf dem Sofa gesessen haben, denn ich kann die Metallfedern knarzen hören, als sie sich beide erheben. Meine Mutter ist die erste, die in meinem Blickfeld erscheint. In ihren Armen hält sie ein großes Buch, das sie sich fest an ihre Brust drückt. Den bunten Einband erkenne ich sofort. Es ist das Fotoalbum, das sie seit dem Tag, an dem ich geboren wurde, akribisch mit Fotos bestückt, die die wichtigsten Momente meines Lebens farbig auf Papier gebannt haben. Sie sieht so unglaublich müde aus. Nach wenigen Augenblicken betritt auch mein Vater die Bildfläche. Sanft legt er einen Arm um die Schulter seiner Frau und begrüßt die Besucher mit einem Kopfnicken. Herr und Frau Koch, darf ich Ihnen Sonja Wolf vorstellen? Sie ist Psychologin und unterstützt mich des Öfteren bei meinen Einsätzen, stellt der Kommissar seine Begleiterin vor. Die Wärme in seiner Stimme, als er ihren Namen erwähnt und die Tatsache, dass die beiden denselben Namen tragen, lässt mich vermuten, dass die beiden miteinander verwandt oder verheiratet sein müssen. Aber zum Teufel noch einmal, wieso bringen Sie eine Psychologin in unser Haus? Spricht meine Mutter den Gedanken laut aus, der sich soeben in meinem Kopf manifestiert hat. Ein Zittern liegt in ihren Worten. Am besten setzen wir uns erst einmal, beginnt die Psychologin zu sprechen, doch meine Mutter bringt sie mit erhobener Hand zum Schweigen. Ich will mich nicht hinsetzen. Ich will wissen, was das dir alles zu bedeuten hat. Mein Sohn ist seit Wochen verschwunden und anstatt ihn uns, wie sie versprochen hatten, wieder zurückzubringen, schleppen sie uns eine Psychotante hier an. Was wird hier gespielt, Herr Wolf? Wenn Sie uns etwas bezüglich unseres Sohnes zu sagen haben, dann tun Sie es hier und jetzt. Andernfalls bitte ich Sie beide, das Haus wieder zu verlassen, zischt meine Mutter wütend. In meinem Leben habe ich sie noch nie so zornig gesehen. Der Kommissar atmet einmal tief ein, bevor er die Worte ausspricht, die unser aller Leben innerhalb eines Wimpernschlages zu einem Scherbenmeer zerbersten lassen. Herr und Frau Koch, in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages haben Spaziergänger im Fluss des angrenzenden Waldgebietes die Leiche eines jungen Mannes gefunden. Bevor wir Sie und die Presse darüber informiert haben, haben wir zunächst die DNA-Ergebnisse abgewartet. Die Proben, die wir aus den Haar- und Zahnbürsten aus Ihrem Haus entnommen haben, passen zu 100% mit der des Toten überein. Ihr Sohn, Sam Koch, ist leider verstorben. Einige Spuren deuten auf ein Gewaltverbrechen hin, wobei wir Eigenverschulden auch nicht gänzlich ausschließen können. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie leid es mir tut, Ihnen diese Nachricht überbringen zu müssen. Mein herzliches Beileid, schließt der Polizeibeamte seinen emotionslosen Bericht. Für einige Sekunden herrscht eisige Stille, bevor dann der markerschütternde Schrei meiner Mutter das gesamte Haus in seinen Grundfesten erzittern lässt. Als wäre sämtliche Kraft aus ihrem Körper gewichen, knickt sie ein wie eine Marionette, deren Fäden durchgeschnitten wurden. Nur durch das beherzte Zugreifen des Kommissars und der Psychologin kann verhindert werden, dass der Körper meiner Mutter wie ein Sack Kartoffeln auf dem Boden aufprallt. »Du bist unmöglich, Simon. Wir hatten das anders besprochen«, zischt die Psychologin dem Kommissar zu, während sie beide meine wimmernde und schluchzende Mutter auf das Sofa hiefen. »Papa, komm, setz dich hin«, fordert mein Bruder mit tränenerstickter Stimme meinen Vater auf, der noch immer regungslos an Ort und Stelle steht. Das Gesicht meines Bruders ist kreidebleich und macht den Anschein, als wäre es schlagartig um 10 Jahre gealtert. Vorsichtig schiebt er meinen Vater ebenfalls in Richtung Sofa, so dass nun alle Personen wieder aus meinem Blickfeld verschwunden sind. Das Gewirr ihrer Stimmen dringt nur noch dumpf und leise an mein Ohr. Was hat er gerade gesagt? Sie haben meine Leiche gefunden? Wie ist das möglich? Was um Himmels Willen hat dieses Ding mit mir angestellt? Tausende Fragen dieser Art schwirren wild hin und her in meinem Kopf, der zu platzen droht.
Ich bekomme kaum mit, wie ein uniformierter Notarzt auf der anderen Seite eilig in den Raum gelaufen kommt, den Arztkoffer fest in der Hand haltend. Auch er verschwindet binnen Sekunden wieder aus meinem Sichtfeld. Wenn ich tot bin, dann kann ich nie wieder hier raus. Ich werde für immer in dieser beschissenen Welt gefangen gehalten. Wer weiß, wie lange diese abgefuckte Tür noch hält, bevor die Freaks hier einmarschieren und weiß Gott was mit mir anstellen. Vielleicht fressen mich ja vorher noch diese Schatten auf. Kaum habe ich den einen Gedanken fertig gesponnen, springe ich schon zum nächsten. Mein Kopf schmerzt. Verzweifelt kralle ich mich mit den Händen in meine Haare. Die Fingernägel kratzen schmerzhaft an meiner Kopfhaut. Und dann schreie ich, wie ich noch nie in meinem Leben geschrien habe. All der Frust, all der Schmerz, all das Leid tritt aus mir heraus, kanalisiert in einem unmenschlichen Schrei, bis mich ein lautes Knacken plötzlich verstummen lässt. Mit geöffnetem Mund starre ich durch das Loch auf das Glas, das mich von der anderen Seite trennt. Ein feiner Riss zieht sich von der unteren rechten Ecke bis hin zur Mitte. Ungläubig fahre ich mit meinem Finger den Sprung nach. Erschrocken ziehe ich die Hand zurück, als Kommissar Wolf auf der anderen Seite erscheint und ebenfalls perplex auf den Spiegel starrt. Fast so, als wäre er mein zeitverzögertes Spiegelbild, streicht auch er mit seinem Finger über den Riss, der sich demnach auch auf der anderen Seite befinden muss. Für einen kurzen Moment treffen sich unsere Blicke, oder zumindest kommt es mir so vor. Ganz kurz beschleicht mich die leise Hoffnung, dass er irgendetwas oder vielleicht sogar mich direkt hinter dem Spiegelglas erkennen kann. »Ich will ihn sehen«, ertönt die weinerliche Stimme meiner Mutter aus der Ecke. Sie klingt benommen. Vermutlich hat ihr der Arzt auf Anraten der Psychologin ein Beruhigungsmittel verabreicht. »Es tut mir leid, Frau Koch. Bei dem aktuellen Zustand Ihres Sohnes ist es uns nicht möglich, Ihnen das zu erlauben.« Wir haben Fotos dabei, die von unseren Grafikern so bearbeitet wurden, dass wir Ihnen diesen Anblick zumuten können, wenn Sie es wünschen. Eine Identifizierung Ihrerseits ist aufgrund des eindeutigen DNA-Ergebnisses nicht nötig. Erklärt Simon Wolf noch immer vor dem Spiegel stehend, den Kopf aber meiner Familie zugewandt. Ein gewisser Schmerz liegt auch in seinem Gesicht. Er wirft noch einmal einen letzten Blick in den Spiegel, bevor er mit der Hand über den unteren Teil des Rahmens fährt und schlussendlich wieder aus meinem Blickfeld verschwindet. Herr und Frau Koch, ein Freund Ihres Sohnes, Ben Meyers, hat uns berichtet, dass Ihr Sohn sich seit dem Abend des 31. Oktober merklich verändert hatte. Er sei verschlossen und schweigsam, teilweise aber auch aggressiv gewesen. Dass es durch Ihren Sohn zu einem tätlichen Angriff kam, schien ihn nicht sonderlich zu überraschen. Ich muss Sie das jetzt fragen, das für unsere Ermittlungen ausschlaggebend sein kann. Hat Ihr Sohn Drogen oder Medikamente zu sich genommen? Könnte er depressiv oder sogar selbstmordgefährdet gewesen sein, hakt der Polizeibeamte bei meinen Eltern nach. Erst ist da nur fassungsloses Schweigen. Dann folgt eine Schimpftirade meiner Mutter, in der sie mit wüsten Worten alles beschreitet, was der Kommissar mir soeben vorgeworfen hat. Frau Koch, Kommissar Wolf versucht nur seine Arbeit zu machen und die Umstände um das Ableben ihres Sohnes lückenlos aufzuklären. Ich schlage allerdings vor, dass wir die Befragung auf einen späteren Zeitpunkt legen. Zunächst werde ich Ihnen jetzt dabei helfen, mit der Tragweite dieser Situation zurechtzukommen. Bitte lassen Sie sich Zeit und atmen Sie einmal tief durch. Erklingt die beschwichtigende Stimme der Psychologin. In ihren Worten schwingt aber auch eine Mahnung an den Polizisten mit, die dieser verstanden zu haben scheint. Er hebt in einer hilflosen und entschuldigenden Geste die Hände und verlässt anschließend das Zimmer. Während er geht, kramt er in seiner Manteltasche und zieht ein Handy hervor, welches er sich bereits an das Ohr hält, als er aus der Haustür tritt. Die kommenden Tage sind grau und trostlos. Das einst mit Leben gefüllte Haus meiner Familie ertrinkt nun in einem Meer aus Traurigkeit. Es hat nicht lange gedauert, bis die ersten Verwandten das Haus stürmten und meinen Eltern unterstützend zur Seite eilten. Onkel, Tanten und Nachbarn kamen vorbei, brachten Essen und Einkäufe und spendeten Trost, wenn nötig. Und jetzt ist er da. Der Tag meiner Beerdigung. Manche behaupten ja, sie würden gerne bei ihrer eigenen Beerdigung anwesend sein und sehen, wer an ihrem Grab steht. Diese Wichser haben doch gar keine Ahnung, wovon sie da eigentlich reden. Der Schmerz in den Gesichtern meiner Familienangehörigen und Freunden zerreißt mir fast das Herz. Schwarz gekleidete Menschen dringen sich im Wohnzimmer herum und sprechen meinen Eltern ihr Beileid aus. Meine Mutter schüttelt geistesabwesend jede Hand, die man ihr reicht.
Seit ihr die Nachricht von meinem Tod überbracht wurde, übersteht sie die Tage nur noch mit Schmerz und Beruhigungsmitteln. Das schwarze Kleid, das sie trägt, betont ihre abgemagerte Figur nur noch mehr. Mein kleiner Bruder, gekleidet in einem schwarzen Anzug, hat sich auf einen Stuhl direkt gegenüber von dem Spiegel gesetzt und starrt nun mit finsterem Blick auf das Glas. In den Tagen vor meiner Beerdigung ist er nachts öfter ins Wohnzimmer geschlichen und hat stundenlang mit nachdenklicher Miene in den Spiegel gestarrt, so wie jetzt auch. Es ist eine junge Frau mit langen, eisblonden Haaren, die silbern schimmern, als das Sonnenlicht auf sie trifft, die meinen Bruder aus seinen trüben Gedanken holt. Sie beugt sich zu ihm herunter, so dass ihre Gesichter auf einer Höhe sind, und flüstert ihm etwas zu, woraufhin er erst sie und dann den Spiegel erschrocken ansieht. Sie nickt ihm auffordernd zu und die beiden verlassen das Wohnzimmer. Wer ist diese Frau? Ich habe sie noch nie gesehen. Sie kann keine von unseren Verwandten sein. Oder vielleicht doch? Eine entfernte Cousine oder doch nur eine Arbeitskollegin? Aber was hat sie mit meinem Bruder zu schaffen und was will sie von ihm? Vielleicht ist es aber auch eine von diesen Sozialtanten aus der Seelsorge. Seit meinem Ableben waren die hin und wieder da und haben meine Familie mit ihrem Psychokram vollgelabert. Oh, fuck. Was ist das hier für eine gequälte Scheiße? Stöhne ich genervt auf und stapfe zu dem Sofa, auf das ich mich wütend fallen lasse. Ich lege den Arm über meine Augen und versuche, den Kopf freizukriegen. Seit meinem Versterben auf der anderen Seite haben sich die unerwünschten Besuche hier zunehmend gehäuft und auch die Schatten scheinen noch schneller voranzukriechen. Es fühlt sich an, als würde eine Ewigkeit vergehen, die ich da regungslos auf dem Sofa liege und meinen Gedanken nachhänge. Ein Klopfen ertönt und ich schrecke ängstlich hoch. Vorsichtig, sehr darauf bedacht, so wenig Geräusche wie möglich zu machen, zwinge ich die Beine über den Rand des Sofas und schleiche auf 10 Spitzen zur Wohnzimmertür. Es ist still, als ich meinen Kopf in Richtung Haustür neige. Aus Angst, meine Anwesenheit durch ein lautes Ein- und Ausatmen preiszugeben, halte ich die Luft an. Erneut pocht es von außen gegen die hölzerne Tür, aber irgendetwas ist anders. Das Klopfen ist schon fast zaghaft und nicht so kräftig wie bei den anderen Malen. »Sam, bist du da?« erklingt eine helle Frauenstimme. Mit vor Schreck geweiteten Augen stelle ich fest, dass an der Türklinke gerüttelt wird. Auch das ist die Male zuvor nie passiert und keiner von denen hat mich jemals mit meinem Namen angesprochen. »Sam, ich komme jetzt herein. Hab bitte keine Angst.« Höre ich die Stimme dumpf durch das Holz der Tür rufen. Mein Körper ist auf Flucht programmiert. Doch bevor ich auch nur einen Schritt machen kann, öffnet sich quietschend die Tür und ich werde von einem hellen, warmen Licht geblendet. Es dauert einige Momente, bis sich meine Augen an die plötzlich herrschende Helligkeit gewöhnt haben und ich wieder etwas sehen kann. Im ersten Moment traue ich meinen Augen nicht. Im Türrahmen steht die Frau, die auf meiner Beerdigung mit Daniel gesprochen hat. Sie sieht etwas anders aus. Das fast silberne Haar hat sie zu einem lockeren Zopf geflochten, der ihr über die Schulter hängt, und das schwarze Trauerkleid ist Jeans und Pullover gewichen. In der Hand hält sie eine altertümlich wirkende Holzlaterne, die Quelle des warmen Lichts. Was zum... flüstere ich, während ich ungläubig meine Besucherin anstarre. Hallo Sam, begrüßt sie mich mit einem sanften Lächeln auf den Lippen. Mein Name ist Mara Adler. Und ich bin hier, um dir zu helfen. Du hast mit Sicherheit einige Fragen, die ich dir gerne beantworten möchte. Während sie spricht, schließt sie vorsichtig die Tür hinter sich und geht dann zielstrebig an mir vorbei in das Wohnzimmer, wo sie die Laterne auf dem Couchtisch abstellt und sich dann elegant auf das Sofa gleiten lässt. Keine Ahnung, ob Realität oder Einbildung, aber ich konnte schwören, dass die Schatten vor ihr zurück in die Ecke gewichen sind. Komm, setz dich zu mir, fordert sie mich auf, wobei sie mit ihrer flachen Hand die freie Stelle neben sich tätschelt. Ich komme ihren Worten nach und geselle mich, einen kleinen Sicherheitsabstand zwischen uns lassend, zu ihr. Adler, hast du gesagt, so wie... beginne ich zu sprechen, doch da unterbricht sie mich auch schon. Du hast richtig gehört, mein Name ist Adler, so wie der der alten Hexe, wie ihr meine Mutter immer so nett genannt habt, erklärt sie. Beschämt sehe ich auf den Boden und presse ein... Entschuldigung, hervor... was sie nur laut auflachen lässt. Entspann dich, ich bin nicht sauer deswegen, entgegnet sie und legt mir eine Hand auf die Schulter. Ich habe nie ein Kind bei der alten, bei Frau Adler gesehen,
hake ich skeptisch nach, wobei sich meine Augenbrauen zusammenziehen und ich die Stirn in Falten lege. Sie zuckt kurz mit den Schultern, bevor sie antwortet. Ich stehe schon lange auf eigenen Beinen. Zu der Zeit, als ihr eure kleinen Mutproben vor der Haustür meiner Mutter abgehalten habt, habe ich bereits nicht mehr zu Hause gelebt. In meinem Kopf rechne ich nach und komme zu dem Ergebnis, dass an ihrer Geschichte irgendetwas nicht stimmen kann. Entschuldige mal, aber du bist vielleicht nur ein paar Jahre älter als ich. Wie willst du also damals schon allein gelebt haben? Verleihe ich meinen Zweifeln Ausdruck. Sie kichert kurz, bevor sie etwas nach hinten rutscht und es sich bequemer macht. Ich bin älter, als ich aussehe, Sam, ist das Einzige, was ich als Antwort erhalte. Was soll das heißen? So wie du aussiehst, bist du höchstens Mitte 30, erwidere ich verwirrt. Finsterberg ist ein Dorf, in dem vieles nicht so ist, wie es im ersten Moment zu sein scheint, antwortet sie augenzwinkernd. Der Name meines Heimatortes klingt seltsam aus ihrem Mund, irgendwie bedrohlich. Okay, was soll das alles hier? Wo bin ich und was zum Teufel geht hier vor sich? Schnaube ich genervt aus. Langsam aber sicher wird mir das alles zu viel hier und mein Geduldsfaden ist zum Zerreißen gespannt. Du oder vielmehr deine Seele befindet sich hier in einer Art Zwischenwelt. Sie existiert still neben unserer und eigentlich ist der Schleier dicht genug, damit nichts von hier in die Welt der Lebenden eindringen kann. Außer natürlich jemand lüftet den Schleier absichtlich, erklärt sie ruhig. Wäre mir die ganze Scheiße nicht passiert, die mir nun einmal passiert ist, würde ich der Frau vor mir kein einziges Wort glauben. Was hat sie eben gesagt? Wenn man den Schleier lüftet? Soll das etwa heißen, du und deine Freunde habt den Schleier gehoben, als ihr mit dem Hexenbrett gespielt habt? Vervollständigt Mara den Gedanken, den ich mir gerade in meinem Kopf zusammengesponnen habe. Ich habe deinem Freund gesagt, dass dies kein Spielzeug ist und er hat mir versichert, dass er nicht vorhätte, damit herumzuexperimentieren. Es war wohl sehr naiv von mir zu denken, dass seine Worte der Wahrheit entsprechen. Du konntest ja nicht wissen, dass Ben ein absoluter Vollpfosten ist, grummle ich zurück, noch immer dabei, die Tragweite ihrer Worte zu begreifen. Woher wusstest du eigentlich, wo und wie du mich finden kannst? Und was wird jetzt mit mir geschehen? Was ist das für ein Ding gewesen, das in meinem Körper gehaust hat? Sprudeln die Fragen nach einer kurzen Zeit des Schweigens nur so aus mir heraus. Wo fange ich denn jetzt am besten an? Brummt sie und legt dabei in einer nachdenklichen Geste den Zeigefinger an ihre Lippen. Sie überlegt einige Sekunden, bevor sie weiterspricht. Als ihr mit dem Hexenbrett hantiert habt, habt ihr euch nicht an die Regeln gehalten und den Geschöpfen der Anderswelt Tür und Tor geöffnet. Das Ding, was dann hindurchgeschlüpft ist, ist weder Geist noch Dämon. Es ist eine Manifestation des reinen Bösen. Ein Wesen, geboren aus den Schatten dieser finsteren Welt, das nur darauf aus ist, sich am Leben anderer zu laben. Wir nennen solche körperlosen Wesen Umbra. Deine Seele wurde von ihm aus dem Körper gerissen und hierher verbannt. Die Leere, die so in deinem Inneren entstanden war, musste er dann nur noch mit sich selbst ausfüllen. Vollkommen geplättet von dieser Geschichte lasse ich mich mit den Rücken gegen die Sofalehne fallen und blicke zu meiner Besucherin. Erschöpft reibe ich mir die Augen, lasse den Kopf nach hinten sinken und starre zur Decke, bevor ich sie erneut frage, woher sie wusste, dass ich hier bin. Es ist mir ein Rätsel, wie, aber du hast es geschafft, trotz deiner Gefangenschaft hier Signale in unsere Welt zu senden. Der Kommissar Simon Wolf, der mit deinem Vermisstenfall beauftragt war, hat die Zeichen gesehen, antwortet sie. Als sie bemerkt, wie ich bei ihren Worten den Kopf hebe und sie verständnislos anstarre, seufzt sie zuerst, als hätte sie es mit einem dümmlichen Kleinkind zu tun, bevor sie weiter erklärt, Simon Wolf ist kein normaler Polizist. Er ist seit einer Weile schon besonders empfindsam, was übernatürliche Vorkommnisse angeht. Als ihm bewusst geworden ist, dass hinter dem Spiegelglas mehr steckt, als auf den ersten Blick zu erkennen ist, hat er die Ermittlungen in diese Richtung aufgenommen. Eines führte dann zum anderen. Deinem Freund Ben waren die Veränderungen in deinem Wesen seit dieser missglückten Seance glücklicherweise nicht verborgen geblieben und nach einigem Nachbohren rückte er mit dem Hexenbrett heraus und übergab es Simon. Damit marschierte er schnurstracks zu mir. Er musste gar nicht zu Ende erzählen, da wusste ich bereits, was hier geschehen war. Was wolltest du neulich von meinem Bruder? Auf Nummer sicher gehen. Geschwisterpaare sind durch ein besonders geknüpftes Band miteinander verbunden.
Ich wollte wissen, ob er deine Anwesenheit noch immer spüren kann und falls ja, wo dieses Gefühl am stärksten ist. Er hat mir erzählt, dass er das Gefühl hätte, dass du noch immer hier bist und dass er mir schwören würde, dass er dich für den Bruchteil einer Sekunde im Wohnzimmerspiegel gesehen hätte, beantwortet sie meine Frage. Ich rücke etwas näher zu ihr und greife in einer verzweifelten Geste nach ihren Händen. Bitte sag mir, wie ich hier rauskomme. Erklär mir, wie ich zurück zu meiner Familie gelangen kann, flehe ich sie an. Sie beißt sich auf die Unterlippe und weicht meinem Blick aus. Schon bevor sie zu einer Antwort ansetzt, weiß ich bereits, dass es für mich kaum noch Hoffnung gibt, meinen Liebsten jemals wieder direkt gegenüberzustehen. Sam, ich wünschte, ich könnte dir etwas anderes sagen, aber du kannst nicht mehr zurück zu den Lebenden. Dein Körper ist weg, zu einem Häufchen Asche verbrannt und in einer Urne tief in der Erde vergraben. Würdest du jetzt durch den Schleier gehen, wärst du nichts anderes als ein Geist. Dieser Zustand würde dich irgendwann in den Wahnsinn treiben und dich in etwas Böses und Rachsüchtiges verwandeln. Eine Präsenz, die nur darauf aus ist, den Lebenden zu schaden, sie ins Unglück zu treiben und sich an ihrem Leid zu ergötzen. Du würdest die eine Zwischenwelt gegen die andere tauschen. Ihre Stimme zittert leicht bei jedem ihrer Worte. Zorn steigt in mir auf und ich schieße so schnell hoch, dass ich dabei gegen das kleine Tischchen stoße, auf dem die Laterne bedrohlich zu wackeln beginnt. Bist du nur hierher gekommen, um mir zu sagen, dass ich in dieser Hölle verrotten muss? Zische ich Mara wütend an. Sie blickt erst überrascht zu der Laterne und dann zu mir. Mit festem Griff greift sie nach meinem Handgelenk und zwingt mich, mich wieder zu setzen. Bleib ruhig. Ich lass dich hier nicht einfach so zurück, denn hier zu verweilen hätte für dich unweigerlich zur Folge ausgelöscht zu werden. Du hast sie bereits gesehen, oder? Die Seelen der anderen, die hier ebenfalls gefangen sind. Sie können dich spüren, die reine Energie, die von dir ausgeht, noch unberührt von den Schatten. Würdest du hier bleiben, würden die Geister irgendwann hier eindringen, dich foltern und sich an dir laben. Oder aber, wenn sie nicht schnell genug sind, verschlingen dich die Schatten und du wirst, wie die Dinger da draußen, verdammt dazu, durch die Dunkelheit zu wandern, immer auf der Suche nach einer neuen Energiequelle, die dir für einen kurzen Moment einen winzigen, ganz schwachen Lebenshauch einflößt, bevor du erneut in einem dunklen Ozean aus Finsternis ertrinkst, schließt ihre düstere Vorhersage. Plötzlich greift sie nach der Laterne und hält sie mir mit den Worten »Dein Ticket nach draußen« vor die Nase. Ich sehe sie an, als wäre sie soeben übergeschnappt, woraufhin sie nur mit den Augen rollt und nach meiner Hand greift, die sie dann an den Griff der Laterne führt. »Wer aus Dunkelheit geboren ist und unter den Schatten weilt, fürchtet das Licht«, wenn du diese Laterne dabei hast, kannst du hier unbeschadet raus und durch den Nebel wandern. Sie ist als eine Art Kryptonit für die Wesen der Anderswelt, erklärt sie ruhig. Eine Weile lang sehe ich in das warme Licht, bevor meine Augen beginnen zu brennen. Wo soll ich denn damit hin? Entgegne ich unsicher. In dem Moment, als Mara den Mund öffnet, um zu antworten, beginnt sie zu flackern. Es ist wie bei einem Fernsehbild, wenn der Empfang schlechter wird. Als würde sie sich jeden Moment auflösen. Erschrocken reiße ich die Augen auf. Mara allerdings hebt lediglich die Hände in einer beruhigenden Geste nach oben, bevor sie zu einer weiteren Erklärung ansetzt. Mist, mir läuft die Zeit davon. Keine Panik, Sam, mir geht es gut. Ich kann nur nicht für unbegrenzte Zeit hier verweilen. Hör mir jetzt gut zu. Wo genau du hin musst, kann ich dir nicht sagen. Die Wege hier sind so unterschiedlich wie die Menschen, die auf ihnen wandeln. Du allein kennst den Weg. Finde das Licht und gehe hindurch. Mehr musst du nicht tun. Lass dir nicht zu viel Zeit, denn auch dieser Lichtquell kann nicht ewig gegen die Finsternis bestehen. Das Licht, ist das so etwas wie der Himmel? Ist es da besser als hier? Presse ich hervor und blicke dabei traurig zu ihr. Langsam erhebt sie sich. Das Flackern wird immer stärker. Manch einer würde es Himmel nennen. Ein anderer das Paradies oder auch Jenseits. Du wirst noch herausfinden, was es für dich ist. Es ist jedenfalls der Ort, an dem deine Seele jetzt gehört, wo sie rasten und friedlich ruhen kann. Meine Zeit hier ist so gut wie abgelaufen. Ich muss dich jetzt leider verlassen, antwortet sie mir. Mit langsamen Schritten verlässt sie das Wohnzimmer und geht auf die Haustür zu. Ich folge ihr, den Laternengriff fest umklammert. Eine Frage hätte ich noch. Du hast gesagt, wir nennen es Umbra. Wer sind wir?
rufe ich ihr eilig zu, bevor sie nach der Türklinke greifen kann. Sie dreht sich noch einmal zu mir um, ein seltsames Lächeln auf den Lippen tragend. »Der Zirkel, in dem ich aufgewachsen bin«, erklärt sie ihre Aussage von vorhin trocken. »Ich habe dir doch gesagt, dass im Finsterberg vieles nicht so ist, wie es den Anschein hat. Was jung aussieht, mag es schon seit Jahrhunderten auf Erden wandeln. Was kleinen Kindern als Spukgeschichte erzählt wird, haust vielleicht tatsächlich in unseren Wäldern. Und wie in den Legenden weitergetragen, mag es wilde Tänze zur Walpurgisnacht auf dem Blutsberg geben, zwischen dessen Bäumen die wilde Jagd in den eisigen Rauhnächten reitet. Und manchmal ist das, was wie eine alte Hexe aussieht, tatsächlich auch nur eine alte Hexe«, fügt sie augenzwinkernd hinzu, als sie meinen perplexen Gesichtsausdruck bemerkt. Bevor ich noch etwas erwidern kann, öffnet sie die Tür und verschwindet, als hätte sie sich in Luft aufgelöst. Mit offenem Mund stehe ich da und starre durch die geöffnete Tür hinaus in die neblige Dunkelheit. Als mir wieder bewusst wird, was da alles in der Finsternis lauert, hechte ich zur Haustür und verschließe sie sorgsam. Ich drehe mich um und lehne mich mit dem Rücken gegen das Holz, das leise unter meinem Gewicht knarrt. Langsam rutsche ich auf den Boden hinunter, wo ich mit angezogenen Knien sitzen bleibe und auf die Laterne starre, die zu meinen Füßen steht. Geister? Anderswelten? Hexen? Mein Kopf schwirrt anhand all dieser seltsamen Informationen, deren Bedeutung mein Gehirn noch nicht ganz begreifen mag. Schatten mögen das Licht nicht. Wenn das so ist, dann testen wir das doch einmal. Schwerfällig erhebe ich mich wieder und greife nach der Laterne. »Hier, ihr blöden Wichser!« rufe ich zornig und halte das Licht in eine besonders finstere Ecke des Hausflures. Ich bilde mir ein leises Zischen zu vernehmen, bevor die Schatten tatsächlich zurückweichen. Das scheint also zu funktionieren. Diese kleine Laterne hier wird mein neuer bester Freund und stetiger Begleiter werden. Mein Blick fällt auf das Loch in der Wohnzimmerwand. Langsam nähere ich mich und sehe hindurch. Daniel sitzt auf der anderen Seite, auf einem Stuhl direkt vor dem Spiegel und starrt mich aus übernächtigten Augen an. »Ich weiß, dass du da bist, Sam«, flüstert er leise und legt die Hand gegen das Glas. Wie bei einem Spiegelbild tue ich es ihm gleich. Es schmerzt mich, dass ich ihn nicht berühren kann, denn statt der Wärme seiner Handinnenfläche spüre ich nur die eisige Kälte des Glases zwischen uns. Ich kann ihn nicht weg, kann ihn nicht alleine lassen. Was ist, wenn ich verschwinde und er trotzdem weiterhin einsam vor dem Spiegel sitzt und sich in ihm verliert, ohne dass ihm jemand auf der anderen Seite zuhört? Nein, die Zeit ist noch nicht gekommen, dass ich meinen Posten hier verlassen kann. Ich bin erst bereit, wenn du es auch bist, Daniel, flüstere ich leise. Ich marschiere zielstrebig in die Küche und hole mir einen der hölzernen Stühle, den ich dann vor das Guckloch platziere. Die Laterne stelle ich auf dem Boden zwischen meinen Füßen ab. So verharre ich und bin stummer Zeuge eines Familienlebens, dessen Scherben nach einem tragischen Verlust ganz allmählich langsam und Stück für Stück wieder zusammengesetzt werden. Wochen, Monate und Jahre gehen ins Land. Immer seltener nimmt mein Bruder seinen Platz vor dem Spiegel ein, bis er schließlich ganz sein lässt. Das Licht der Laterne ist über die Dauer der Zeit schwächer geworden. Bald wird es nur noch ein Glimmen sein. Es hat einiges an Zeit in Anspruch genommen, aber meine Familie hat wieder zur Normalität zurückfinden können. Sicher, mein Todestag lässt stets Traurigkeit in das Haus einkehren, aber auch das Lachen hat seinen Weg zurück in die Herzen meiner Eltern und meines Bruders gefunden. Wenn ich jetzt aus dem Loch sehe, erkenne ich weiße Laken, die die Möbel bedecken und auf denen sich bereits eine dicke Staubschicht gebildet hat. Endlose Stille herrscht in den Räumen. Zu meiner eigenen Überraschung habe ich es kürzlich geschafft, den Spiegel ein weiteres Mal ein klein wenig zu beschädigen. Das Ergebnis meiner wütenden und verzweifelten Schläge ist ein zweiter hauchdünner Riss, der sich jetzt quer über das gesamte Spiegelglas zieht, wo er sich mit dem ersten kreuzt. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn man den Spiegel vollständig zerstören würde. Allerdings habe ich die Befürchtung, dass mir nicht mehr genug Zeit bleiben wird, es herauszufinden. Die Schatten sind dunkler geworden und lassen mir kaum noch Platz. Seit geraumer Zeit kann ich immer wieder das Knurren hören, gefolgt von geflüsterten Worten, die ich nicht verstehen kann. Einige der Geister haben es bereits über die Türschwelle geschafft, aber ich konnte sie noch immer mit meinem Licht wieder aus dem Haus drängen.
Sam? Das Flüstern meines Namens lässt mich aufhorchen. Überrascht sehe ich zu dem Loch. Auf der anderen Seite steht mein Bruder, mittlerweile zu einem stattlichen Mann herangewachsen. Er hält ein weißes Tuch in seinen Händen. Trauer liegt in seinem Gesicht und sammelt sich in seinen Augenwinkeln zu winzigen Tränen. Sam, ich weiß nicht, ob du noch da bist, aber falls ja, dann lass bitte endlich los. Mir geht es gut, ich bin Ehemann und werde bald auch Vater. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du all das hättest miterleben können. Lass jetzt los, denn hier gibt es nichts mehr für dich. Ich verkaufe das Haus und schließe dieses Kapitel endgültig. Wandere nicht weiter in den Schatten, sondern geh endlich in das Licht. Mama und Papa warten dort schon auf dich. Ich habe dich lieb. Und mit diesen Worten wirft er das Laken über den Spiegel und es herrscht eine absolute und undurchdringliche Dunkelheit auf der anderen Seite. Wie bei einem Fernseher, den man endgültig abgeschaltet hat. Eine gewisse Leichtigkeit durchströmt meinen Körper. Es ist, als könnte ich seit Jahrzehnten zum ersten Mal wieder richtig atmen. Ich beuge mich nach unten und greife nach der Laterne. Ihr Licht ist schwach, aber noch kräftig genug, dass die Schatten auf meinem Weg weichen. Vor der Haustür bleibe ich stehen. Sie ist an vielen Stellen bereits demoliert und der Rahmen ist stellenweise gesplittert. Lange hält sie nicht mehr. Ich vermag nicht zu sagen, ob ich vielleicht zu lange gewartet habe. Falls ja, so ist es meine eigene Schuld. Aber ich werde jetzt dennoch versuchen, mir einen Weg durch den Nebel zu bahnen, um das Licht zu finden. Mit diesem Gedanken öffne ich die Tür und trete hinaus in die Finsternis.